Danja, ich bleib bei dir. Ich bleib bei Danja, ich möchte geschützt werden. Ich brauche Schutz. Er hat mich verraten. Claudio. Wieso machst du das? Danja, wieso tust du mir sowas an? Wieso? Bleib bei Claudio. Nein, bleib nicht bei mir. Kahn's PS5. Ich hab ne PS5. Du musst bei Kahn bleiben. Nö. Kahn, du bist offiziell der Beste. Du bist der beste Crewmate, den es gibt. Yo, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu Among Us. Das erste Mal nach, ja, 2 Jahren mit... Claudio, du kannst hier raus. Wie bitte? Hi. Hi. Ja, ich hab Daniel nicht bestimmt hier nicht keiner da gesehen. Wir spielen etwa nach, ich glaube, über 2 Jahren, Claudio, spielen wir das erste Mal wieder zusammen Among Us mit Danja und mit Claudio und mit mir. Ja, ja, ja. Und Claudio freut sich sehr darauf. Seitdem er wieder YouTube macht, fragt auch wöchentlich, wann machen wir Among Us, wann machen wir Among Us. So, und heute spielen wir Among Us, ganz klassisch. Let's go. Viel Erfolg. Das wird eine harte Runde für mich, ey. Es ist wieder klar. Es ist wieder klar. Und ich weiß, wenn Claudio Imposter ist, wird er mich direkt erwischen. Ich weiß es. Freunde, glaubt es nicht. Ich habe so Lust auf Among Us. Ich bleib bei Danja. Danja ist heute mein Schutzengel. Sie ist mein Bodyguard. Ich freue mich auf Among Us. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel überhaupt. Danja, ich bleib bei dir. Ich bleib bei Danja. Ich möchte geschützt werden. Ich brauche Schutz. Johanna ist da. Okay, ich muss mir den Namen merken. Tu es nicht, Johanna. Okay, Johanna tut's nicht. Danja, ich brauche einfach nur Schutz. Es tut mir leid, ich bleib bei dir. So, ich warte mal, bis Johanna fertig ist. Dann gehe ich mit dir gemeinsam runter. Johanna geht weg. Ich wollte mir doch jemanden suchen, der mit mir zusammen bleibt. Jetzt fülle ich das auf und Kahn folgt mir die ganze Zeit aus irgendwelchen mir vollkommen unerfindlichen Gründen. Du musst mich beschützen, bitte. Geh mir nicht auf die Nerven, Kahn. Lass mich bitte einfach in Ruhe. Bitte lass mich einfach in Ruhe. Puh. Freunde, ich freue mich so krass auf Among Us. Ne, das glaubt ihr gar nicht. Also wirklich. Ah, okay, der kam gerade zu mir. Die Frage ist, wieso? Danja, wo bist du? Hau nicht ab! Warum folgt der mir denn jetzt die ganze Zeit? Was soll denn das? Ich hab Angst vor Claudio heute. Ich hab schon ein bisschen Angst vor Claudio, muss ich sagen. Weil in der Zeit, wo wir kein YouTube gemacht haben mit Claudio, hat er sehr viel Among Us privat gespielt. Und ich weiß, dass das sehr gut ist. Und immerhin kann er mich dann vielleicht saven, aber vielleicht ist er es halt auch. Aus dem Grund warte ich jetzt auf Danja. Ich beschütze dich, Danja. So wie du mich beschützt. Okay? Anni. Okay, was hat Anni da gerade gemacht? Das sah mir ein bisschen suspekt aus. Ja, also wenn du nicht hinterherkommst, Kahn, dann kann ich dir auch nicht helfen, wenn du zu langsam bist. Danja, wo bist du hin? Oh, okay. Okay, der kann nicht lange her sein, weil Orange war gerade noch bei uns, Anni. Oh, okay. Vor einer Minute, glaube ich, halbe Stimmt. Minute. Stimmt. Nee, nicht mal eine Minute. Ich habe sie vor 20 Sekunden gesehen. Ja. Also Danja ist safe. Net Message is safe. Ich kann auch Lucid Clock, glaube ich, saven. Hey, sie war doch nur einmal bei uns. Nee, ich war gerade oben bei, also ich kann sie nicht 100% saven, aber ich bin gerade hochgelaufen zu Cafeteria und da war sie halt gerade eine Task am Machen. Also es wäre schon... Ich weiß jetzt nicht, wo Anni war. Also wir sind ja nach links gegangen dann, ja? Dann habe ich dich kurz verloren, jetzt wo das Licht ausgegangen ist. Ich war oben bei Cafeteria. Okay, ich bin. Ja, und danach bist du ja nach links gegangen, glaube ich. Also ich bin ja. Ich bin in der Cafeteria hochgegangen und dann quasi war ich oben links und habe da die Task angefangen. Weil da habe ich dich kurz verloren, wo das Licht dann aus war. Weil du kannst mich ja auch saven, oder? Ja. Danke. Ja, ich kann halt nur Net Message saven. Weil, ja, gut. Ja, ich war dich mit hat ja jetzt auch nicht wirklich jemand gesaved, Claudio. Doch, Net Message. Also sie hat mich gesaved. Steht da oben. Ja, ich skippe erstmal. Ja, ich skippe auch. Ich kann leider nicht viel zu sagen. Ich habe nur meine Tasks gemacht. Meine Aufgaben ich war die ganze Zeit mit Danja auf der linken Seite und da war jetzt nichts Auffälliges. Und die andere Person, die ist rausgegangen oder rausgeflogen. Ja, aber wisst ihr denn jetzt, wo Anni lag? Weil das habe ich nicht mitbekommen. Bei rechts irgendwo. Okay, ich denke, ich gehe jetzt ein bisschen alleine rum. Claudio habe ich bisher noch nicht gesehen und das ist halt ein bisschen sus. Okay, Johanna ist gerade... Okay. Okay, Claudio merkt, dass die Kameras an sind. Das ist schon mal gut. Das heißt, er bleibt bei den Kameras. Ich bin fast fertig mit meinen Aufgaben. Ah! Oh! Oh, habe ich jetzt nicht gesehen. Oh. Wo? Oh. Also, Claudio ist safe. Danja
Weiß ich jetzt nicht zu 100%, weil ich habe dich jetzt nur ganz kurz... Warst du an den Camps? Ja, ich war an den Camps. Ja, okay, dann bist du safe. Ja, Karin war an den Camps. Also, Claudio, du bist safe? Ja. Da war noch eine Person neben mir. Ich glaube, es war Johanna. Ja, genau. Aber das war also halt... Also... Für mich riecht es stark nach einem Self-Report, wenn ich ehrlich bin. Also irgendwie sind wir so, ja, also... Könnte auch, obwohl, ich glaube nicht, Die Person kann ja nicht lange erwischt worden sein, weil das Spiel ist ja erst 40 Sekunden alt. Wo war es denn jetzt nochmal? Electrical. Die, also müsste halt gewesen sein, als jemand die Lights gefixt hat. Das war ja kurz danach. Ich würde schätzen, Self-Report. Ja, Danja müsste dann auch safe sein, eigentlich. Wo ist denn Danja? Obwohl die. Ich war jetzt gerade. Du warst bei mir bei Security kurz. Ja, ich kam jetzt gerade von der Cafeteria. Ich hab keine Ahnung. Und bin da runtergelaufen quasi. Ich hab halt auch überhaupt gar nichts Auffälliges gesehen gerade. Ja. Weil halt die Lichter auch aus waren die ganze Zeit eigentlich. Also über die Kameras konnte man jetzt auch nichts sehen, weil diesen Bereich, den kann man da ja nicht so gut sehen. Das stimmt. Also es könnte safe sein, aber ich muss nochmal skippen. Ja, klar. Also bei 6 Leuten würde ich auch erst anfangen zu voten. Bei 7 skippen auf jeden Fall. Ja, da kommt wieder der Profi. Ich habe schon gesagt gerade, Claudio ist voll der Profi geworden in Among Us. Ja, ich schaue halt viele Among Us-Videos. Das macht so Spaß. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, also, dass ihr beide so... Ja, tu mal nicht so. Claudio hat sich so viele Videos reingezogen und hat gesagt, boah, ich habe schon voll den Plan, wie ich das und dies mache. Ja, aber das Problem ist gerade, ihr macht mir beide ein bisschen Angst, dass ihr euch das erste Mal gegenseitig schützt. Das macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Ja, dabei. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe ein bisschen Angst vor dir, Claudio. Nee. Aus dem Grund war ich in der ersten Runde die ganze Zeit bei Danja, damit sie mich schützen kann. Ja, und in der zweiten jetzt auch, deswegen macht mir das halt Angst. In der zweiten bin ich zu Security gelaufen und Danja war zufällig, glaube ich, da. Na gut, ich vertraue euch mal. Nein, Freunde, ich vertraue den beiden nicht. Irgendwie macht mir das Angst. Oh, ach, ein Imposter ist nur noch drin. Das heißt, Lazura war Imposter. Ah. Ach, nur noch ein Imposter. Okay, dann macht das Ganze Sinn. Ja, das tut mir natürlich jetzt leid für den Imposter, aber... Oh, bitte nicht. Türkis, lass es. Ich wusste es. Ich bin extra zu Electrical gelaufen, weil ich es wusste. Zack, zack, zack. Zack, ist auch. Okay, Danja sieht safe aus, weil sie die ganze Zeit Tasks macht und die passen auch. Also die machen auch Sinn, weil die teilweise zwei Teile sind. Also ich hab... Ah, Shields, was passiert? Da. Nein, doch nicht. Oh, ich dachte gerade. Ey, das sah gerade aus, als wäre bei Shields was passiert, weil dieser... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber diese Anzeige... Guck mal, Camps ist wieder aus. Das heißt, bei Camps ist irgendwas passiert. Ich glaube auch, dass es rot ist. Hinterhältig, aber das hat Claudio gesehen. Easy. Ich also bevor gesehen. Du was sagst, ich habe das Gefühl, es ist rot. Ja, gut geraten. Sollen wir spannend machen? Ah! Okay, nein, es ist weiß. Es ist Michelle. Wieso? Siehst du, sie hat Danja erwischt und ist in den Wand reingesprungen. Das hätte aber auch eigentlich heiß sehen müssen. Hellblau waren Camps. Ja, ja, sicher, Kahn. Es ist auch nur noch ein Imposter drin. Man hat, ja, also... Ja, genau. Okay. Gut, nee, ich vertraue dir jetzt in dieser Runde. Ja. Ich sag mal, lass mal Claudio vertrauen ein. Aber ich frage mich, warum das jetzt Hellblau nicht gesehen hat, weil Danja ist in... Guck mal, ich sag dir, was ich gemacht habe, Kahn. Ich habe mich unten bei unten links bei Lower Engine versteckt, weil ich dachte eigentlich, Blau würde dich erwischen, Kahn. Dann bin ich hochgelaufen. Ja, hatte Danja ich auch so ein bisschen die Vermutung. Genau, Danja läuft Reactor rein, Danja wird erwischt, Michelle springt in den Vent rein und Blau macht nichts. Blau guckt einfach nur in die Camps rein. Aber lustig. Okay. Einfach ist lustig. Ja. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das wirklich so ist, gesehen. Claudio. Ob man dir vertrauen kann, aber es sah jetzt nicht nach einem Kill von dir aus, bin ich ganz ehrlich. Nein, aber ich fand's lustig, weißt du? Ich dachte eigentlich, Kahn wird erwischt. Ich dachte mir so, oh, war es Kahn? Dann habe ich die weiße Farbe gesehen. Oh, das war doch nicht Kahn. Ich bin auch gerade ein bisschen überrascht, dass ich gerade noch lebe. Ja, krass, ne? Hab ich mich auch schon gewundert. Ja, es war Michelle. Dankeschön. Aber warum haben wir denn eigentlich nur einen Imposter? Ich glaube, weil ein Imposter dann am Anfang rausgeflogen ist. Ich glaube, das war die Person. Lazura ist rausgeflogen. Ja. Ah. Ja, okay, ab in die zweite Runde. Ist euch schon mal aufgefallen, dass ich, glaube ich... Ich war noch gar nicht Imposter die letzten Wochen. Ja. Also, ich glaube, die letzten 2-3 Videos war ich bisher nicht ein einziges Mal Imposter. Ich freue mich. Ja! Ja! Und ich bin Imposter! Ich bin Imposter! Ja, ich bin wieder langweilig, diese Runde, wa? Und heute ist es wieder so. Ich habe das Gefühl, das wird wieder sowas.
So. Oh, bitte lass mich in Ruhe. Bitte komm. Das hat gerade so viel Spaß gemacht. Ach, Claudio, es war klar. Es war klar. Es war klar. Und Türkis. Oh, es war klar. Aber er hat es auch schon gesagt. Aber dass Claudio auch wieder Imposter ist, ne? Lol. Also, ich will jetzt hier nicht zu früh. Komm schon, Danja. Komm schon. Ne? Ja. Und so. Das war in. Wie heißt das unten in der Mitte? Ist das Storage? Ja, Storage. Du kannst die Map rechts öffnen, Danja. Und Michelle kam mir gerade entgegen. Mm. Es ist Türkis und Claudio. Aber warte mal, eine Frage dann. Und dass sie jetzt direkt auf mich geht? Ja, aber ich habe eine Frage dann, ja? Ja. Du machst mir gerade ein bisschen Angst. Sind die Lights an oder aus? Aus. Ja, okay, nee. Dann, weil ich dachte, weil du. Aber wie hast du denn Michelle gesehen? Die kam mir entgegen. Und die ist nicht mit mir aus Elec raus. Ich war nicht bei Electrical, ich war bei Admin. Ja, gut, dann ist es auffällig. Boah, ich weiß nicht, also ich habe ein. Ja, gut, sollen wir skippen? Was denkst du, sollen wir erstmal skippen? Nee, ich würde Michelle mal voten. Ich weiß, ich habe gerade richtig Angst, weil ich halt nicht war. Ja, okay, ich schicke Claudio ein paar GIFs, um ihn einfach abzulenken. Ja, gut. Ich wollte auch, Michelle, komm. Weil ich glaube nicht, dass du jetzt einfach lügen würdest bei so vielen Leuten, das macht halt keinen Sinn. Nee. Also, es kann natürlich noch sein, dass es jemand anderes war, aber sie kam mir gerade entgegen, es war dunkel und dann hat sie erstmal mich gewartet. Also mich direkt verdächtigt. Macht aber, wenn nicht, vielleicht dann ja danach. Ja, aber. Ja, also für mich aus könnt ihr mich danach voten, dann mache ich als Geist meine Dings weiter. Aber. Danja, aber. Ach ja, die Lichter waren aus und. Ach man. Danja! Ich schwöre. Du bist so. Nein, ich finde es nicht. Ich finde es nicht. Oh mein Gott. Was? Ich finde es nicht. Ich finde es nicht. Wer war es denn dann? Wer war es denn dann? Toll, ey. Es war sowas von klar, dass Claudio mich erwischt. Ey, Leute, ihr habt's gesehen, sie kam mir doch entgegen. Er hat sogar vor dem Video schon gesagt, also Danja, warum glaubst du einfach nicht, dass es Claudio ist? Claudio hat es vor dem Video gesagt, dass er mich safe direkt erwischen wird, wenn er Imposter ist. Und dass du... Oh. Er ist der Verräter. Er hat mich verraten. Claudio. Wieso machst du das? Ja gut, ich würde es auch machen. Also wenn ich Imposter bin, der Erste, der direkt dran glauben muss, ist Claudio. Direkt. Der Erste. Safe. Ah, wir warten noch erstmal im Vent. Wir warten erstmal im Vent, weil Katja ist gerade zu Reactor gelaufen. Das macht keinen Sinn. Ich warte nochmal. Kurz. Weil schaut mal, sie ist gerade zu Reactor gelaufen. Wenn ich jetzt hier rausspringe, dann wird sie mich ja sehen. Deswegen warte ich erstmal im Vent. Los und erwischt mich. Oder reported oder so. Okay, sorry, es tut mir leid, Michelle. Ich bin mir gerade so sicher, dass du das warst. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich glaube, die Runde ist gleich schon vorbei. Ja, die Runde ist doch jetzt gleich vorbei. Toll. Muss nur noch Danja rausfliegen und das war's. Ja, super, Danja. Klasse. Klasse, Danja. Typisch Danja wieder. Ehrlich, ey. Mach doch mal was richtig. Nur einmal. Ja, oh wow, Gott. Toll. Du warst das? Toll, okay. Super. Okay. Ich war das. Ja, also Danja, Mann. Nein, aber sie kam mir halt direkt entgegen. Ja, aber aus der Richtung. Claudio hat doch gesagt, direkt vor dem Video schon, wenn er Imposter ist, erwischt er mich direkt. Ja, aber gut, ich hab's dir geschrieben, ich hab's ja nicht gesagt. Ja, das hab toll, ich nicht ey. Gewusst. Es tut mir leid, aber ich muss dir eigentlich sagen, kann, das war zufällig, dass ich dich erwischt habe. Ja, Nein, wirklich, ich habe einfach klar. Nur... Wir glauben das jetzt mal, voll zufällig, natürlich. Ist gar nicht von dir gewünscht, natürlich, voll zufällig. Aber, ja, das war richtig. Aber ich muss sagen, ich habe einen richtig guten Imposter-Kollegen gehabt, der war, aber er oder sie war richtig stark, wirklich. Was sagst du zu meinen GIFs bei Discord? Ja, Mann, warum schickst du mir? Ach so, weil ich dich erwischt habe. Ich wollte dich eigentlich ablenken, aber so, ja, es hat nicht so gesehen. Geklappt. Ich dachte, es klappt. Ja, es ist auch, wie es ist. Also ich glaube, dann ja seit 3 Videos oder so bin ich nur Crewmate. Ja, ich bin aber jetzt auch nicht so oft Dings, ne? Okay, dritte Runde, let's go. Also heute geht's relativ schnell, muss ich sagen, bisher. Boah, ich muss hier ein großes Lob aussprechen.
Freunde, also das gerade, mein Imposter-Kollege oder meine Kollegin war richtig stark. Also ich hab ja nur zwei Leute erwischt. Mann, ich will doch nur einmal Imposter sein, Mann. Was ist das denn? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nee. Oh nee, Mann, oh nee. Nee, Leute, ich kann das nicht. Ich kann das doch alles nicht. Mann, Leute, ich kann das nicht. 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 Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Oh nein, jetzt hat sie, glaube ich, gesehen, dass ich gefaked habe. Okay, jetzt hat sie es bewegt. So, immerhin. Habe ich gerade noch gesehen. Boah, das ist jetzt komisch, weil ich habe gerade noch Johanna gesehen. Also es könnte auch ein Self-Report sein. Wo hast du die denn gesehen? Wer hat denn reported? Katja. Also ich kann eigentlich Michelle saven. Boah, Claudia, du kannst es natürlich auch sein. Ich habe dich zwar da nicht gesehen, aber du kannst in Vant und dann, weil du standest unten. Hö? No joke? Hä, Moment mal. Navigation? Ich komme gerade von Navigation. Also, was ist gerade vor 30 Sekunden mit Danja und Michelle? Komme ich von Navigation? Ja, aber ich habe gesehen, dass Katja da rein ist. Und wo ich noch da war, war Johanna, glaube ich, noch am Leben. Also, ich sag, es ist safe. Und wo bist du, Khan, jetzt? Ich war bei Admin. Und da ist sie auch rausgekommen. Krass, ja, ich glaube auch ein Self, aber ich würde skippen noch. Also ich finde Katja auch sehr sus gerade, aber ich skippe auch noch. Es ging sehr schnell. Klar, Claudio, du bist auch noch nicht ganz safe, muss ich sagen. Also du könntest es auch noch sein für mich. Ja, nee, da gebe ich dir, aber obwohl, ich kann es eigentlich nicht sein, weißt du warum? Weil eigentlich müssten Danja und Michelle mich rausnehmen, weil ich vor denen rausgelaufen bin. Ja, das habe ich ja gerade schon gesagt, du bist rausgelaufen. Also dann eher Self, Khan. Ja, also ich muss sagen, Khan macht gute Arbeit, also er ist ein sehr, sehr guter Detektiv gerade. Also für mich ist Katja auf jeden Fall ein Imposter. Es ist halt die Frage, wer der Zweite oder die Zweite ist. Es könnte immer noch Claudio sein. Aber er kam von links. Also ich habe gesehen, wie er bei... Obwohl, er könnte auch gewendet sein. Nee, aber nee, es macht, glaube ich, nicht viel Sinn. Also er könnte klar gewendet sein bei Shields. Dann in Admin rein und dann von Admin raus. Aber ich weiß nicht. Es ist halt echt ein bisschen problematisch hier, wenn sie so viel mit mir unterwegs ist. Kann ich leider nichts machen, Leute. Low Engine ist gar nichts. Wow, Claudio. Danja, wieso tust du mir sowas an? Wieso? Freunde, ich habe auch richtig Angst, ne? Weil die Imposter machen mir irgendwie ein bisschen Angst. Danja, wieso? Wieso tut man mir sowas an? Ich werde voll verraten heute die ganze Zeit. Ich wollte eigentlich gerade das Licht ausschalten. Nein. Was denn? Claudio, hast du schon wieder Garn erwischt? Nein, ich war das. Katja, also Leona schreibt Katja bei den Camps. Wo bist du jetzt, Danja? Ich bin bei Alec. Und wie bist du da hingekommen? Ich war vorher mit dir zusammen bei Medical. Dann bin ich hochgelaufen. Dann war ich auch kurz bei den Camps. Hab gesehen, wie Khan reingelaufen ist. Ja. Ich war sogar relativ lange in den Camps. Und dann bin ich rausgelaufen. Und dann bin ich zu Alec. Aber ich kann dir jetzt nicht in Sekunden sagen, wann ich wo war. Aber hast du drauf geachtet, ob Katja da war? Nee, ehrlicherweise nicht. Also es waren zwischendurch mehrere Leute da. Michelle war zwischendurch da. Ich glaube, Elisa war zwischendurch mal reingelaufen. Und Katja ist auch auf jeden Fall irgendwann zwischendurch, als ich in den Camps war, mal reinkomme. Aber ich kann es ja nicht 100% sagen. Ja, ich wollte Katja, weil Khan hat irgendwie letzte Runde Katja gesasst. Und keine Ahnung, jetzt wieder. Weißt du, irgendwie ist das auffällig. Ja, okay. Also ich habe sie jetzt gewotet, muss ich ehrlich gestehen. Ja, also ich kann es dir nicht genau sagen. Und, oh nein. Oh nee. Hä? Ehrlich, wie ich das hasse bei Danja. So, es ist doch Danja. Was, ich mach das so gut. Und ich bin wieder Crewmate. Und gleich bin ich bestimmt, ich werde heute bestimmt noch Imposter. Und dann so ganz random werde ich einfach rausgevotet.
Mann! Das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Finde ich sehr, sehr blöd. Oh, es ist so schwierig, Leute. Es ist so schwierig. Was ist los? Ich muss drücken. Wegen? Weil, wenn die Imposter jetzt einen Double-Kill machen, haben wir verloren. Ja, ich musste, aber ich verstehe. Also, guck mal, irgendwie machst du und Ned Message mir Angst. Also, Danja und Ned Message macht mir Angst, weil ihr läuft die ganze Zeit zusammen rum und Kahn wurde erwischt. Das stimmt also, überhaupt nicht. Ich bin die ganze Zeit mit Michelle. Das stimmt nicht. Ich war einmal kurz mit Ned Message und ansonsten war ich in den Camps fast die ganze Zeit. Claudio, da sehe ich halt nicht dran. Die ganze bitte, Zeit Claudio, mit bei mir. Bitte, ich vertraue dir. Ich war fast die ganze dir. Zeit in Camps. Ich weiß auch nicht, wen wir voten. Ich weiß halt nur, dass ich es nicht bin und Leona jetzt ein bisschen sass ist, weil sie einfach... Danja ist es so hundertprozentig nicht. Jetzt wird Danja noch gesaved. Wieso? Ich weiß jetzt nicht, wie ich save hier gerade mit zwei Leute. Ja, schon auffällig. Darauf muss man mal achten. Nein, also ich weiß, Danja, also ich... ich vertraue dir mal. Guck mal, dich save in zwei Leute, das kann nicht sein, dass dich zwei Leute save. Du hast schon recht, das macht schon Sinn. Aber wir müssen jetzt gemeinsam wirklich einen Imposter wenigstens finden, weil wenn die Double Kill machen, haben wir verloren. Ja, ich kann dir aber nicht sagen, wer es ist. Also ich kann ziemlich sicher Michael helfen, das kann ich machen. Aber ansonsten habe ich halt niemanden über einen längeren Zeitraum irgendwo gesehen. Und da jetzt halt nichts passiert ist in der Zwischenzeit. Ich vote Leona, das macht für mich alles keinen Sinn. Ich habe jetzt einfach Leona gewotet, aber wahrscheinlich haben die meisten geskippt. Weil die schreibt jetzt, sie ist bei Johanna in Navigation reingelaufen, aber wir reden auch über den Kill von Kahn. Ja, wir werden verlieren. Weil jetzt kommt der Kill und dann war es das. Okay, jetzt müssen wir einfach loslegen. Net Message, wo gehst du hin? Net Message! Und wir haben verloren. Freunde, es tut mir leid, aber was soll ich denn machen? Habt ihr gut gespielt, muss man sagen. Oh nein, Net Message, wir müssen zusammenbleiben. Am besten finden wir jetzt einfach direkt mal zwei Leute. Ich hoffe, sie wissen, dass sie einfach nur noch einen Kill machen müssen. Komm schon. Los. Ja, oh, sehr gut. Ja, sehr gute Runde, muss ich sagen. Es hat zwar sehr geschmerzt, dass du mich erwischt hast dann, ja, aber Claudio, du hättest mal auf deine erste Vermutung dich verlassen sollen. Ja, schade, aber das Ding ist halt, wenn Michelle auf einmal Danja saved und dann hellblau alle Danja saven, so was soll ich denn machen? So? Ja, ich habe auch nur Kahn erwischt, der Rest, das war ich nicht. Ja, schade, ey. Das Ding ist, ich war halt echt die ganze Zeit mit Michelle und ich dachte, wenn ihr jetzt halt was passiert so, dann ist ja klar, wer es war. Und da musste ich halt ein bisschen mich zurückhalten. Aber da bin ich jetzt auch nicht böse drüber. Ich bin kein guter Imposter. Ich vertraue jetzt einfach mal auf mein Gefühl. Mir ist das egal, ob meine Freundschaften jetzt zwischen Kahn und Danja kaputt gehen oder nicht. Ich sag schon, ich werde jetzt bestimmt Imposter und bekomme so ein random Vote von Claudio. Mir ist das jetzt so egal, ich höre nur noch auf mein Gefühl. Weil das hat aus meiner Sicht alles Sinn gemacht, weißt du? Kahn wurde Camps erwischt, Danja ist auf einmal Electrical mit Not Message und ja, war irgendwie so alles auffällig. Bist du denn gewendet, Danja? Ich bin einmal gewendet, ja. Ja, da guck, ich hätte auf mein Gefühl hören müssen. Okay, let's go. Ah, viel Erfolg. Freunde, ich höre ab jetzt nur noch auf mein Gefühl. Mir ist das sowas von egal. Crewmate, jetzt höre ich auf mein Gefühl. Weil, guck mal, ich habe es sogar gesagt, Net Message und Danja sind es und die waren es halt wirklich. Und was mache ich? Ja, ich verstehe es nicht. Ist das bei mir jetzt so automatisch, dass ich einfach nur noch Crewmate bin? Keine Imposterrunde. Okay, Crewmate, meine Imposterrunde ist schon oben. Ich höre nicht auf mein Gefühl. Kahn kommt direkt zu mir. Bin mal gespannt, was er vorhat. Hallo, was ist denn hier los? Barry? Komm schon. Kahn, PS5 und Johanna waren da. So, ich gehe mal zurück. Net Message ist auch da. Kahn ist immer noch da. Was macht denn Kahn da? Hä? Irgendwie ist das Ganze, also es ist irgendwie so merkwürdig rund gerade. Blau. Okay. Okay, wo? Wer ist das? Medical? Medical, da? Medbay oben, oder wo? Medbay. Boah. Mir kam eine Person entgegen, aber ich kann euch gerade echt nicht sagen, wer es war. Also es könnte blau gewesen sein.
Ja, ich muss vielleicht blau in Schutz nehmen. Also nicht ganz, aber ich bin gerade bei, warte, ich sag's dir, bei Sturridge und blau kam von oben. Also er könnte auch aus Medbay rausgelaufen sein, aber er kam halt von oben. Okay, das passt aber nicht. Ja, das passt gerade echt nicht. Ja, aber er sagt, bin rumgelaufen, also das kann schon sein. Ja, der ist auch dir, also ja. Also blau war auch die ganze Zeit bei mir als erstes, aber danach irgendwann auch weg. Also für mich ist blau auf jeden Fall ein bisschen sus, aber ich skippe erstmal. Eigentlich müsste ich dich saven, also ich bin ehrlich, also ich will es ungern, aber eigentlich muss ich dich saven, Khan, weil ich habe, du bist mit Navigation bis rüber zu Reactor gelaufen und eigentlich kannst du es nicht sein. Das würde ich jetzt auch mal sagen. Danja, könnte vielleicht auch Self-Report sein? Mhm, auf jeden Fall. Nein, das war kein Self-Report. Guck mal, hier steht auch, Michelle sagt jetzt auch, dass du sehr lange für Tasks gebraucht hast, die eigentlich sehr schnell sind. Ja, ich habe die blöde Task bei Elec nicht hinbekommen. Die, wo man so dreimal drücken muss. Hä, was schreibt denn da blau? Also ich bin von rechts zu Elec rein und dann kam Johanna raus. Hä? Ach, er meint mit rechts Storage, okay. So einfach für mich eher mit dich, aber gut. Dann bleib ich bei Claudio. Nein, bleib nicht bei mir. Kahns PS5, ich hab ne PS5, du musst bei Kahn bleiben. Nö. Ich hab auch noch keine Leiche oder so heute entdeckt, also. Kahn, das macht keiner gerade. Sag, wie es ist, es gab schon mal bessere Runden von mir. Deutlich bessere Runden. Aber was soll ich machen? Hey, ich bin Crewmate. Warte mal. Medbay 2. Dann. Nee, Daniel, wird es nicht sein. Wollte sie warten, aber ich glaube nicht. Danja, wird's nicht sein. Mach mal hier alles ab. Hä? Hey, ich verstehe gar nichts gerade. Tour Security. Warte mal, Security ist ein bisschen verdächtig aus 3 Leute. Okay, nee. Upper Engine. Barry? Hey, hier ist aber nichts. So, jetzt bin ich fertig. Jetzt kann ich rumlatschen. Rumlatschen und guck. Also ich finde, ist das Barry sehr sus. Läuft die ganze Zeit rum, aber habe jetzt nur einmal ganz kurz gesehen, dass eine Task gemacht wurde. Hä? Wer sind die Imposter? Also irgendwie habe ich auch ein bisschen Angst vor Khan. Also Danja nehme ich jetzt eher raus. Weil eigentlich kann es Danja nicht sein. Barry kommt von unten. Johanna läuft raus. Danja läuft in Medbay rein. Jetzt sind ja alle gerade auf einem Haufen. Gar nichts passiert? Ist dann ja gerade. Ist sie da rausgekommen oder war das ein Vent? Hä? Okay, wo? Okay, ich muss schon sagen, ich finde Barry selbst sehr sus. Ja. Weil. Der läuft die ganze Zeit rum, ich habe nur ein, zwei Mal zwischendurch eine Task von ihm gesehen. Also ich finde Barry sehr, sehr sus. Ja, muss ich auch sagen. Wir sind ja auch fertig mit den Aufgaben. Fast, wenn ihr wollt, können wir so einen Spice-Call, Barry-Vote machen, wenn ihr Lust habt. Was für ein Call?
Spice. Ja, so risky. Ja, risky call. Ja, Spice. Also ich vote mal Barry. Jetzt nicht. Doch, also genau, was sagen kann, ich nehme Danja raus. Also Danja wird ja alles der, machen. Ja, ich muss kurz sagen, ja, auf der Cam sah es einmal kurz so aus, als also ich dachte, Danja wäre gewantet. Ja. Aber nein. Ich glaube, das war einfach nur ein, nee. Also kein Bug, sondern einfach, es hat die Verbindung hat nicht gepasst. Nee, also ich muss sagen, Danja macht vieles, aber sie wird nicht zu Reactor gehen und diese Simon Says Aufgabe faken. Das macht Danja nicht, deswegen, das haut schon hin. Und sie ist halt, sie hat, ich muss ehrlich sagen, sie hat einen normalen Laufweg, weißt du, sie schaut ab und zu rein, wo sie Aufgaben hat. Wo war ich denn jetzt zuletzt? Du warst bei Cafeteria, du bist mir entgegengekommen. Du kannst auch rechts kann die Map öffnen, dann siehst du deinen Standpunkt. Claudio, warum verfolgst du mich eigentlich die ganze Zeit? Hä, ich verfolge dich gar nicht. Ja, aber ich meine jetzt, wieso weißt du genau, wann ich wo wie lang laufe und so? Ja, warum? Weil ich darauf achte, was du machst. Wann hast du denn da die Zeit dafür? Ja, ich brauche nur noch eine Aufgabe. Und welche? Cafeteria oben links. Oh, Claudio, du hast 2 Votes bekommen, wahrscheinlich von Imposter. Ja, aber ich bin mir sicher, dass. Also ich glaube, dass es Barry ist, um ehrlich zu sein. Ich glaube auch. Das ging jetzt aber schnell, der Download. Okay. Ich warte jetzt mal kurz hier. Was passiert? Hallo. Es ist Barry wahrscheinlich. Weapons. Ah ne. Nee, rot ist es ziemlich sicher nicht. Lower Engine? Rot ist es ziemlich sicher nicht. Nee. Da hätte es jetzt schon sehr viele Gelegenheiten gegeben. Kann die Person bitte die Aufgabe machen? Okay, so jetzt sind wieder die Lichter aus. Bleib mal bei Claudio. Danke. Können wir jetzt mal jemanden voten, bitte? Ja, also ich hab. Ja, sag. Ich hab 2 Kandidaten. Und zwar Barry und, lass mich nicht lügen, warte, Johanna. Ja, also ich würd auch zuerst mal Barry sagen, weil Barry ist auch die ganze Zeit alleine erstmal rumgelaufen. Oder was sagt ihr? Ich weiß es selber nicht. Ich kann rot saven. Ja, Khan ist 100%ig raus. Also Khan ist zu 1000%ig raus. Der wird's niemals sein. Aber sie meint das andere rot. Ja, also ich muss jetzt auf Barry gehen. Ja, ich gehe auch auf Barry auf jeden Fall. Also einfach auch, weil ich möchte, dass es jetzt vorangeht, weil jemand macht seine Aufgabe anscheinend nicht. Ja, keine Ahnung. Es kann auch gut sein, dass einer von euch ist. Irgendwie habe ich das so ein Gefühl. Nein, also. Ja, weiß ich nicht, du. Ich glaube, Khan, du und ich, keiner von uns spielt so risky, dass wir darauf hoffen, dass jemand die Tasten nicht macht. Ja, Danja, ich wollte gerade sagen, Danja könnte es natürlich auch sein. Nein, ich glaube nicht. Kann ich nicht sein. Ich glaube, wir drei sind alle wirklich safe. Also ich denke wirklich, es ist Barry und dann halt sein Kollege. Weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ihr beide es auch zusammen seid. Ja, und wir machen, wir erwischen niemanden, Danja, und wir laufen einfach so rum. Nein, natürlich nicht. Guck jetzt, Barry ist es. Und dann sagst du, Khan und Claudio seid die Besten. Ja, ja, danke, okay, bitte. Ja, gut, okay. Ihr wart die Besten, super toll. Keine. Es macht so Spaß. Es macht gerade echt so Spaß. Ist es wirklich Johanna? Ich muss sagen, Khan super detektiv. Also, wie er gerade hier Detektivarbeit leistet, ne, das ist nicht ohne. Och man, Leute, bitte macht eure Tasks. Eure Aufgaben, eher gesagt. So. Batman sind 2. Ja, ich wusste es! Ja, also ich glaube,
Ich glaube Johanna. Ja, Superkan. Superkan. Superkan, Superkan. Johanna. Oh, Claudio ist auch weg. Superkan, du bist der Beste. Kan ist der Beste. Ja. Dann machen wir mal Johanna. Machen wir mal, wa? Ja, ich weiß. Ich hoffe es. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Kan, du bist offiziell der Beste. Du bist der beste Crewmate, den es gibt. Am Ende bist du es einfach, Kan. Oh mein Gott, du bist es. Du bist es. Bin ich nicht. Doch, du bist es. Ich bin es nicht. Du bist es. Danja, du bist wirklich, ne? Danja ist, glaube ich, wirklich die mit Abstand schlechteste Crewmate-Spielerin. Oder sie hat so wenig Vertrauen in uns, ey, das ist so krass. Ich weiß, es sieht ein bisschen sus aus, aber ich bin es nicht. Weil guck, ich habe ein Imposter-Vote und wahrscheinlich noch ein Vote bekommen, halt von jemand anderes. Mhm. Ja, du bist doch der Beste. Yes. Du bist der Beste. Das war strong von euch beiden. Okay, ich würde sagen, eine letzte Runde. Ey, ich war so glücklich. Kan hat so gesagt, dass Johanna, ich dachte mir so, ja, Kan, du bist der Beste. Wirklich, ich habe mich so gefreut. Ja, danke schön, Claudio. Sowas mal von dir zu hören, hätte ich ja nicht gedacht. Nee, also richtig stark. Also ich sitze, ich denke mir so, boah, wie gut ist der denn drauf? Dann ja, ich muss sagen, gut, dass am Ende, Kan, du bist es, Kan, du bist es. Ja, wenn es Johanna jetzt nicht gewesen wäre, hätte ich gesagt, halt, ist safe, Kan. Das bei, Alec, das mache ich ja öfters einfach da, wo ich mich verstecke und hoffe, dass jemand den Kill macht und versucht zu wenden. Ja, ey, auch das, 200 IQ-Move, das ist echt stark. Klar, es sieht ein bisschen sus aus, weil wenn der Kill, also wenn ich nicht schnell genug bin, dann könnte ich das ja auch gewesen sein, aber gut. Letzte Runde, Finale. Aber natürlich. Ich krieg die Krise. Ich möchte doch nur Imposter sein, bitte. Gut, muss ich nichts. Da muss ich nichts machen. Muss ich niemanden erwischen. Ey, es macht gerade richtig Spaß, ne? Also ich muss schon sagen, ach man, Crewmate, Freunde. Ich habe heute anscheinend nur Crewmate-Runden erwischt. Also doch, ich hatte eine Imposter-Runde. Die ging auch ziemlich schnell. Muss ich ehrlich gestehen, die war stark. Aber dass ich heute natürlich von Danja und Claudio erwischt wurde, ist wieder... Es ist typisch. Leute, es ist typisch. Von meinen besten Freunden werde ich erwischt. Okay, bei einem Spiel, worum es auch darum geht, aber trotzdem. Ich mache immer so langsam meine Aufgaben, dieses Mal mache ich die schnell. Hä? Ich wusste es. Ich wusste es. Ich hoffe, aber er wurde erwischt. Ja! Das ging schnell. Ja! Sie müssten ihn eigentlich gesehen haben. Sie müssten ihn gesehen haben. Sie haben ihn for real nicht gesehen. Johanna ist auch safe. Er ist doch in den Vent gesprungen. Freunde, ich sage noch, warum kann, läuft... Ich kann nichts sagen, ich weiß es nicht. Vor allem, ich sage noch, ja, Barry warum sagt, macht dass NetMessage, du gerade also safe der Spieler, bist. Noch so eine Runde? Ja, dass ich gesaved bin. Also Michelle sagt, dass sie mit dir war, stimmt das? Kann gut sein. Passt du überhaupt auf? Nee, ich habe Task gemacht. Ja, ich skippe erstmal. Wichtig ist, dass Claudio jetzt erstmal erwischt wurde. Ja, wow. Da, guck mal, da ist ein guter Tipp. Das war bestimmt Lazura. Haben Claudio und die Arme fliegt die ganze Zeit raus. Ja, ich glaube, die hat auch Probleme mit Internet. Warum? Sie ist immer dabei und fliegt raus. Das tut mir leid für dich. Haben Claudio umfallen sehen, haben die geschrieben. Claudio, kurzes Stimmungsbild. Ja, mir geht's sehr gut. Ja, tolle Sache. In der letzten tolle Sache, Runde Harry. Tolle Sache. Das ist so krass. Toller Imposter, Harry. Toller Imposter. Schöner Imposter. Komm, ich mach mal schnell meine Aufgaben, weil dann geht's schneller voran. Also dann haben die Imposter ein bisschen Zeitdruck. Das finde ich doch gut. Ich habe ein bisschen Angst, dass es mich gleich erwischt. Aber ich muss sagen, ich bin nicht eingerostet, Freunde. Ich hab's gesehen. Ich habe direkt gemerkt, NetMessage hat so eine komische Bewegung, also es hat so einen komischen Laufweg. Und der erwischt mich, weil ich glaube, das hätte ich dann direkt auch angezweifelt. Weil, Freunde, man macht halt, ja. Ach, Mann. Ja! Ist dein Ernst? Auch dann, er hat es erwischt. Sehr gut, das freut mich. Das heißt, na jetzt toll. Bin ich mal noch. Also... Wenn ihr nur wüsstet, obwohl ihr könnt es ja jetzt schon sehen, Claudio weiß ja, wer die Imposter sind. Sonst hätte ich gesagt, ich bin der Imposter, aber ich bin es nicht.
Ja, Danja weiß auch, wer die Imposter sind. Danja wurde auch erwischt. Ich weiß nur von einer Person. Ja, also ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, aber für mich ist grün ein bisschen sus. Oh mein Gott, das sind sogar die beiden, die ich gesusst habe. Also für mich, grün kann es auch sein, weil grün ist Richtung Electrical gelaufen. Ja, komm, ich vote mal grün. Für mich könnte es grün sein. Kann es dein Ernst? Du wurdest einfach Barry random Leute raus. Ruhig. Es könnte halt wieder, obwohl. Ich habe noch so viele Aufgaben. Das sieht gut aus für uns Crewmates. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass diese Runde auch wieder an die Imposter geht. So ganz schnell Upload. Ach, Freunde. Und der nächste, der beschwitzt, ist wahrscheinlich Khan. Ich bin mir absolut sicher. Eigentlich muss Khan sich jetzt in Acht nehmen, weil er wird der Nächste sein, der erwischt wird. Ja, guck mal, Net Message und Michelle sind hier. Double Kill. Incoming. Khan, ja, ich wollte gerade sagen, es könnte Michelle stehen. Sein, aber es ist wahrscheinlich Double. Ja. Okay. Ja. Ja. Ich würde mal sagen, wir können wieder reden, ne? Ja, war gut gespielt. Ja, war sehr gut gespielt. Aber wer ist es jetzt? Michelle und? Net Michelle. Message. Okay, ja, also ich muss auch sagen, Message stand auch zwischendurch einmal ganz komisch bei Navigation. Und da dachte ich, okay, vielleicht hat er gerade oder sie die Karte raus und guckt vielleicht, wo man sabotieren kann. Khan, weißt du, was das Schlimmste ist? Du wirst im Video sehen. Die ersten 10 Sekunden, also das Spiel beginnt. Ich ja. laufe zu Navigation, ich sehe Net Message läuft einfach, ich laufe bei Admin rein. Ich denke mir so, ich sag es im Video, ich sag, hä? Das macht keinen Sinn, wie er gerade gelaufen ist, und dann erwischt er mich. Also ich habe ihn beschuldigt im Video in den ersten Sekunden und er erwischt mich dann einfach. Ja, Leute, ich war wieder die ganze Zeit heute Crewmate, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wurde von meinen besten Freunden verraten, Danja und Claudio. Ja, vielen Dank dafür, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir schauen uns jetzt ganz kurz so das Ende an, ob die Crewmates oder die Imposter gewonnen haben. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, Claudio. Ich hoffe, auch dir hat es sehr viel Spaß gemacht. Absolut. Und ich denke, wir werden hier und da noch ein paar Runden Among Us spielen. Ja. Aber schauen wir uns kurz das Ende an. Lena, das war jetzt knapp. Crewmates, wieso? Wieso? Let's go. Claudio ist auch viel zu gut. Jo, ich bin richtig überwältigt hier von Tom und Lena. Die spielen das richtig gut. Die sagen so, ja, wir können das nicht. Part vermissen im Post davon gekommen, dann nimmst du das wieder zurück. Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Among Us. Heute das erste Mal mit Claudio, Lena und Tom. Danja ruht sich noch ein bisschen aus. Wir starten. Auch ihr seid wieder mit dabei anscheinend. Selbstverständlich. Let's go. Auf schöne Imposter-Runden. Viel Erfolg, Tom und Lena. Mhm. Komm, ich muss heute aber auch mal Imposter wieder sein hier. Crewmate, selbstverständlich. Also man kennt es. Ist wie meine Erkältung. Die werde ich nicht mehr los. Sehr gut. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Freunde, das ist das erste Video, was ich mit Tom und Lena auch gemeinsam mache. Ups, ich habe jetzt fast in den Discord-Chat was geschrieben. So, ich bin Crewmate. Ich versuche. Ah, oh, sehr gut. Download. Ich mache erstmal schön den Download entspannt. Immer wieder schön, Nullsatzung zu sein. Boah, ich habe aber schon lange keine Among Us mehr gespielt. Mal gucken, wie hier noch alles geht. Aber ich versuche jetzt erstmal meine Tasks zu machen, bevor ich hier die ganze Zeit beobachte. Weil ich habe das Gefühl, mich wird es so oder so als erstes gleich erwischen. Oh, Claudio, lass mich! Also, lass mich einfach in Ruhe, okay? Ich bin ganz alleine. Ich habe diese schreckliche Aufgabe, die ich mit einem Mal geschafft habe. Ab nach oben zu Weapons. Oh, okay. Wen hat's erwischt?
Ah, wer ist gerade reingekommen? Ah, Lisa. Wo? Oben bei Weapons. Ich bin aber auch gerade reingekommen. Ich war gerade bei Electric. Khan ist für diesen Zarthergang auf jeden Fall safe. Nina müsste eigentlich auch safe sein. Oh, ich hab's auf niemanden gedacht, nur auf Khan. Weapons? Khan, wir kamen doch vor 15 Sekunden vom Weapons. Ja, aber da war noch nichts. Genau, das heißt, es muss nach uns sein. Das heißt, sehr frisch. Tom und Lena, ihr seid für mich ein bisschen sus. Wieso? Ich war bei Electric gerade. Hab da verdrahtet. Ich hab da verdrahtet und ich hab diese Aufgabe gemacht, wo da so diese Energiebalken sind, wo man den einen so nach oben schieben muss. Das klingt safe, Khan. Also Tom ist safe auf jeden Fall dann. Ja, okay. Lena, wo warst du? Ich war davor unten im Storage, hab da die eine Aufgabe gemacht, wo man die Blätter rausholen muss. Nee, gar nicht. Das war davor. Dann bin ich in Admin reingegangen, hab die Karte geswiped und wollte dann in Richtung Weapons. Und ich weiß nicht, ob sogar Claudio, haben wir nicht sogar dieselben Aufgaben? Weil du warst am Anfang auch bei den Blättern oben in der Cafeteria. Download war, ja, stimmt. Das habe ich nicht, da habe ich dich nicht gesehen. Stimmt. Ja, okay. Also wir können erstmal skippen, aber für mich sind so zwei, drei. Für mich ist Lena ein bisschen sus für Self-Report, aber ey, also nur leicht. Aber. Ach nee, du hast ja gar nicht reported. Lisa hat reported, ups. Nee, weil Lisa kam rein. Aber es sind gerade noch zu viele. Also es könnte, Pink könnte es auch sein, Rosa. Es sind viele gerade so ein bisschen nicht safe. Okay, es sind wirklich, es haben alle geskippt. Mal schauen, wie es wird. Okay, ein Imposter ist schon draußen. Na toll. Wenn es jetzt schon wieder losgeht, Lina, ist das eben. Wenn ich das schon wieder höre, Leute. So, jetzt will ich aber zu Weapons. Das tut mir auch unheimlich leid gerade für den Imposter. Ist wahrscheinlich wieder jemand rausgeflogen am Anfang, aber ändern kann man es leider nicht. Cafeteria muss ich noch verdrahten. Das wird jetzt wahrscheinlich gleich sass aussehen. Freunde, warte mal. Hä, ist doch eigentlich ganz entspannt. Guck mal, Khan war es nicht, wenn es nur eine Post ist. Khan war es nicht. Das heißt, Lisa und Lena können es ja eigentlich auch nicht sein, wenn die sich halt rausnehmen. Das Problem ist halt, die Person, die erwischt wurde, ist halt sehr, sehr frisch. Oh, Lena, das war jetzt knapp. Lisa könnte es eventuell mit dem Self-Report sein. Aber gut, wenn Lena schon drinne war. Oh. Ja. Ja, ich hab's gesehen. Ah. Ja, sie hat Self-Report. Okay, gut. Ich hab genau eben gerade gesagt, weil ich gesehen habe, es ist nur noch einen Post. Hab ich gesagt, eigentlich müssten sich ja dann Lisa. Hä? Self-Report? Und Lena. Du hast doch reported. Ja. Aber ich zuerst? Ja. Nein, Ach, Mist, nein. Oh, da hat jemand schon gewotet. Wer war es denn? Sag mal den Namen. Hier, Pink, wie heißt sie? Lisa. Jam Tonic. Ach, Jam Tonic. Okay. Also, es gibt nur noch einen Imposter und ich habe Nina ja die ganze Zeit auch mit Lena gesehen. Das heißt, es gibt nur noch die Variante, entweder ist es Jam Tonic oder Lena. Ja, okay, dann erst Jam Tonic, dann Lena. Also ich glaube aber tatsächlich, es ist eigentlich Lena, weil Lena nein, war ein bisschen sass. Nein, ich hab's gesehen. Okay, dann Jam Tonic. Wenn es Jam Tonic nicht ist. Nein, ich hab auch versucht, eben, ich habe in der Runde erklärt, warum es eigentlich Lena jetzt nicht mehr sein kann, weil noch ein Imposter, Lisa und Lena haben eben reported. Einer von den beiden musste ja da was gesehen haben. Das heißt, die müssten sich ja nicht dann beide auch rausnehmen. Kann nur noch Jam Tonic sein. Ja, also wie gesagt, sonst bist du es, aber wenn sie es jetzt oder Jam Tonic es ist, dann alles gut. Ja, sehr gut. Ja, gut. Hey, ich sag's doch! Mann! Hey, guck mal, erste Runde und wir waren alle. Crewmate, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ja, ehrlicherweise. Tom und ich, wir schwitzen jedes Mal, wenn die Runde beginnt, oder? Ich habe mich gerade schon so gefreut, dass ich Crewmate war. Ich auch. Das muss unbedingt mit rein in den Schnitt. Ich wollte, dass ihr Crewmate seid. Mann, Imposter macht viel mehr Spaß. Ich schwitze da immer, dann wird mir zu viel Druck. Da regt man sich viel mehr auf immer. Oh, Tom, warst du gerade im Urlaub? Bist du gerade wiedergekommen, ne? Ich sehe gut aus, oder? Ja, siehst fresh aus. Ich muss aber auch sagen, ich habe Among Us schon Ewigkeit nicht mehr gespielt. Ich musste gerade erst mal wieder klarkommen. Ja, übertreib direkt. Du übertreibst, ich finde, übertreib das immer ein bisschen. Among Us ist cool, das kann man gar nicht verlernen. Ich habe es auch ein Jahr oder so nicht gespielt, aber... Ich wollte gerade sagen, wie kann man das denn verlernen? Entweder man ist gut oder man ist schlecht. Ja, ich bin schlecht. Ja, gut, das ist auch, ja, gut. Viel Glück. Imposter, ich brauche einen Imposter. Crewmates, wieso? Ja, ich weiß. Meine Rolle ist Crewmate, wie immer. Ja! Ha! Es tut mir leid, ich freue mich. Let's go. Dann gebe ich mal die Düsen frei im Reaktor. Ja, es tut mir leid, Claudio, ich bin ein bisschen langsam. Ich kam da gerade nicht ran. Was macht ihr da?
Wieso stellt man sich... Egal, komm, ich lass es mal. Tom macht immer die gleichen Aufgaben. Ich glaube, Tom könnte Imposter sein. Oh nee, wie ging das nochmal? Okay, Lena, Claudio. Claudio, warum? Was macht Lena da? Ja, Claudio, ich weiß, du willst nur gucken, oder? Willst du nur gucken? Ich hoffe es. Hä? Hä? Ich hab wieder nichts gesehen. Oh. Oh. Oh, oh. Okay, und ich sag noch, dass Claudio mir hinterher rennt. Also ganz kurz, der kann nur ein paar Sekunden alt sein. Wieso hat er das gemacht? Oder sie? Also ich war an den Camps. Entweder, ja, also ich glaube, also entweder ist es Tess oder Nina. Khan, wenn du an den Camps warst, dann hättest du doch sehen müssen, dass Lucklatest oder Lucklatest oder wie auch heißt, nicht in Navigation war. Guten Morgen, Khan. Claudio, ich hoffe, ich habe recht. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, ich habe gerade recht. Du hast recht. Alles gut. Wenn es nicht so ist, ne, haben wir auf jeden Fall einen Imposter schon mal. Schön gespielt, Harry. Schön gespielt. Okay, alles klar. Sehr gut. Okay. Dann ist es... Okay, Nina ist safe. Okay. Ah, das war schon? Wie? Okay. Was? Hä? Einer ist schon rausgeflogen. Einer. Okay, das sind wirklich sehr, sehr schnell. Ja, weil zwischendurch fliegt immer mal wieder einer raus. Ach so, ja, gut, okay. Ja, Claudio, du bist schon wieder befreit. Ja, danke, danke. War gut. Okay, so. Viel Erfolg. Ja, bisher echt schnelle Runden, aber ist okay. Let's go. Let's go. Oh, ist das toll. So spiele ich gerne Morgas. Crewmate. Meine, ich glaube, wir haben jetzt, warte, wie, wir haben jetzt, glaube ich, 2 Stunden in den letzten Wochen Amokas gespielt. Das ist halt, das ist krass. Crewmate, I love it. Dankeschön. Danke, Keen. Geht doch. Warum die Stimme so? Warum die Stimme so? Ist total unkompliziert. Ich bin ganz alleine hier. I don't like that. Lisa. Nein, bitte, bitte nicht. Viele sind Electrical. Lass mich nicht lügen. Lass mich schnell zu Electrical rein. Bevor irgendwas passiert. Ach, fast clean Kabel wieder. So, muss mal gucken. Security Center, die Camps sind an, das heißt, es passt. Hervorragend. Muss ich die Karte noch ziehen? Jo. Haben wir das auch. Passt. Sehr schön. 2 Leute sind Navigation. Ich muss schnell zur Navigation. Ich muss schnell zur Navigation. Luck Latest läuft da raus. Okay. Khan ist wieder bei den Camps. Das ist, warum hast du da nicht die Task hier einfach gemacht? Ah. Was muss ich denn ich hier machen? Ich muss mich gerade vor die Camps stellen, weil ich habe irgendwie Angst. Lag Latest und Pink. Die Camps sind jetzt wieder aus schon. Ach, warum sind die Camps wieder aus? Also ich glaube, ich würde für die Runde auf jeden Fall Tom rausnehmen, weil ich glaube, niemand faked die Benzinkanister-Task. Och nee, jetzt ist hier niemand. Nein, jetzt ist da niemand und Elisa. Dann muss ich jetzt noch auf die Seite. Hier, es passiert gar nichts irgendwie. Passiert nichts. Es passiert nichts, Freunde. Wisst ihr was? Dann trinke ich genüsslich meinen Cappuccino. Schön, ist entspannt. Macht Spaß. Emilia, ach nein. Lena, waren wir da gerade zusammen? Ja, ja, aber ne? Da war noch eine. Ja, aber ich weiß leider nicht, wer. Ich vergesse das immer, wer mit mir rumläuft. Tom, tut mir leid, was hast du vorhin in Weapons gemacht? In Weapons den Datendownload. Dann bin ich runter zu Navigation, hab da dieses Fadenkreuz aufeinander gezogen und wollte dann zu Admin, um das wieder hochzuladen. Ich sag, wie es ist. Für mich kennst du heute die Aufgaben ein bisschen zu gut. Wo ist der Download? Ja, aber ich in könnte Weapons. Das nie. Also, du glaubst. Oben links. Oben. Auf dem Schacht. Okay. Du glaubst doch nicht, dass ich gerade eben noch sage, ich kann das nicht mehr so gut und jetzt plötzlich, ich vergesse, wie ich rumlaufe. Ich weiß es ja nicht. Es tut mir leid, klar, du läufst mir etwas zu komisch rum, ich weiß nicht. Warte mal, aber ich war doch bei dir, als das passiert ist. Ja. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, schreib mal, du bist zuletzt im Reactor reingelaufen. Ja, nee, ich bin da vorbeigelaufen, ich bin Richtung Medbay gelaufen. Wo bist du denn jetzt, Khan? Ich war Richtung Medbay. Jetzt gerade, wo bist du jetzt gerade? Guck mal, öffne die Map ruhig rechts. Oben in diesem Gang.
zwischen Upper Engine und Medbay. Boah, ich bin gerade in Medbay reingegangen. Das kann sein. Und ich kam von Upper Engine. Aber bist du gerade noch in Upper Engine oder schon in dem Gang? Es gibt auch. Nee, ich bin jetzt an dieser blauen Grenze zwischen hellblau und dunkelblau. Nee. Da kann ich die nicht gesehen haben. Ich glaube, einer hat mich Layla nicht auch gesaved. Ich weiß es nicht. Emilia ist auf jeden Fall raus, weil Emilia ist safe. Wollte ich auch, hab ich vergessen zu schreiben. Emilia ist safe. Ups. Ja, Freunde. Also, ja, ich habe gar nicht gesehen. Und guck mal, eigentlich zwei Imposter bleiben. Guck mal, seht ihr, Freunde? Das müssen wir aber auch gleich auch mal ändern, weil guck mal, hier, die Sicht ist viel zu groß. Claudio wird mir wieder ein bisschen zu gefährlich. Aber eigentlich macht das so Spaß. Aber Claudio ist schon wieder so auf der Suche nach mir. Merke ich gerade schon. Die Sicht ist viel zu groß, weil man sieht zu viel als Crewmate. Das werde ich gleich Karl mal sagen, dass er das vielleicht ein bisschen reduzieren soll. Ja, meine letzte Aufgabe. Und jetzt lungern wir hier alle rum. Ja, gefällt mir. Das gefällt mir doch. So, ich bin durch mit meinen Aufgaben. Guck mal, dieses Mal ist Karl mir nicht hintergekommen. Das ist sehr gut. Okay, Claudio hat jetzt damit gerechnet, dass ich da was mache. Ich möchte eigentlich hier nicht alleine rein, ne? Das wird echt schwierig, weil ihr seid alle so gut dabei. Das ist so schwierig. Ich bleibe jetzt mal hier unten. Komm schon, das ist meine letzte Aufgabe. Tom, ich sag's dir, wie es ist. Du bist sass. Nein, mach es nicht. Die Camps sind da. Ich bin fertig, du auch? Ich lauf dir jetzt mal hinterher. Kahn ist es. Ja, wollte gerade sagen, es müsste ein Self sein. Also, ihr könnt mich gerne voten, ist kein Problem. Es ist auf jeden Fall entweder Lisa oder Nina oder beide, ich weiß es nicht. Ah, okay, aber es ist ein guter Call von dir tatsächlich. Also, das ist ein guter Call. Also, ihr könnt mich gerne voten, aber für mich ist es entweder Lisa oder es sind halt beide, weil beide saven sich gerade. Deswegen schreibe ich auch nichts. Gute Idee. Aber ja, Tom und Lena, also für uns ganz einfach, wir voten Kahn. Ja. Wenn es nicht ist, voten wir die anderen beiden. Also ganz entspannt. Oh, aber ich bin mir sicher, dass es eigentlich Kahn ist. Okay, das war schlecht. Aber die Tasks sind halt schon vorbei und es laufen immer alle gut rum. Ja, also es ist Kahn. Es müsste Kahn sein. Also jetzt ohne. Ja, ich habe jetzt das noch nicht gesehen gehabt, ob es Kahn ist. Das war viel zu schwach. Es tut mir leid. Es macht schon Sinn. Aber ich find's gut, ganz ehrlich, ich find's sehr, sehr gut. Warte mal, das heißt Tom, Lena, Lisa, Nina, sicher? Ja, weil alle laufen halt die ganze Zeit gemeinsam rum und ich spiele das gerade echt schlecht aus. Nein, nicht alle dahin. Ich will hier nicht alleine sein. Ja, Lena scheint mir doch safe zu sein. Lisa, Nina, Tom, Lena safe? Hä? Achso, die Türen sind jetzt so. Oh oh. Ja, das wird schwierig. Ja, finde ich gut, wir bleiben mal hier. Finde ich sehr gut. Macht eure Tasks, los. Ah, es war blöd gespielt von mir. Okay. Wer ist denn der Imposter-Kollege von Kahn? Ist es Tom tatsächlich? Also Cafeteria wird jetzt nichts passiert sein. Doch, also Lena ist safe. Ich hab Tom nicht. Wo warst du jetzt, Tom? Ich hab dich gar nicht mehr gesehen. Tom war jetzt ganz zuletzt bei mir. Ja, ich laufe die ganze Zeit auch nur rum, weil meine Tasks fertig sind. Und meine sind auch schon die, fertig. So schlecht im Poster, Mann. Ich hab Lena die ganze Zeit verfolgt, weil ich gucken wollte, ob sie es ist oder nicht. Das Ding ist, es kann ein Trick von dir sein. Ich glaub dir immer noch nicht so ganz. Nein, guck mal. Also was ich sagen kann ist, Tom ist sicher, Lena ist sicher, ich bin sicher, Lisa ist sicher, Lena ist dann auch safe, weil die beide Kahn rausgewotet haben. Für mich ist dunkelrot irgendwie die Person, die sus ist ein bisschen, glaube ich. Also Layla meinst du? Ja. Die liegt eben auch ein, zwei Mal mit uns rum, Lena, aber die hatte immer uns beide da. Deswegen konnte sie wahrscheinlich zuschlagen. Lisa schreibt doch gerade, Layla ist es. Oh, okay, ja gut. Dann lass mal auf Layla. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ist auch nur noch eine Aufgabe oder eine halbe Aufgabe irgendwie oben links bei den Tasks. Ja. Deswegen passt das. Nee. Schade. Ich habe schon gesagt, war eigentlich eine gute Runde, die Kahn gemacht hat. Ich finde es auch immer cool, dass wir uns nicht gegenseitig eliminieren. Das finde ich auch als Imposter mal cool. Das ist auch meine Aufgabe. Oder beziehungsweise ich versuche das auch. Ich fand das stark, dass Kahn das auch probiert hat. Komm, Kahn, Kantchen stumm. Wir wissen, dass es weinrot war. Brauchst jetzt nicht die Spannung noch extra oben zu halten. Ja, also, es gab heute in dieser Runde gab es zwei krasse Probleme. Und zwar das erste Problem war einfach, alle sind halt die ganze Zeit in Gruppen gelaufen. Also ich habe keinen bisher einzeln erwischt. Wirklich gar keinen. Mhm. Also die ganze Zeit in Gruppen. Und das zweite Problem ist,
sobald einer sagt, Khan ist es, es ist vollkommen egal, ob es gerechtfertigt ist oder nicht, ich werde immer rausgevotet. Ich kann sagen, was ich will. Und das ist wirklich immer so. Ja, ich glaube, das hast du dir aber auch selber zuzuschreiben. Ja, vielleicht. Jo, ich bin richtig überwältigt hier von Tom und Lena. Die spielen das richtig gut. Die sagen so, ja, wir können das nicht. Ja, die sind die ganze Zeit Crewmates. Das ist der Grund. Ich habe nicht gesagt, dass ich das nicht kenne. Ich habe nur gesagt, ich will kein Imposter sein. Warte mal, bis ein Imposter runterkommt. Dann nimmst du das wieder zurück. Nein, ich glaube nicht. Nächste Runde, Tom. Du und ich, komm. Oh, bitte nicht. Och, Mann, ey, meine Imposterrunde ist immer so schlecht in letzter Zeit. Ja, und natürlich bin ich jetzt Crewmate. Kann ich nicht einfach mal zweimal Imposter sein in einem Video? Ich wusste es! Verdammt! Ich hab's gewusst! Ah. Crewmate Among Us. Also, ich weiß nicht, Crew Us. Ja, let's go. Oh, ich liebe es. Da macht mir das auch Spaß, ansonsten bin ich einfach nur aufgeregt. Eigentlich ist es ein Fehler navigieren. Ja, so ist es schon viel, viel besser. Freunde, jetzt ist es für die Imposter ein bisschen einfacher. Oh nein, jetzt ist auch noch Claudio da. Ja, Claudio hat mich ja eh meistens immer so im Visier. Okay, Reactor ist jemand, Electrical sind 5. Weapons Navigation, ich geh mal zu Weapons oder Navigation. So, gehen wir mal zu Electric. Na gut, dann lass mal Lena in Ruhe. Warum hat Lena so lange dafür gebraucht? Bei Navigation, was hat sie da gemacht? Tom Kahn Weiß sind hier bei mir bei Admin gerade. Was hat Lena gemacht? Das verwirrt mich gerade. Ich trau mich nicht. Ich trau mich echt nicht. Oh, ist das Kahn? Oh. Ja, wir haben Kahn gefunden, Lena und ich. Hast du irgendwas gesehen, Lena? Oder? Wo war das denn? Warst du nicht gerade mit Admin, Claudio? Bei Medbay. Ja, hast du irgendwas gesehen, Lena? Ich hab nur noch dich gesehen. Ach so, ja. Claudio hat dich erwischt! Auf dem Scan und dann, genau, kamen Lena und ich zusammen rein. Ne, Lena, oder? Wie war das? Ja. Hast du denn jemanden rauskommen sehen? Claudio ist es auch! Nee, ich habe keinen rauslaufen sehen. Gibt's da ein Band in dem Raum? Also, schwierig, aber genau. Also, ich weiß halt nicht, wer es sein könnte. Warum schreibst du da? Sie wurde erwischt! Weil du es bist, meine Güte. Also, das kann mega Pech sein, aber nein, es muss Lena sein. Lena steht neben der Leiche, Kahn liegt da, also es muss eigentlich Lena sein. Also, ja, Lena, also Lena, das wenn war nicht wirklich bist, sehr, dann sehr sorry, schlecht. Aber sorry, du warst genauso da. Nein, nein, Thomas, es ist Lena, alles gut. Sie konnte es Lena nicht sein. Erwarten, boah, weiß nicht, wie kaufe ich dir das nicht ab? Doch, es ist Lena. Warum ich jetzt? Ich habe es gerade nur mitgespielt, weil ich ein bisschen Lena ärgern wollte. Ich wollte gucken, ob Lena mitspielt, aber Lena hat mitgespielt. Nee. Es ist Lena. Damit kriegst du mich gerade nicht. Wenn ich dich damit nicht kriege, dann baut er mich raus. Nein, es ist, ich habe gerade nur gespielt. Ich wollte gucken, ob Lena mitspielt. Und Lena sagt, ja, wir sind zusammen reingegangen. Wir sind nicht zusammen reingegangen. Lena war schon drin. Tut mir leid, Lena, aber ich musste das machen. Einfach, um zu gucken, wie du so als Imposter bist. Ach, ich hab's noch nicht gemacht. Oh, Lena, du bist so schlecht. Und was auch natürlich noch was das macht, Lena, ist bei Navigation. Da hast du irgendwie voll lange für eine Aufgabe gebraucht, die eigentlich in 5 Sekunden fertig zu machen ist. Deshalb weiß ich, dass du es bist. Okay, krass. Hätte ich nicht gedacht. Das klang irgendwie nicht vertrauenswürdig von Claudio. Ah, ich hab's doch gewusst. Es ist einfach... Ja, wenigstens Kahn. Wenigstens Kahn, komm. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Och, Lena. Das war echt... Da konntest du nicht warten. Okay, ist es noch Tom? Ich guck mal gerade. Easy. Freunde. Ja, das Problem ist halt, ihr habt hier einen Schwitzio. Among Us ist schon einer meiner Favorite Games und ich liebe das Spiel. Und mir tut's gerade richtig leid, dass ich Lena hab auflaufen lassen, aber ich musste, weil ich will herausfinden, wie sie als Crewmate dann ist. Also versteht ihr, Freunde, ich mache das halt extra, diese komischen Fragen stellen, weil ich herausfinden will, wie sie als Crewmate dann ist. Das war schade. Sehr, sehr schade. Ja, ein bisschen auch verdient, weil du einfach nicht geduldig warst. Sorry. Dann später auch den Imposter zu finden. Deswegen stelle ich mal so seltsame Fragen. Also für euch, ihr werdet euch denken, hä, was, warum macht Claudio das? Wieso stellt er solche Fragen? Hallo, könnt ihr das jetzt mal bitte machen? Danke. Oh, was ist jetzt? Aber jetzt glaubst du mir, oder, Zum? Ja, sorry. Aber es klang, ja, echt, es klang echt ein bisschen... mit deinem so einen leichten Lachen da drin, weiß nicht, das hat mich nicht ganz überzeugt. Aber war lustig. Was soll jetzt passiert? Nicole, jetzt bin ich gespannt. Lol. Ja, aber es wird ja nicht so viel Sinn machen. Ach so, dann ich weiß, was sie meint. Sie meint bei Camps.
Was meint sie bei Cams? Ich musste den Vent reinigen in Cams. Macht ja keinen Sinn, weil Claudio hat ja wirklich Lena rausgevotet. Und jetzt so zum Anfang. Ich habe keine Ahnung. Ich finde dich immer. Jetzt finde ich dich wieder ein bisschen sass, also eben. Aber ich glaube nicht, dass du. Ich glaube nicht, dass du deine Imposter-Kollegin rausvoten würdest. Ja, aber ey, das ist aber gut, dass sie. Also ich finde das eigentlich stark, dass sie jetzt sogar den Emergency-Button geklickt hast. Nein, Claudio. Ich hab doch gerade mich erklärt. Ich hab doch nur die Eventaufgabe gemacht. Ich weiß nicht, also so ganz vertraue ich dir immer noch nicht. Nein, ich wollte doch nicht Lena raus in der ersten Runde. Quatsch. Also, ich will doch gewinnen. Ja, also ich weiß nicht. Das ist halt das Ding. Warum sollte er Lena verraten? So, das hatte ja niemand anderes gesehen. Also ich finde das cool, dass sie jetzt mich rausworten wolltet, weil es könnte ja theoretisch sein, dass ich gewendet bin, weil es sieht immer so aus, wenn du halt vor dem Vent stehst und die Ventaufgabe machst, dass du gewendet bist, safe. Also da gebe ich euch den Punkt. Aber nee, ich bin wirklich nicht gewendet. Ich habe nur meine Aufgabe gemacht. Warte mal kurz, ich bleib mal ziehen. Navigation. Weapons or two, Navigation, Weapons or two. Du könntest, Tom. Könntest, wolltest du nicht. Na gut, okay. Okay. Na gut. Du wolltest es nicht. Frage mich gerade, wer der zweite oder wer die zweite Person ist. Viel Zeit ist natürlich auch nicht mehr für die Imposter. Emilia und Layla kommen wieder entgegen. Nein, warum läufst du weg? Warum bist du weggelaufen? Nein. Was sagst du, Tom? Ich weiß nicht, ich habe nichts mitgekriegt. Ich kann nur Nina saven. Die hat O2 da, als das gerade angefangen hat, da den Alarm zu schlagen, hat die sauber gemacht. Und mit Mr. Glob bin ich gerade zuletzt rumgelaufen. Also die können es halt nicht gewesen sein. Oh, ich glaube, es hat geklappt. Sehr gut, yes, weil guck mal, yes. Wenn du Nina und Mr. Glob rausnimmst, könnte eigentlich Layla und Emilia sich rausnehmen, weil die zusammengelaufen sind. Ich bin es auch nicht. Das heißt, Kania und Lucklatest, die beiden sind sass. Also entweder Self oder Kania. Theoretisch, muss aber nicht. Also einer von den beiden. Bin auch durch mit meinen Aufgaben. Das ist nicht gut. Ich bin aber mit diesem Lucklatest auch häufig rumgelaufen. Also, der hätte wahrscheinlich auch schon seine Chance gehabt. Der hat mich in den vorherigen Runden auch immer gesaved. Ah, okay. Bitte skippen. Ja, gut. Gefällt mir deine Liste? Aber ich würde auch erstmal skippen. Ja. Also, Layla und Emilia sind halt nicht ganz raus, aber die sind halt wirklich, glaube ich, gefühlt die ganze Zeit zusammengelaufen. Deswegen habe ich mich gewundert. Sehr gut. Aber trotzdem. Einfach jetzt die Tasks fertig machen und dann. Ja, ich glaube sogar, ich habe noch eine. Ich bin durch. Aber Communications hab ich ja, also wenn du mit willst, kannst du mit. Ich lauf sonst mit Kania rum. Ich guck mal, was die so macht. Sehr gut. Tom läuft mit Kania rum. Das ist sehr gut, hat auch ein guter Call, dass er es durchgegeben hat. Dann lauf ich mal schön zu Communication, zu meiner letzten Aufgabe. Fertig. Ja, ich bin schon durch. Das heißt, von mir hört ihr gerade gar nicht so viel. Ach, jetzt ist es... Oh, ich mach das dann schnell hier. 1, 9, 9, 2, 5... Mal gucken, ob es die eine Person noch schafft. Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird ein bisschen zu schwierig. Bei Admin sind zwei auch nein. Ja, okay, mach du mal die Aufgabe. So, eigentlich müssten die jetzt drauf kommen, dass es diese Person ist, weil bei der Sabotage. Ich hab's denn die Person? Hat diese Person gerade ein bisschen gewartet und ja. Wo ist denn die Person? Okay, da kommt keiner drauf. Schwierig werden, aber ich glaube, da kommt keiner drauf. Hä? Claudio schaut beim Admin-Pult. Ja, an den Camps sind halt immer ganz viele. Ich glaube, die letzte Runde machen wir noch zu 10. Das könnte vielleicht ein bisschen spannender sein. Einfach, weil dann vielleicht nicht so viele in Gruppen laufen. Alle sind Security und Electrical. Da wendet jemand in Electrical. Da wendet jemand in Electrical. Moment, das habe ich im Event aus. Okay, fertig. So, sehr gut. Ja, Lena, Pech gehabt. Ne? Hattest du keine Geduld. Und wer war es, Lena, noch? Dein Kollege oder deine Kollegin? Wen schätzt du? Ja, wie gesagt, also Kania oder halt der. Ich glaube, Kania war es. Latest. Nein. Wer? Heide nicht. Layla! Oh. Guck mal, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht gehabt. Hätte okay, also klappen können. Wir machen eine finale Runde. Die findet aber diesmal auf einer anderen Map statt. Ach, machen wir nur 10 Kahn? Ich habe nur 10 diesmal eingestellt. Ich möchte es ein bisschen, weil ich habe das Gefühl, wenn wir zu 12 sind, laufen ganz viele mal in Gruppen rum. Das war diese Runde jetzt auch so. Ich finde, das macht es für die Imposter sehr, sehr schwierig. Wobei, auf der Map wird es jetzt richtig schwierig. Ja, also für die aber Imposter, soll es ja auch. Okay, die können es richtig hops nehmen, die Imposter. Aber ich sehe auch, es sind eigentlich nur Spielerinnen und Spieler dabei, die wirklich gut dabei sind. Also viel Glück.
So, letzte finale Runde auf Polos auf der Lava-Map. Bitte, bitte, bitte jetzt Imposter. Bitte in der letzten Runde Imposter. Komm, ich bin seit fast 3 Stunden nicht mehr. Ich bin seit 3 Stunden, über drei Stunden kein Imposter mehr, ne? Über 3 Stunden. Und dann spielen wir noch auf Polos. Ich bin Crewmate. Okay, kann was Gutes sein, muss aber nicht. Danke. Vielen, vielen Dank. Boah, ich hoffe, Tom, du bist es. Ich würde es mir jetzt gerade so wünschen. Zum Glück wieder Besatzung. So, ich kann die Map gar nicht. Ich habe den 4. Schlüssel gehabt, so. Lass mich nicht liegen. Ich stehe hier schon mal, weil ich pre-aimen will, oder... Ja. Nee, die haben die... Das hier sabotiert, ist mir doch egal. Ach so, ich musste mehrmals drehen. Ach du. Ja, moin. Oh Gott. Ich kenne mich hier absolut nicht aus. Na gut. Dann laufen wir hier oben und dann mal nach links. Okay, ich muss da irgendwie in den Raum rein. Wie komme ich da rein? Also die Map ist schon echt fortgeschritten. Also no joke. Die Map ist richtig schwierig. Vor allem, wenn man das lange nicht mehr gespielt hat. Also das ist eigentlich einer meiner Lieblingsmaps. Aber die ist halt mega schwierig. Okay, Claudio macht bisher seine Task. Muss aber gar nichts heißen. Ist das normal, dass die Tür danach so zugeht? Because I don't know. Ah ne, ich muss hier rein. Hier gar nichts. Wie komme ich denn da hin? Muss ich irgendwas machen? Nee. Muss ich hier irgendwas machen? Nee. Da. Warum funktioniert das nicht? Wie komme ich denn... Hä? Ich bin ganz verwirrt. Okay, bist du schon wieder? Rot und Braun wurden schon erwischt. Warte mal. Wie komme ich hier raus? Oh nein! Ach so! Oh mein Gott! Ich... Ach, Sesam, öffne dich. Okay, Claudio. Mal gucken, ob noch alle leben. Oder ob schon jemanden erwischt hat. Oh ja, 2 schon. Okay, das ist jetzt natürlich blöd. Lena müsste safe sein. Was machst du da, Lazura? Muss ich noch überall hin? Lager. Muss ich rein? Wie komme ich da rein? Uff. Oh. Ich bin irgendwo links. Was ist das nochmal? Ich bin links vom Lager. Sorry, unten links, wie heißt das nochmal? Heizraum, also ja, Boiler Room. Ja, genau. Also schon lange wahrscheinlich. Ja, man kann ja auch jetzt, ach ja, ihr wisst das vielleicht, man kann, also Lena und Tom vielleicht nicht, man kann bei Office daneben, kann man sehen, wie lange schon jemand erwischt worden ist. Okay. Also ich glaube, Emilia ist safe, denke ich, weil sie war an den Camps und das war direkt da. Das würde schon sehr sus sein, wenn sie killt. Also ja. Ich denke, dass da jemand, das Vanden ist ja hier deutlich besser. Ja, stimmt. Ja, Tom, wo warst du jetzt? Ich war links vom Lager. Wo ist also das? Kurz, egal da was ist, ich, wenn ihr... Da muss ich eine Aufgabe machen, aber ich kann dir gerade nicht sagen, welche. Die Map überfordert mich extrem. Ja, Also kurz, falls irgendwie es zu einer Entscheidung steht, wo Lena mit involviert ist, Lena safe. Also Lena ist Crewmate. Lena ist kein Imposter, dass ihr das schon ja, mal ja, wisst. Ja, Lena ist safe. Ich glaube, die hat auch die Kabel gemacht da einmal. Genau, Lena ist hundertprozentig safe. Kann man das denn sehen in diesem einen Ding, wo man sich scannen kann? Kann man das eigentlich sehen? Nein, sind off. Visuals sind off. Ah, okay. Aber gut, ich dachte sonst... Also es könnte wieder... Layla könnte es sein... Tom? Nein, ich bin das nicht. Ich kann dir auch gerne Aufgaben beschreiben, die ich gemacht habe. Was hast du für Aufgaben gemacht, Khan? Welche habe ich gemacht? Ich habe am Anfang die mit der Flasche gemacht, wo man die Flasche wechseln muss. Ich war okay. Bei diesem Baum, wo man halt das so einstellen muss. Ja, 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 okay. Also alles gut, ich bin eine Crewmate. Reicht eigentlich schon, also wir hätten dieselben fast. Gut, Claudio kann es halt auch immer noch sein. Claudio kann es auch immer noch sein. Ja, wir hatten fast dieselbe, aber trotzdem ist mir Khan noch nicht ganz safe. Also ganz safe ist mir Khan noch nicht. So, wo bin ich denn hier jetzt? Im Büro, okay. Da muss man ein bisschen vorsichtig jetzt sein. Warte, ich mach mal die Lights an, weil ich glaube, vielleicht wissen das die wenigsten oder so. Ja, die macht doch. Oh, okay, die machen jetzt gerade die Tür auf. Hallo, I need help. Was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Temperaturen einstellen. Also Khan ist mir noch nicht ganz. Zu hundertprozentig sicher, aber ich verdächtige ihn jetzt auch nicht unbedingt, aber
So sicher sei ich mir jetzt auch nicht, ne? Was? Ah. Ich habe das Gefühl, es könnte Claudio sein. Ich mache meine Aufgaben wie ein guter Crewmate. Guck mal hier rein. Rot und Pink wurden erwischt, das ist krass. Das ist krass. Aber es könnte gleich auch schon vorbei sein. Ja, also, ich muss leider ein bisschen raten, aber für mich, Claudio, bist du sehr sus. Ich finde Lazura ein bisschen sus. Ja, ne, Lazura. Ich würde auch erstmal Lazura voten, statt einen von uns. Weil als es da oben losging, ist sie erstmal in die komplett falsche Richtung. Ich meine auch sogar ein bisschen Richtung O2. Kann sein, muss nicht sein, aber es war so ein bisschen Also ich erkläre euch, warum ich Claudio kurz sasse. Ja, mach das. Gar nicht aufgrund seines Spielverhaltens, weil ich habe ihn relativ selten gesehen. Aber mir ist aufgefallen, du bist nicht gegangen, um die Lichter anzumachen. Das ist das Erste. Aber das, was mir viel mehr auffällt, ist, in der ersten Runde hast du keinen von uns so wirklich gesasst, hast uns eher abgeholt. Und jetzt auch, dass du direkt mit Lena auf Lazura gehst, ist für mich so ein bisschen. Also, normalerweise bist du da eigentlich ein bisschen vorsichtig. Aus dem Grund würde ich sagen, wir können gerne Lazura voten, aber ich glaube, Claudio macht das, um sich selber zu saven. Aber woher weißt du denn, dass ich nicht versucht habe, zu den Lights zu gehen? Weil ich sehr lange gebraucht habe und du nicht ansatzweise da warst. Ja, es ist ein guter Verdacht, deswegen nehme ich dich ein bisschen raus, weil ich hatte dich eigentlich auch erst gesasst. Ja, egal. Wollen wir erstmal Lazura jetzt nehmen? Ja, ich würde auf jeden Fall, wir müssen auch voten bei 6 Leuten, weil nur noch ein Double Kill, dann sind wir raus. Also ich vote dich. Was heißt dich? Du nimmst Claudio? Ich nehme Claudio, ja. Nein, Lena, vote mich nicht, Lena, du darfst mich nicht voten, das ist Quatsch, Lena. Sag mir nicht, du hast mich gewotet, Lena. Lena, du hast mich jetzt nicht gewotet, oder? Wir haben beide den Scan, Lena, ich kann es nicht sein. Ich wollte es nicht so sagen offen, aber du und ich können es beide nicht sein. Ich weiß hier gar nichts mehr. Lena, du hast mich jetzt nicht wirklich gewotet, oder? Tja, ich weiß es nicht, aber wenn Khan sagt auf Claudio, dann gehe ich auch davon aus, dass alle erstmal auf Claudio gehen. Ich muss ja irgendwie mitmachen. Es muss ja einer wenigstens rausfliegen. Einer muss ja erstmal raus. Ich glaube das jetzt nicht. Ich muss jetzt schnell zu. Lena hat mich jetzt nicht wirklich gewotet. Ich wollte es gerade nicht einfach so offen rausplaudern, weil ich finde das nicht so einen coolen Move. Aber Lena und ich haben beide den Scan gehabt. Also für mich ist Claudio einfach zu sus. Okay, ich musste drücken, weil wie gesagt, Double Kill und wir haben verloren. Lena, ich wollte es eben nicht rausplaudern, aber wir haben beide den Scan gehabt. Wir beide können es nicht sein. Das heißt, wir beide können uns sichern. Okay, dann, ich weiß nicht, ob du den Scan okay, hattest. Alles klar. Weißt du was? Überzeugt, dann lass uns als erstes Lazura jetzt. Ja, das Problem ist, warte mal kurz. Khan, eine Frage. Dropship. Ganz am Anfang der Runde. Ja. Welche Aufgabe war das? Ach so, das ist die gemeinsame Aufgabe. Und welche Nummer hattest du? Welche? Ich habe oben Schlüssel links als erstes gehabt. Oben links okay, der erste Schlüssel. Dann bist du raus. Dann lass uns Lazura voten. Okay, dann ist keiner raus. Also Lena, ich weiß gar nicht, wovon ihr spricht. Nein, du darfst mich nicht voten. Ich wollte es eben nicht rausplaudern, weil das einfach, weil das so gemein ist, aber ja. Okay, ich bin aber auch, wenn Lazura jetzt Imposter sein sollte, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ja, ich hoffe es auch, ne? Ich weiß halt, ja, guck mal. Ja, aber ich bin trotzdem. Freunde! Oder ist es Tom? Das ist ja aber echt ein Kampf gerade gewesen. Ich muss meine Freunde überzeugen, dass ich nicht Imposter bin. Also guck mal, das heißt jetzt, guck mal. Khan raus, Lena raus. Tom ist noch nicht raus und Kanya ist noch nicht raus. Also entweder Tom oder Kanya. Das heißt, das ist ganz cool. Aber das mit Tom ist, das riecht nach Claudio. Dieses IQ-Play. Ich bin nur noch eine Aufgabe bei Laboratory. Es tut mir auch so leid, dass ich so lange für die Aufgaben brauche, weil sonst könnte ich ja theoretisch helfen. Ich mache meine Aufgaben noch nicht. Ich warte mal. Okay, Red wurde erwischt. Oh, nebenan ist noch. Jetzt bin ich auch mit Khan. Also, Claudia mich ein bisschen verwehrt. Das war strong. Aber Claudio, hattest du die Scan-Aufgabe? Boah, nee, jetzt bist du noch bei mir. Ja, moin. Ja, tschüss. Ich weiß es nicht. Wo ist der Eingang? Öffnen Sie die Türe. Achso, der war hier oben. Wie komme ich hier rein? Mami, lass mich rein. Wie komme ich rein? Okay, Tom ist schon raus. Das hatte ich schon gesehen. Der ist schon lange tot. Also, Lena. Für mich ist es Claudio. Für mich auch. Lena, ich kann es nicht sein. Ich habe mit dir den Scan gemacht. Wenn du dich scannst. Ich habe es aber nicht gesehen, wie du den Scan gemacht hast. Ich weiß, du standst daneben.
Lena, ich habe nicht gesehen. Nicht. Moment. Also, Claudio, Lena, es tut mir wirklich leid. Auch, also, wenn du es nicht bist, dann tut es mir wirklich leid. Und dann ist es wirklich sehr gut gespielt von... Ihr verwirrt mich beide. Das ist das Ding. Ihr verwirrt mich gerade so, so tief. Ihr hattet beide gerade die Gelegenheit, mich zu killen. Lena. Beide. Ja, okay. Lena, warte mal kurz. Lass mich kurz ausreden. Okay. Lena, guck mal. Wir beide wurden entweder jetzt Khan oder Kanya. Ich sag's dir einfach so, mehr will ich Lena, gar nicht. Lena, dann ist es safe, Claudio. Dann ist es safe, Claudio. Nee, wenn er mich jetzt also noch Kanya ist für mich erstmal raus. Es ist für mich zwischen dir, Claudio, und dir, Khan. Aber das Ding aber ist Khan. Wenn er mich jetzt hasst, dann ist es doch Claudio. Weil gerade hat er doch gesagt, ja, du kannst es nicht sein, du kannst es nicht sein. Nee, warum? Ich hab nie gesagt, dass du es nicht sein doch, kannst. Doch, du hast gesagt, ich kann's nicht sein, weil ich beim Schlüssel gesagt habe, ja, stimmt, ich bin oben links. Hab ich vergessen, Ja, dann ist es Kanya. Also Lena, wurde Kanya. Nein, guck mal, Lena, ich weiß... Du hast nicht gesehen, wie ich mich gescannt habe, weil du ja vorher drauf standst. Ich bin da hingegangen und da stand, Lena scannt sich gerade. Deswegen musste ich warten. Ich will muss das jetzt aber nicht immer rausplaudern. Ich muss jetzt voten und ich tue es auch. Ich mache es nach dem Bauchgefühl. Es tut mir leid. Es tut mir leid zu tun. Ich sage dir doch, dass ich es nicht sein kann. Warum votest du denn mich? Ich will dir nicht... Das ist so... Mann! Oh no! Nein! Ey, wie schlecht ist das denn? Claudio, es tut mir leid. Okay. Ich sag doch sogar, nein, ich bin es nicht. Kanya, was ist denn los mit denen? Ey, jetzt bin ich aber sauer. Jetzt bin ich aber echt sauer. Das ist jetzt Quatsch. Also, wirklich, das ist jetzt richtig Quatsch. Was das jetzt war, keine Ahnung. Oh, sehr gut, sehr gut. Okay, sehr gut. Okay, dann ist es hier, Kanya. Weil wenn du es bist, Lena, dann ist krass. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe doch gerade gesagt zu denen, dass ich Lena rausnehme. Das Ding ist, ich war mir gerade so sicher, ich nehme jetzt dich, ne? Ja, aber guck mal, ja, hast du recht. Aber wenn ich es wäre, hätte ich Sabotage gemacht, dass du das gar nicht drücken kannst. Lena, bitte choke jetzt nicht rein. Also in der Hinsicht musst du mich ein bisschen kennen. Also da musst du jetzt mir einmal vertrauen. Ich vertraue dir auch, dass du es nicht bist, weil ich habe sie jetzt schon gewählt. Oder ihn. Es ist, also wenn du es nicht bist, safe. Lena, glaub mir. Weil ich dachte wirklich, es ist Claudio, es tut mir leid, weil du warst halt sass, weil du auch die Lichter gar nicht angemacht hast und gar nicht da warst, weil sonst machst du das immer, es tut mir leid. Lena, wenn du jetzt Khan holst... Ich habe nichts gesehen, ich weiß es halt wirklich nicht. Ja, aber guck mal, ja, ich gebe dir recht, aber guck mal, wir waren auch zwischendurch relativ abseits zusammen unterwegs und ich habe gar nichts gemacht. Sondern ich habe dich sogar gesaved. Ist es, ja. Aber es kann auch eine Taktik sein von dir. Das macht mich gerade okay. Tierisch. Ich weiß, überlasse ich muss in 40 Sekunden voten. Und das ja, macht ich überlasse es dir. Ich sag gar nichts. Ich überlasse es dir. Ich vertraue dir. Lena, ich habe doch gesagt, Khan hat den Schlüssel als erstes. Deswegen nehme ich ihn raus. Weil das sind Sachen, ich bin mir seit einem Jahr wieder zum ersten Mal. Warum hört man nicht drauf, was ich sage? Vergessen meine Freunde, was ich sage? Lena, ich sage dir seit drei Runden fast, du bist es nicht, ich bin es nicht. Weil du dich gescannt hast. Ich habe es gesehen. Ich kann das nur wissen, weil ich mich auch gescannt habe. Oh, sehr gut. Sehr gut! Ich hoffe nur, dass die Person es auch war. Ja! Let's go! Let's go. Ja, sehr gut. Claudio, es tut mir wirklich leid. Tom, also ganz ehrlich, wenn du Stress haben willst, musst du noch nicht mal in dieser Runde, Claudio, muss ich sagen, warst du sehr, sehr sass. Oh. Klar, du kannst ruhig was sagen, nur weil du jetzt einmal rausgevotet wurdest. Hallo, ich wurde auch schon mal als Crewmate rausgevotet. Alles gut. Ey, ich frage mich, ob ich so viel rede, dass ihr mir nicht mehr zuhört. Aber wenn ich doch sage, Lena, doch. Ist es nicht. Und Khan, du kannst es auch nicht mehr sein, weil du ja diese Aufgabe gesagt hast, welche wir hatten. Lena, warum? Ja, aber das war ja eine gemeinsame, das war ja Common Task. Ja, das hätte klar, ja. Aber du hast ja gesagt, du warst der Erste und das stimmt ja auch, weißt du? Deswegen. Ja, aber trotzdem. Du warst, was sich halt sass gemacht hat, war. Erstens dieser Gesprächsverlauf und zweitens, du hast dich halt mit diesen Lichtern immer übelst hass für mich gemacht. Weil du warst gar nicht da bei den Lichtern. Du warst immer ich komplett weiß, das weg. Das stimmt doch, aber. So. Ja, gut, okay. Aber sehr gut gespielt von allen, diese Runde. Leute, wenn ihr wieder Spaß hattet bei Among Us, dann gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Uns macht das wieder sehr, sehr viel Spaß. Dementsprechend spielen wir das auch immer wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Ich bin's doch nicht, Mann. Safe nicht. Oh, jetzt ernsthaft? Was soll das denn? Siehst du, mit was ich hier arbeiten muss? Ja, falls ich jetzt Imposter bin, es ist mir egal, was passiert, Danja wird als erstes dran glauben. Oh, mit DK! Danja? Mhm? Können wir Claudio aus Prinzip rausvoten, weil wenn er Imposter ist, dass er jetzt einfach direkt rausfliegt? Ja! Was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einer ganz, ganz schönen Runde Among Us. So, mal gucken, wie es heute wird. Ich bin sehr gespannt.
wird Zeit für Imposter, wollte ich gerade sagen. Aber ich bin natürlich mal wieder Crewmate, kein Problem. Freunde, neue Among Us-Runden mit Khan, Danja, DK. Ich bin gespannt, wie es ablaufen wird. Among Us! Ich bin Crewmate. Also ich bin in diesem Spiel sowieso recht nutzlos. Schauen wir mal. Claudio ist mit dabei, Danja ist auch mit dabei. Also let's go. Ich mach meinen Download, ey. Sorry, Freunde, ich bin immer noch ein bisschen geladen, weil DK heute so schlecht spielt. Normalerweise müsst ihr wissen, Freunde, DK ist ein richtig guter Among Us-Spieler. Also wirklich, ich gebe ihm selten Props, aber der ist schon ein guter Among Us-Spieler. Aber ich glaube, er trollt heute ein bisschen rein. Aber als Crewmate bin ich halt echt nochmal nutzloser. Oh, das ging aber schnell. Ja, es ist halt einfach safe Khan oder Claudio. Ja, es ist eigentlich typisch für mich, so oder? Wenn es so schnell losgeht, ja. Ich war es wirklich nicht. Ich glaube, glaub, du warst es. Ich glaube, es war einer von euch. Ich bin so sicher, es war einer von euch. Vielleicht seid ihr sogar einfach auch beide. Ich vote dich gerade. Oh, wieso, Daniel? Lass es doch. Was? Ich habe dich gevotet. Ich habe aber nicht reingeschrieben, dass ich dich gevotet habe. Mann, ich skippe. Entspann dich doch mal. Ja, keine Ahnung, ey. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber ich muss dir recht geben, Daniel. Also Khans Tonalität gerade ist wie immer, wenn er Imposter ist. Hast du recht. Ey, ich habe gerade einfach irgendwas gesagt, um Khan zu ärgern. Der geht nicht mal drauf ein. Hallo? Ich habe Spaß gemacht, Khan. Der wechselt seinen Akku. Ach so, ich dachte gerade, warum reagiert er nicht darauf? Ich wollte ihn einfach nur ein bisschen auf den Arm nehmen. Aber ich habe es auch ein bisschen ernst gemacht. Also seine Tonlage ist echt ein bisschen sass. Finde ich auch. Also entweder ist es Khan oder du bist es. Nein, ich bin gerade bei... Vielleicht ist es auch DK, der war noch nie Imposter, keine Ahnung. Ja, ich war bei Weapons. Wo war das eigentlich? Müsst du doch wissen. Warum muss ich das wissen? Ihr habt doch gewartet, weil du sagst ja, Khan und ich könnten es gewesen sein. Ja, aber nur, weil es so schnell ging. Ach so. So. Aber ich bin noch drin. Also, alles gut. Danja ist da. Okay. Gucke in diese Camps, als ob ich irgendwas damit anfangen könnte, was ich dort sehe. Tila steht bei Admin. Also rot. Aus Admin wieder raus. Ja. Schön weglaufen vor Khan. Damit ich nicht erwischt werde. Khan macht so ganz komische Läufe, aber Ruth hat mich erwischt. Komm schon, Tilay. Ich wurde erwischt. Oh, es hat Claudio erwischt. Also ich würde sagen, also wenn ich aus Rache jetzt sagen würde, wo ist der Kill, dann würde ich sagen DK. Ich bin's doch nicht, Mann! Safe nicht! Ich war die ganze Zeit, Nina war die ganze Zeit bei mir. Mhm, vielleicht seid ihr es ja auch zusammen. Mhm. Ja, aber guck, es wurde gewantet, also geht's gar nicht. Ja, jetzt kommt wieder, hör auf, Danja. Mi. Wieso machst du das? Ich hab dir doch gar nichts getan. Ich wollte Khan, einfach aus Prinzip. Ja, du bist natürlich auch ein bisschen sus. Wo war der Kill jetzt eigentlich? Das Ding ist halt, du kannst mich ja doch rausvoten, das ist ja nicht schlimm. Wenn mich jemand rausvotet, mache ich meine Tasks halt als Geist zu Ende. Es ist sowieso nicht so, dass ich hier irgendwie oder mega den heftigen Durchblick habe. Oder du sabotierst als Geist. Ja, das kann ich bestimmt auch machen. Oh, jetzt ernsthaft? Was soll das denn? Ja, Danja, tschüss. Wieso? Was habe ich getan? Kylon, oh, schön. Also auch wenn das nicht war, aber es war jetzt einfach ein bisschen lustig auch, muss ich sagen. War jetzt auch einfach ein bisschen lustig. Also ich mache meine Aufgaben. Also ich weiß ja, dass es dunkelrot ist. Ich mache ganz in Ruhe meine Aufgaben, weil ja, müssen auch gemacht werden als Crewmate. Freunde, was heißt ein Tipp? Freunde, denkt dran. Aufgaben machen. Okay, die habe ich noch gar nicht gesehen, also dementsprechend. Penny? Oh, ja. Da wurde jemand erwischt. Ja, also ich habe keine Ahnung, wer es ist. Schade, dass du es nicht warst, Khan. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Oh, Nina sagt, es war die Machtbiene. Stark, Nina. Ja, das stimmt auch. Na dann. Oh nein, jetzt hat sie es zugegeben. Oh nein, dunkelrot, warum sagst du... Freunde, niemals zugeben, dass ihr der Imposter seid. Auch wenn ihr erwischt worden seid, dreht das Ganze. Nicht zugeben, Leute. Niemals zugeben. Einfach lügen, bis es zu spät ist. Einfach lügen, bis es... Oh mein Gott, hier ist einfach eine Ameise mit Flügeln. Okay.
Ja, ich glaube, die andere Person ist rausgegangen. Also das ging mal schnell, war eine schnelle Runde, ist okay. Mhm. Claudio, merkst du dir das bitte mit Danja? Was denn? Sie macht jetzt einfach nur so random Votes in dieser Folge. Ja, keine Ahnung, was soll ich sonst machen? Ja, du kannst mal vernünftig spielen. Ich spiele doch total vernünftig. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Ich war nicht einmal heute Imposter. Oh. Ja, gut so. Ich will doch nur Imposter sein. Mir ist das egal, ne? Ich werde einfach DK erwischen vor den Augen der anderen Elf. Einfach aus Prinzip. Weißt du, was mir DK schreibt? DK schreibt mir gerade, Danja wählt immer Khan raus, obwohl er das nicht ist. Und du rastest aus bei einmal bei mir. Siehst du? Siehst du, mit was ich hier arbeiten muss? Wie lustig. Er schreibt das gerade. Wie lustig, aber er schreibt, weißt du? Ja, er hat ja auch recht. Du musst ein bisschen ruhig werden. Wer, ich oder Danja? Ihr beide. Hä, ich bin doch ruhig. Ich bin völlig entspannt. Völlig entspannt. Okay, next round. Lass mich einmal Imposter sein. Ich bin Crewmate. Ja, falls ich jetzt Imposter bin, es ist mir egal, was passiert. Danja wird als erstes dran glauben. Oh, mit DK. Let's go. DK, Claudio. Freunde. Ich hab den Crewmate-Pass. Ich lauf schon mal nach unten, damit ich direkt bei Admin starten kann. Oh, ich bin ganz oben. Super. Ich lauf trotzdem zu Admin. Mach meine Karte. So. Wisst ihr was? Ich geh mal an den Pult oder an die Puls direkt und beobachte dann mal Electrical. Weapons. Ist was passiert, glaube ich. Okay. Ne, Weapons ist gar nichts passiert. Warum folgt mir die Person? Weiß und grün, okay. Wenn das jetzt ein Alec war, ein Reaktor. Wieso Alec? Weil da gerade die Türen vorher zugingen. Also weiß und also ich kann grün sind raus. Eigentlich die Kay saven. Okay. Weil der war jetzt in Alec und ist da geblieben, bis ich rausgegangen bin. Okay, dann ist DK raus, Danja ist raus. Khan, wo bist du? Ich war bei Weapons gerade. Es waren auch noch andere Leute mit mir. Und wie warst du Weapons, Khan? Ich habe keinen gesehen, ich war alleine. Was hast du bei Weapons gemacht? Meine Task. Ja, welche? Die Weapons-Task. Wenn du Maps öffnest, kannst du genau sehen, wo du bist, also rechts. Bei der Weapon, wo öffne ich nochmal? Ach, da. Rechts. Ja, bei Weapons. Ja, dann bist du es, Khan. Okay. Dann ist es eine Lüge, Gott, weil ist es Khan? Weiß und ich sind bei Weapons und da ist kein Khan. Ja, dann lass Khan voten. Los, auf geht's. Nein, da ist kein Khan. Khan voten. Ja, alles klar. Auf geht's. Nein, Khan, wir sind bei Weapons, da ist kein... Ja, ist okay, ist okay. Ist okay, dann votet mich mal wieder. Danja ist sowieso mit dabei, aus Prinzip. Was bin ich? Aus Prinzip. Ja, warum bin ich dabei? Mich zu voten. Ja, das stimmt. Ja. Nein, guck mal, ich skippe auch, aber guck mal, du sagst, du bist bei Weapons, aber ich bin mit Weiß bei Weapons und da ist kein Khan. Ja, hat denn Weiß mit bestätigt? Ja, du haspelst dich hier schon wieder. Lügner! Danja, einer von uns beiden muss darauf gleich in der nächsten Runde hinaus. Okay, DK, wir müssen jetzt Danja und Claudio erwischen. Khan war nicht bei Weapons, also ich will ihn halt nicht direkt voten, weil ich mir denke, vielleicht ist er es nicht. Das interessiert mich gerade sowas von gar nicht. Das interessiert mich sowas von gar nicht. Ich hoffe, Claudio. Warte mal. Bitte. Also sag, wie es ist. Ich find's nicht schlimm, dass Danja gerade jetzt erwischt worden ist. Was ist denn los? Warum gehen denn alle heute auf mich, Mann? Ja, weil du es auch bist. Was soll das denn? Gerade deine Imposter-Kollegin einfach da stehen lassen. Jetzt wurde Danja erwischt und jetzt kommt schon die nächste Person. Ja, gut. Das Ding ist, Khan, DK und Weiß, also DK und Weiß und ich sind vor Electrical. Quad macht einen Self-Report und sagt, dass du es bist. Und wegen der letzten Runde werde ich dich jetzt voten. Und wenn es nicht ist, ist es grün. Hä? Ich war doch gar nicht da! Wie du da warst, Mann. Was soll das denn? Ich war doch gar nicht da! Das hast du dir jetzt verdient, Kollege. Das hast du dir jetzt ehrlich, verdient. Es ist so random. Nein, ist es nicht. Du bist es. Du hast eben gelogen und jetzt sagt grün, dass du es warst. Und wenn du es halt nicht bist, dann ist es grün. Easy Sache, also.
Einfacher geht's nicht. Mhm, okay. Danke, Claudio. Danke, danke, danke. Also ich kann auf jeden Fall Türkis saven. Nee, du savest niemanden. Du bist einfach jetzt raus. Türkis und Pink. Ja, natürlich. Jetzt auch ein bisschen Unruhe reinbringen, ne? Kahn? Es ist Türkis. Stark, Kahn. Tschüss. So, okay. Freunde, easy. Jetzt ist DK noch da. Das ist gut, weil Schocken. DK war gerade vor Electrical. Es tut mir leid, DK. Aber ich musste dann ja einfach erwischen, weil sie mich so genervt hat. Den Sieg nehmen wir mit. Mach Biene. Oh, ich weiß nicht, ob das klug war. Aber ich mach mal hier zu. Mach mal überall zu. Mach Biene, kommt mir so ganz verdächtig hinterher. Das macht mir ein bisschen Angst. Okay. Ja, wow. Weiß, wurde erwischt. Genau die Person, die ich sichern konnte. Machtbiene. Boah, Machtbiene ist mir die ganze Zeit schon suspekt, muss ich ehrlich sagen. Antrieb unten. Hey, ich bin noch bei Storage gerade. Achso, Lower Engine. Okay. Ja, das Problem ist halt, ich habe DK vor 30 Sekunden mit Nina alleine gelassen. Und jetzt ist halt Nina nicht mehr da. Also Ozuwa kam Claudio von da, ist Sass. Ja gut, dann ist es Machtbiene, wenn du mich jetzt sasst. Einfach so. Ey, DK, du musst Claudio erwischen. Er muss einfach mal Claudio erwischen. Ich hab Scan gemacht, fragt Pink. Oh, oh. Schwierig, schwierig. Also ich muss echt sagen, der letzte Imposter ist echt schwierig herauszufinden. Ich hab keine mehr. Okay. Och, nö. Ich hab sogar geskippt. Nee, hab ich nicht. Ich hab rot gewotet, aber war es nicht rot. Bitte votet mich jetzt nicht. Bitte votet mich jetzt nicht. Bitte votet mich jetzt nicht, weil dann ist es DK. Gelb? Guck mal, DK ist nicht aufzufinden, ne? Guck mal, Freunde, DK ist der Einzige, der nicht aufzufinden ist. Da bleibt man bei mir, Lena. Oh, ich weiß nicht, ob das klug war. DK ist die ganze Zeit... Ja, okay, perfekt, perfekt. Oh, wieso? Ich weiß nicht, ob das so klug war. DK, du hättest Claudio erwischen müssen. Reaktor. Okay, Claudio, jetzt, das ist nicht ganz wahr, weil Blau war auch nicht da. Blau war ja direkt bei der Leiche. Ja, ist echt schwierig, den letzten rauszufinden, wenn ich ehrlich bin. War eine schwierige Runde, muss ich ehrlich gestehen, weil entweder sind die Imposter gerade sehr, sehr gut oder einige Personen passen nicht auf. Weil, guck mal, schaut mal, grün antwortet mich auch gerade nicht. Das stört mich gerade ein bisschen. Das ist sehr, sehr blöd. Weil als wir in Electrical waren, also Pink und ich, dann kam grün von da. Wisst ihr was, ich bleib mal jetzt bei Pink. Ich bleib bei Pink. Komm, wir müssen das schnell machen. Pink ist es nicht. Sehr gut, Pink ist es nicht. Okay. Wenn schon wieder die Türen zugemacht, die Pink und mir. Ach, es ist Kahn, er will mich ärgern. Jetzt verstehe ich das. Und ich denke mir die ganze Zeit, warum macht der Imposter die ganze Zeit die Türen zu bei mir? Es ist Kahn einfach, der mich nerven will. Oh, zwei Kills, sehr gut. Wie wurden jetzt zwei Personen erwischt? Okay, mit Self. Sehr gut, sehr gut. Das könnte klappen. Kommt jetzt auf Claudio ein bisschen an. Claudio kann das einfach zu gut. Also auf Blau zu gehen macht halt Sinn, weil Blau schon in der Runde davor auch da stand. Es ist halt die Frage, ob Claudio das DK glaubt. Okay, es könnte sein, weil Claudio bisher noch gar nicht auf DK geht. Ah, okay. Ja, okay. Jetzt ist es wahrscheinlich so. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob die Person rausgegangen ist oder ob erwischt wurde. Okay, das, was Claudio schreibt und sagt, ist meistens was Unterschiedliches, müsst ihr wissen. Er schreibt was anderes rein, als er dann uns sagt. Ich höre auf mein Gefühl und vote DK. Also vielleicht ist es doch falsch, aber ich vote ihn einfach. Weil die Aufgaben werden auch nicht fertig gemacht, leider. Ich hoffe einfach, schade. Das ist richtig. Und ich habe das so Claudio hat uns erwischt. Eine Person bei Claudio hat uns sowas von erwischt. Gelaufen ist.
Und es ist richtig auch. Okay, GG. Oh, Gott sei Dank, ey. Ein bisschen zu auffällig. Claudio hat das. Ja, aber die Kay hat das richtig gut gespielt die ganze Zeit. Ja, stimmt, stimmt. Mann, das Problem war, ich habe dann ja nur gekillt. Weil ich es wollte. Also ich wusste, dass ich erwischt werde, aber ich musste das machen, weil Danja mich die ganze Zeit so aufgeregt hat, die ganze Zeit. Und deswegen habe ich sie einfach aus Prinzip gekillt. Ich wusste aber bei Electric Kill, dass ich erwischt werde, weil da war ja jemand mit mir. Aber ich habe auf DK gehofft. Aber es war ganz gut. Ich glaube auch, hätte er dich gekillt, dann hätte er es geschafft. Ja, das stimmt. Weil die anderen hätten ihm geglaubt. Ja, ich dachte mir, ich verfolge dich jetzt. Und dann dachte ich mir so, ja, das wird Claudio ja safe checken, dass wenn es mich dann direkt erwischt. Ja, naja. Das Problem ist dann ja halt DK, ich und Weiß kamen dahin und dann, aber in Electrical war ja noch eine Person, weißt du? Und das war halt ja, so gut ich weiß, wie. Grün war noch da. Ja. Grün war noch da okay, und Grün noch, war ja mit eine Kahn. Finale Runde. Ich hoffe, ich werde jetzt wenigstens, ist das die letzte Runde, Kahn? Ja, ist letzte Runde. Ich hoffe, ich werde jetzt wenigstens einmal Imposter. Ist auf jeden Fall nicht. Und ich werde natürlich nicht Imposter. Freunde, wir spielen 1,5 Stunden. Among Us gerade und ich bin nicht einmal Imposter geworden. Wisst ihr was? Ich gehe direkt zu Admin. Endlich. Boah, regt mich das auf, ey. Kahn war da schon wieder. Was hat Kahn vor? Kahn und Weiß waren da. Kahn, Weiß, Pink, glaube ich. Oben noch. War Pink, also müssen wir merken. Schnell mal hier reinluschern. Kahn ist da. Wie ist denn Kahn da reingekommen? Ach, wie macht er schon? Electrical? Wo kommt Danja her? Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist die Frage, wo kommt Danja her? Danja, mhm. Können wir Claudio aus Prinzip rausvoten, weil wenn er Imposter ist, dass er jetzt einfach direkt rausfliegt? Ich glaube, wenn er Imposter wäre, hätte er mich gerade schon erwischt. Ja, ich glaube glaub nicht. Auch. Ich glaube nicht. Doch, doch. Ich würde ihn jetzt nicht aus Prinzip rausvoten. Ja, aber mich schon. Ja, du warst es ja auch, hä? DK finde ich auch ein bisschen sus. Das, was Penny sagt gerade. Also ich finde euch beide ein bisschen sus. Ja, genau. Also das Erste, ihr sichert euch selber. Und es ist immer noch Among Us. Ich sicher dann ja nicht. Da habe ich dich nicht gesichert. Ja, schon so ein bisschen. Also ihr seid ich schon so ein bisschen. Niemanden. Ihr seid zu freundlich. Ja. Kahn, das Problem ist, Kahn, du willst uns ärgern, aber mich ärgert das nicht. Ist okay. Weil es, ja egal. Weißt du was, ein bisschen Unruhe stiftet und einfach DK voten. Immer noch wegen der einen Runde heute. Ich vote ihn. Also für mich ist es in der ersten Runde Claudio. Und in der zweiten Runde ist es dann Mr. Glob und in der dritten Runde Nö. Bin ich dann. Und hey, in der Mr. Glob spielt Runde gut, DK auch, alle anderen auch, aber ihr beiden. Woher ihr seid weißt heute, du denn, dass DK also gut ihr seid spielt? Heute du hast so den richtig gar schlimm. Nicht gesehen. Ja klar, Kahn, du hast ja auch die Zeit, jeden zu beobachten. Aber deine Aufgaben zu machen, das ist nicht drin. Ihr seid richtig schlimm. Kahn würde uns gerade ein bisschen ärgern, aber ey, ich finde das lustig. Also. Ach, Daniel, jetzt weiß ich, warum er uns raushauen will. Hast du gerade gesehen, einen Imposter nur noch drin. Ach, deshalb will uns Kahn draus haben, weil nur noch ein Imposter dabei ist. Tja, so nicht, mein Freund. Bin natürlich. Ich spiele die einen runter und fertig ist. Ich bin ein guter Crewmate. Ich spiele meine Sachen runter. Und gut ist Mr. Glob und DK, okay? Manu, war das denn hier mit dem Download? Hier. Blau? Nee, rot und weiß waren das. 4-3-0-4-3 Pink, Rosa und. Ich werde gar nicht so klick. Ey, Kahn bleibt echt wie ein Huhn ohne Kopf rum, Freunde. Ich werde jetzt hat Kahn Mr. Glob erwischt. Ich werde es mit euch. Cafeteria, ja. Ne, Mr. Klops noch da, Kahn ist auch da. Kahn, wir wissen, dass du Imposter bist, alles gut. Wir wissen auch, dass du keine Chance mehr hast, weil die Aufgaben fertig sind. Und wir wissen, dass du verzweifelt bist. Aber du kannst doch einfach eine Runde dranhängen, dann kannst du nochmal dein Glück versuchen und dann klappt es auch besser mit Imposter. Oder als Imposter. Ja, es ist Kahn.
Ey, wie lustig wäre es, wenn wir jetzt wirklich Kahn einfach rausvoten, weil er die ganze Zeit uns versucht rauszuvoten und der ist dann wirklich der letzte Imposter, der noch übrig geblieben ist. Und das alles, was Daniel und ich gesagt haben, stimmt einfach. Wäre schon witzig. Wäre schon verdammt witzig. Und Kahn ist jetzt auch raus? Ich bin jetzt mal gespannt. Alter, einstimmige Entscheidung für Kahn. Das Gute ist... Oh, okay. Schade. Claudio, bist du es einfach? Oh, let's go, let's go. Jetzt fliegt Daniel erstmal raus, aus Prinzip. Ich weiß es zwar nicht, aber jetzt müsste Daniel raus. Ich bin halt fertig mit den Aufgaben, ne? Das ist schön. Das ist einfach schön. Einfach nur Unruhe. MadBay sind 3 Personen, okay? Leute, das ist einfach schön. Einfach nur Unruhe. Aber ich glaube, wir sind auch gleich mit unseren Aufgaben durch. Das war eigentlich schön. Ich kann doch sehen, wer es jetzt eigentlich ist. Ah, ihr seid es nicht. Wer ist es denn? Ist es DK? Ah, nö. Okay. Ja, aber es wäre jetzt schön trotzdem, wenn Daniel und Claudio noch rausfliegen würden. Das würde mich jetzt sehr freuen. Ich werde nicht mit Daniel mitgehen. Ich werde bestimmt alles, aber nicht mit Daniel mitgehen. Achso, ich muss meine Aufgaben noch machen, sehe ich gerade. Ich werde alles machen, aber nicht mit Daniel mitgehen. 8, 4, 5, 5, 0. Oh ja, jetzt muss eigentlich Daniel raus. Oh, Daniel müsste aber sehr, sehr frisch sein, ne? Das weißt du. Ja, wie heißt das denn? Admin. Kann auch sein, dass es da schon länger liegt und keiner da war. Boah, aber warum? Sind noch Personen ich habe doch extra Danja gesagt, warum sind denn keiner Danja? Es war halt niemand bei Admin gerade. Ja. Und so in unfair. Den Camps weiß ich nicht, habe ich nicht geguckt, ob da irgendwas leuchtet. Das ist so unfair. Vielleicht bist du es einfach. Nee, ich bin Mr. Glob bei O2, so schnell bin ich auch nicht. Also. Ja, vielleicht war es ja vorher schon. Ach nein, Quatsch, ich bin doch die ganze Zeit bei Navigation gewesen. Keine Ahnung. Ich war mir sicher, dass es Kahn ist. Ich war mir wirklich sicher. Ja, ich auch, weil er halt so ganz komisch gespielt hat. DK ist Cafeteria? Hm. Hä? Ich bin doch vor 3 Sekunden bei Cafeteria gelaufen, da habe ich keinen DK gesehen. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Warum habe ich denn jetzt 2 Votes bekommen? Warte mal. Das ist ein bisschen sus von DK. Okay, also Cafeteria? Claudio und Daniel haben überhaupt keine Ahnung, wer es sein könnte. Also es könnte sein, weißt du, dass die Imposter das noch gewinnen. Aber ich muss auch noch meine Task machen. Das sind eigentlich nur DK-Sachen, ne? Die hier mit O2 und so. Das ist eigentlich nur DK. Vielleicht ist es dann ja vorbei. Ist der Glob und Luna. Alter, ist ja nicht zu fassen. Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Im Leben wäre ich nicht drauf gekommen, dass es einfach rot ist. What? Ich glaube, nur noch eine Task fehlt. Die ja, DK, mach's doch, DK. Komm, mach's, DK. Okay, das ist schon krass. Dann haben die Crewmates Hallo, gewonnen. Kahn. Oh, Daniel hat's erwischt. Sehr gut. Das gefällt mir. Sag mir nicht Camps. Sag mir nicht Camps. Dann könnten wir die Person haben. Navigation? Navigation? Also Mr. Glob könnte es ja doch sein. Also er könnte ja theoretisch bei dem Kill davor die Person bei Admin erwischt haben, dann in den Vent gesprungen sein, dann zu O2 gegangen sein. Aber das ist schon ein krasser Imposter-Move. Ich weiß halt nicht, wie Mr. Glob spielt. Das ist das Problem. Ja, stimmt. Dicke hat recht. Dann skippen wir. Also es könnte halt Mr. Glob sein, aber wenn er wirklich diesen Move gemacht hat, dann weiß ich Bescheid, wie er spielt. Könnte, muss aber nicht. Es ist aber nicht Mr. Glob. Nein, es ist schwierig, muss ich sagen, aber ich spiele das Ganze ruhig runter, weil man nimmt auch den sicheren Sieg mit. Leute, eine Task noch. Och Leute, eine Task. Wie spielt das so krass, die letzte. Oder ach, hab ich die noch? Ich spiele aber richtig. Och Mann. Und zu Edmund. Wir kriegen es wieder nicht hin. Wir kriegen es nicht hin. Ey, was ist denn los? Wir brauchen doch nur noch eine Aufgabe. Ich verstehe es auch nicht. Ey, wirklich. Also Sophia, so heftig gut gespielt, ne? So heftig gut gespielt. Ach, ich skippe. Aber irgendwie... Also das Problem ist, die einzige, die ich glaube ich rausnehme, ist halt rot. Und die anderen 3, ja, nehme ich keinen von raus. Ich weiß halt nur, dass ich es einfach nicht bin. Einfach rot, ja, kann ich nicht sagen. Ist der Glob? Hä? Ich hab doch gesagt, ich skippe. Es ist Dike eigentlich. Ja das gut. Doch nicht, ey. Claudio hat ja, das hat auch sie erwischt. Schon heftig gespielt, ey. Boah, hat sie echt krass gespielt. Also wirklich hätte sie, glaube ich, nicht beschuldigt. Heftig. Ja. Nee, also ich auch nicht an aber keinem Hauptsache, einzigen Moment. Aber Hauptsache mich rausschmeißen, ne? Ja, komm, du hast ja, dich kann, auch aber komplett komm, du hast verhalten. Auch, komm, ja, weiß ich jetzt nicht, ne? Also ein bisschen unfair seid ihr ja schon. Ja, naja, und, weiß ich ach, jetzt du bist nicht unfair, wenn du mich und Daniel einfach so beschuldigst. Ja, aber ihr macht das ja auch die ganze Zeit. Ich hab dich nicht einmal...
Und ich habe dich nicht einfach so beschuldigt. Doch. Okay, na gut. Ich war es doch gerade gar nicht. Ja, aber ja. Daniel und ich ist nein. Ja, ich mach das ja aus Prinzip, aber ihr ja auch. Ja, aber Moment mal, Kahn. Daniel und ich hatten eine plausible Erklärung, als wir dich gebotet haben. Einmal bist du mir dumm. Nicht. Einmal bist du mir im Dunkeln gefolgt. Ja, stimmt. Es ist Kahn. Es ist Kahn. Und du warst auch so zweimal. Wie er redet, es ist Kahn. Du warst aber auch zweimal. Ja. Die Cap liegt sogar raus. War's, also, mal, ich sag, wie es ist. Sehr, sehr stark gespielt in der letzten Runde. Ja, das stimmt. Also, die Imposter haben es auf jeden Fall verdient. Oder in dem Fall Sophia. Das war eine richtig, richtig krasse Runde. Ich glaube, sie hat das fast alleine gespielt die ganze Zeit. Ja, doch, hat sie. Ja, sie hat alleine gespielt, weil Nina ist am Anfang rausgeflogen. Das war mal wieder Among Us mit Claudio und Daniel. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Ja, es ist eine sehr, sehr verhexte Runde. Ah, du bist auch direkt hier rein. Aber warte mal, du warst sehr schnell wieder draußen oder bin ich einfach zu langsam? Sass. Okay, du bist mir sass. Sorry. Nein. Okay, cool, danke. Oh, Tom ist es. Tom! Okay, ich muss jetzt vorsichtig sein. Yo, was läuft? Leute, herzlich willkommen mal wieder zu einer großen Among Us-Folge. Und wir starten, mit dabei sind, ich muss mich kurz stumm schalten, Lena, Tom und Kahn sind heute zu dritt. Ja, stell dich mal stumm, Kahn. Achso, habe ich jetzt auch diese Aufgabe? Ich weiß es nicht. Hilflos. Hello, wir sind auch dabei. Ich bin Besatzung. Das ist sehr gut. So. Okay, alle ziemlich klug. Wir sind wieder auf Polos heute. Heute mal wieder eine lange Folge. Diese Woche kommt noch eine zweite Among Us-Folge. Dort werden wir auch auf einer anderen Map spielen, aber wahrscheinlich nicht auf dem Flugzeug, sondern auf dieser anderen Map. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich weiß halt schon wieder hier nicht mehr, was ich hier machen muss. Ich kenne die Map halt auch wieder gar nicht. Ah, ich bin gleich bestimmt. Hallo, Tom. Ah, du bist auch direkt hier rein. Aber warte mal, du warst sehr schnell wieder draußen oder bin ich einfach zu langsam? Sass. So, dann wollen wir mal schauen. Oh, ja. Sag mal, wo seid ihr? Bienchen. Dein Beans. Oh. So, let's go. Dann machen wir mal hier weiter. Ah ja, moin, da geht schon wieder los. Wie komme ich hier rein? Sag mal, warum ist hier niemand? Tom? Was soll das hier? Warum standest du so komisch? Tom stand ein bisschen komisch da. Auch ready, sehr gut. Dann machen wir hier weiter. Warte, wer war das jetzt? Okay. Alright, ich habe nichts mitgekriegt. Ja, Tom, das würde ich jetzt auch sagen. Ich war als letztes unter O2 und habe die Sauerstoffflasche gewechselt. Ich bin nur nicht, ich wurde mittendrin in der Aufgabe unterbrochen, also ich muss das gleich nochmal machen. Tom, welche Aufgabe hattest du in dem einen Raum, wo wir uns begegnet sind? In dem Raum, in welchem Raum sind wir uns begegnet? Direkter Raum unten. Also wenn du quasi aus, wie nennt man das? Bei Weapons. Ist das Weapons? Storage heißt das, glaube ich. Ja, also ich glaube, entweder bist du es oder ist es ein Self-Report, weil also, Orange hat vor ein paar Sekunden noch gelebt. Okay. Also ich kann dir, to be honest, nicht sagen, welche Aufgabe ich da gemacht habe, weil ich es nicht mehr weiß, aber ich habe in Waffen oder halt Weapons auf jeden Fall so eine Aufgabe gehabt, wo ich so Meteoriten abschießen musste, 20 Stück. Okay, du bist mir sass. Sorry, nein. Okay, cool, danke. Das ist schon sass, weil du kannst auch Wieso relativ... Wieso ist das sass? Ich kann die Aufgaben beschreiben, mega sass. Nein, weil ich der Meinung bin, wir hatten, wenn, dann hätten wir, glaube ich, dieselbe Aufgabe da drin gehabt. Ja, ich glaube nicht mehr. Also ich glaube safe. Self oder Tom? Ist ein bisschen sus. Da ich es ja nicht bin, würde ich auch eher sagen Self. Aber wer hat denn reported? Hexe. Hexe. Also blau. Die Hexe. Aber da kann ich noch auch kurz was sagen. Aber ja, nee, ist eh schon langsam zu spät. Aber Hexe, ich behalte die mal auch im Auge, weil ich habe eine Aufgabe noch gemacht, die sie eigentlich hätte auch machen können. Und sie hat einfach nur darum gestanden. Ich weiß es nicht. Deswegen. Ja gut, vielleicht hat sie dich beobachtet und wollte gucken, ob du Fake Task machst. Es kann sein. Aber Tom? Tom, wir haben dich im Auge. Ja, mach das ruhig. Oh Mann. Tom ist mir gerade ein bisschen zu cool. Ich weiß aber von real nicht mehr, welche Aufgabe ich da gemacht habe. Aber ich da keine Aufgaben gemacht habe, deswegen weiß ich das nicht. Ich bin verwirrt. Ah nee, ich bin ganz woanders. Wie komme ich hier raus? Achso, hier komme ich raus. Wie komme ich hier raus? So. Dann gehe ich hier rein. Was muss ich hier machen? Neustart nötig. Okay, wie funktioniert das? Warte, wer lief denn da unten rum? Ha, irgendwie lief da.
Warum ist hier niemand? So, da kam Emily, warte. Ich muss sofort prüfen. Du kamst hier raus, warum? Gibt's hier vielleicht eine Leiche? Tom, du bist da unten. Ich weiß noch nicht, ob du mich sehen kannst. Nee, da ist nichts passiert. Okay. Aber ich muss hier hin. Emily macht mich ein bisschen nervös. Muss ich hier irgendwas machen? Also, White hätte jetzt gerade, glaube ich, die Möglichkeit gehabt, mich auszulöschen. Hat's aber nicht getan. Warum bist du weg? Ah, ne, es ist meine Aufgabe. Muss immer noch in Communication den Neustart machen. Dann gehe ich da jetzt nochmal hin, I guess. Wo war das denn nochmal? Ich komme mit dieser Map noch nicht so klar. Ich habe Angst, hier echt jemanden zu übersehen. Es tut mir mega leid, Leute. Irgendwer ist jetzt da rein, oder wenn ich jetzt... Oh, ich muss da rein. Wie? Kahn? Okay, zweimal Lena. Dann muss ich hier... Quadraten. Jo. Frech. Okay, Tom hat es erwischt. Das heißt, dich kann ich, glaube ich, auch ausschließen. Also weiß und schwarz. Beide die Möglichkeit gehabt. Beide nichts. Ist nichts passiert. Okay. Ich glaube, ich komme da oben eh nicht mehr raus. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal hier lang. Aber wo? Wo ist Tom? Schon wieder bei O2? Okay. Ach, Tom, okay, es tut mir leid, du bist raus. Oh, upsie. Aber schon wieder die Hexe, ne? Aber eigentlich für diese Runde kommt drauf an, wo relativ safe. Also... Ja, ich glaube nicht, dass das... Ich kann mir das nicht vorstellen. Emily kann ich saven. Also ich, für mich ist grün grad sass. Also ich kann weiß, also Nina und Lena 1 kann ich saven. Beide hätten die Möglichkeit gehabt, mich zu... Ist nichts passiert. Michelle kann es aber auch sein, weil sie kam von Lifelines. Und das kann diese Richtung sein auch. Aber ich glaube, dann wäre sie oben vorbei. Boah, weißt du, welcher Gedanke? Weil Hexe... Ah... Ja, komm, ist noch zu früh, um was... Ja, ich weiß nicht, also diese Runde, muss ich sagen, würde ich blau rausnehmen. Ja gut, du kannst trotzdem, also du kannst auch zweimal reporten. Das kann natürlich auch ein Imposter-Move sein. Also, ja, das glaube ich dir jetzt aber nicht. Also ich bin ganz ehrlich, antwortet. Hexe ist mir schon sass. Ja, wie gesagt, aber diese die Runde, Lena, diese Runde passt das aber nicht. Also für mich ist es grün, weil grün ist für mich auch ein bisschen zu leise. Ja, ich kann nichts sagen. Ich habe grün auch wirklich nicht gesehen. Also ich hatte ich will immer weiß sein, ich will mir die Farben nennen, Nina und Lena 1, so. Und dich habe ich einmal kurz gesehen. Ja, aber genau, und Nee, also ich für mich muss skippen. Ich habe keine Ahnung. Michelle passt auch. Sorry. Also ich glaube, es ist grün. Also grün oder pink. Ich würde jetzt ungern skippen. Oh, warum sind wir geskippt? Das ist nicht so gut. Weil es sind noch beide da, aber okay. Okay, wir sind noch 8 Leute. Ja, wir müssen jetzt eigentlich... Beim nächsten Mal müssen wir. Sonst wird es doch ein bisschen kompliziert. So, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ich bin schon wieder hier. Hm. Oh, nee. Oh, Hexe, das ist vielleicht auch ganz gut. Okay. Ich glaube, Lena ist es nicht. Die würde nicht den Kill die ganze Zeit da machen. Es kann halt wirklich Emily sein. Och nee, wie komme ich da jetzt rein? Hexe kommt. Und Hexe geht wieder. Aber sie ging wieder. Oh, Hexe, du bist wieder gegangen. Oh, ich glaube, Michelle ist es. So, jetzt muss ich hier rein. So, Lena 1. Du warst auch da, alles gut. Okay. Hä, Lena 1 habe ich gerade noch gesehen. Wo? Wie heißt das? Sie war gerade noch bei Communication und ich bin jetzt unten bei Weapons. Da habe ich sie noch gesehen. Und kurz vor mir war Hexe da, ne? Ja, aber ich habe hab Kabel verbunden. Ja. Wer? Michelle. Weil sie ist bei den Toiletten vom Van gekommen. Aber wir müssen mal langsam voten. Wir können nicht die ganze Zeit skippen. Also für mich ist es immer noch grün. Oder ist es, weil sie hatte das auch schon und ich hatte auch Kabel. Ich glaube, es ist Michelle. Ja, jetzt hier voten alle. Ja, es ist eine sehr, sehr verhexte Runde. Oh, warum skippen wir denn wieder so viele? Och man, das ist echt nicht gut. Weil wir müssen uns einigen, sonst bringt's auch nichts.
Also die ganze Zeit skippen finde ich jetzt nicht so cool, aber es ist okay, es ist okay. Also ich bleib mal hier bei Admin. Es ist sowieso purer Stress schon wieder für mich hier, die ganzen Aufgaben zu finden, Hexe. Hatte ich nicht die Aufgabe gerade? Aber okay. Ich würde jetzt mal Hexe ausschließen, weil jetzt... Wer kommt jetzt von Weapons? Okay, oben. Da würde ich sagen, safe. Oh, oh. Oh, okay. Ich sehe jetzt. Ja, okay, ich würde auch erstmal sagen, die beiden sind safe. Ich weiß es doch. Oh. Hä? Ja. Direkt bei den Camps. Sind die bei Security? Oben links ist das. Mhm. Also ich glaube, es sind... Boah. Also Michelle kann es immer noch sein. Und ich meine, es ist Michelle, weil die kam, also wenn du sagst, es ist oben links, da war auch Michelle. Hexe war auch in der Nähe, aber ich glaube, Hexe kann ich mittlerweile ausschließen, weil es gab mehrere Gelegenheiten schon, mich zu... Ich sage, es ist jetzt Michelle. Wir müssen jetzt auch mal auf jemanden drauf. Ja, Hexe war auch in der Nähe. Hexe, Michelle und ich. Und ich sage, ich gehe jetzt auf Michelle, weil wir müssen jetzt langsam. Also wenn es Michelle nicht ist, tut es mir natürlich leid, aber es könnte auch die Hexe sein. Ich glaube, danach ist es für mich... Es gab so viele Möglichkeiten. Ich weiß, ich war also auch Hexe. Also wenn es von der Hexe, die Hexe ist, ist dann wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ja, dann wirklich sehr gut. Weil es gab mehrere Möglichkeiten. Oh! Nein! Nein, wirklich? Dann ist es Hexe. Es muss Hexe sein, ach, oder? Ah, ich bin verwirrt. Ich wusste, es war ein Fehler. Ich bin so verwirrt. Oh nein, ich habe nur noch eine Aufgabe. Aber komm, die mache ich jetzt. War dann die Person noch im Van, frage ich mich. Wen will ich jetzt? Hexe und Weiß stehen da. Also Hexe bleibt auch stehen, meine ich. Oh Mann, oh Mann. Was muss ich machen? Also Hexe ist geblieben, so. Ja, Grün ist aber weiterhin sus. Grün war jetzt auch gerade an den Camps. Also ich wollte jetzt die eine Aufgabe mit der Handfläche machen und Nina kam dazu, aber... Ja, das ist ja die Sabotage. Genau. Es kam ja aber jetzt auch der Emergency-Ruf hier. Ja, du bist natürlich auch noch nicht ganz safe, muss ich sagen. Obwohl, doch, du hast die Aufgaben geschrieben. Also ich glaube, entweder ist es grün und blau oder grün, also, ja, ich weiß es nicht. Gut, also es könnte die Hexe sein, es könnte dann ja Amy sein oder Nina. Aber ich glaube, in der ersten Runde würde ich jetzt mal auf grün gehen. Also ich, ganz ehrlich, ich schließe Hexe aus. Guck, und ihr wisst schon, wie ich als Imposter spiele. Das ist blöd. Also grün ist es auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher. Ja, dann lass uns jetzt mal... Wir müssen uns jetzt erstmal entscheiden. Wie gesagt, Hexe ist für mich jetzt eigentlich safe. Ja, also wenn das jetzt wirklich jemand ist, dann würde ich auch sagen, ist Hexe safe? Ja, okay. Ja, okay. Und ich glaube, es ist Nina. Safe. Wir müssen auch hier Emergency. Oh, nicht during Crisis. Nein! So, wir müssen jetzt. Ja. Ich würde jetzt auch auf Weiß gehen. Wenn dieser Emergency Call nicht gekommen wäre, ich würde davon ausgehen, dass Nina mich dann erwischt hätte. Nina hat mich gerade... Okay. Ja, aber ich glaube, es müsste eigentlich das sein. Ich konnte ja zuerst den Button nicht klicken, weil ja ein Crisis war. Wolltest du jetzt eigentlich auch Emergency machen oder was wolltest du? Ja, aber es geht ja bei mir nicht mehr. Bei mir, ich hatte ja schon meinen Emergency Call. Ich konnte das ja nicht mehr machen. Ich hatte ja schon meinen. Ja, aber. Für wen hast du jetzt eigentlich? Nina! Ist doch klar! Ey, wenn es Nina nicht ist, sorry, dann. Oh, jetzt mach! Wenn es Nina nicht ist, bist du es. Ich bin's nicht. Oder du bist es, Lena. Das wäre natürlich jetzt krass. Ja! Ja! Sehr gut. Sehr gut! Oh. Ey, ich war so sus. Ich war so sus. Ja, Tom, komm, entspann dich. Jetzt mach mal hier nicht einen auf beleidigt. Ich fand aber grün hätte ich vorher schon, glaube ich, voten können. Aber also den zweiten Imposter hätte ich jetzt nicht rausgefunden. Ja, blau hat schon sehr gut gespielt, aber war auch ein bisschen sus. War sehr aggressiv. Gut, wir starten mit der zweiten Runde. Bitte keine Imposter. Danke. Nicht auf dieser Map. Das ist... Ja. Ah, ja. Crewmate. Das ist mir zu stressig.
Das ist mir really zu stressig. So, warte, ich sehe nichts. Da läuft. Ich glaube, das war Tom. Leonie, du warst hier. Okay. Kahn läuft da rum. Achso. Och, wieso? Wer ist es noch? Oh! Okay, beide Imposter waren bei mir. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Michelle, was machst du? Hey, warum kann ich denn von da jetzt nicht rein? Oh nein, wie komme ich da jetzt wieder durch? Entschuldigen. Hallo. Wie komme ich da durch? ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Warum kann ich auch nicht hier draufklicken, wenn du da dran bist? Dann gehen wir mal nach Weapons. Das ist doch hier, oder? Warum findet mich denn keiner? Gut, aber das ist natürlich ein Spot, wo man auch nicht so oft hingeht. Aber gut, es hat ein paar erwischt. Okay, zwei. Oh, es hat Kahn erwischt. Ja, mein Herz. Lasura habe ich eben noch gesehen in O2. Aber es ist jetzt auch noch nicht, also es ist jetzt nicht super kurz, ja. Also ich bin noch in der Nähe von O2. Draußen vor Office. Wo ist das denn? Muss ich erstmal gucken. Ah, da. Nee, also dann ist es eine ganz andere Richtung. Ja, wie gesagt, es ist schon ein bisschen her, dass ich sie da gesehen habe. Ich könnte dich eigentlich auch saven, weil wir uns ja gerade noch bei O2 über den Weg gelaufen sind. Ja, ich habe dich gesehen, ich habe Michelle und ich habe hier Jackie, also die in Türkis. Die habe ich gesehen. Deswegen würde ich jetzt alle mal saven fürs Erste. Aber mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Könnte halt Self sein. Nora habe ich nicht gesehen. Aber keine Ahnung, das sind gerade blinde Spekulationen einfach. Nora, die war aber auch in O2. Oh, wie heißt das? Die mit diesen, wo man das Schiff da, diese Dingens langfahren muss. Beschreib's einfach irgendwie. Wo man das Raumschiff den Weg langfahren muss. Irgendwie so. Ich hatte aber ja, auch Aufgaben. Wo man halt diese Koordinaten da langfahren muss. Irgendwie so. Ich skippe jetzt. Ich muss auch erstmal skippen. Keine Ahnung. Es tut mir leid, ich habe echt wirklich. Das war eine andere Richtung. So. Ich mache dann hier jetzt erstmal den Upload. Dann gehe ich zu Weapons rein. Ach, Quatsch. Da ist Weapons. Wo kam der her? Ja, moin. Lasst mich alle im Stich. Okay. Wer war das hier jetzt? Leonie war das. Also ich kann zumindest Lena 1 wieder mal saven. Ja, dich auch. Ja, Karacho habe ich bis jetzt nur ein einziges Mal gesehen. Ist zwar jetzt nichts passiert, muss aber auch nichts heißen. Aber schon wieder skippt, das ist immer so, oh. Also die Runden sind immer irgendwie gut. Ich würde, oh, ja. Ich sehe halt aber auch wirklich nichts. Also ich bin immer woanders halt. Aber okay, jetzt ist erstmal Karacho, mal gucken. Das ist falsch. Das ist falsch. So, Nora. Oh nein, was läufst du mir wieder hinterher? Dann wird hier verdrahtet. Let's go. Ja, Lena 1 kann ich definitiv. Oh, nein, wer ist da gerade gekommen? Nora. Hier muss ich noch verdrahten. So, meine letzte Task. Aber ich glaube, die Imposter machen das hier schon ziemlich gut. Mann, ich muss aber auch ständig gucken, wohin. Das ist mein Problem. Ich habe das Gefühl, ich verpasse hier irgendwas. Ich glaube, die werden die Runde auch gewinnen. Würde ich jetzt mal behaupten. Schauen noch mal, wie viele Leute sind noch da. Okay. Lena ist noch da, das ist gut. Ja. Oh. Ja, sehr gut gespielt. Sehr gut gespielt, muss man sagen. Super, und ich habe Nora gerade noch quasi gesaved für mich. Ja, ja. Guck mal, dann war es wirklich ein Save wahrscheinlich bei Nora. Ja, also ich muss sagen, die beiden haben das wirklich sehr, ihr habt das sehr, sehr gut gespielt, muss ich sagen, ja. Ihr beiden. Absolut. Also Nora, die war gar nicht mehr auf meiner Liste. Das war wirklich mal was Gutes. Ja, aber die Map, die macht es halt nicht so einfach, ne? Nee, die macht es überhaupt nicht. Und ich muss halt ständig drauf gucken, wohin ich jetzt gehen und ich. Ja, ist bei mir genauso. Ich bin auch nur, ich glaube nur rum mit der Map offen. Aber ohne Witz, die Community ist richtig stark diesmal. Ja, super. Also ich habe das Gefühl, bei dieser Map sind die noch stärker.
Bitte, keine Posse. Ich kann die Tasks nicht mal beschreiben. Thank you. So, wahrscheinlich Imposter und ich werde es jetzt voll vermasseln. Crewmate, okay. Bitte Besatzung, bitte Besatzung. Nein, 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 nein. Okay, also bis mit meiner ersten Crewmate-Runde war ich eigentlich zufrieden. Mit der zweiten, na gut, da bin ich ja auch direkt gestorben. Pink, warum kommst du nicht dahin? Okay, aber ich muss da eh ran. Weiß, da ist irgendeiner mit Hütchen wieder raus. Ich weiß jetzt schon nicht, welche Aufgabe da oben war. Das war dumm. Ich muss es leider noch mal riskieren, hier rein. Schon wieder Pink? Haben wir dieselben Aufgaben vielleicht? Wohin muss ich? Mal den Download. Boah, das ist hier natürlich sehr, sehr schwer. Oh, das war knapp. Wenn ich hier den Download machen muss. Ja, aber Tom, du bist auch direkt losgelaufen. Wie komme ich da hin? Hier, verdrahten geht immer. Okay, da ist einer hoch. Ah, okay, schon wieder durch. Moin. Weiß gar nicht, wo man hier hinkommt. Okay, gut. Ich sag, wie es ist. Ich habe überhaupt nichts gesehen. Ich auch nicht. Ich war gerade in O2 beschäftigt, habe die Flaschen gewechselt und habe verdrahtet. Also ich war rechts in diesem ja sehr, ich sag mal, verlassenen Raum. Wo warst du jetzt ganz zuletzt, Tom? Ich bin gerade zu Electric hoch. Gut, das ist bei Weapons. Könnte natürlich sein, wärst da jetzt natürlich nicht raus. Also Tom habe ich gesehen. Der kam auch aus O2 raus. Ich habe leider überhaupt nichts gesehen. Dementsprechend skippe ich auch und ich glaube auch erstmal keinen. Ich habe halt auch keine Vermutung. Ich habe nichts mitgekriegt. Ich muss erstmal bei den O2 weiter was machen. Was denn? Was machst du denn bei O2? Weiß ich nicht. Ich will da jetzt hin. Ja. Das hat sich aber für mich so angehört, als wärst du schon bei O2. Ja, aber noch nicht an der Aufgabe. Ja, dann beschreib sie mir mal gleich, wenn du noch lebst. Okay, gerne. Oh. Es ist ganz schlimm. So, dann machen wir mal weiter. Und ich habe überhaupt keine Ahnung. So, jetzt will ich mal kurz gucken, ob Lena auch wirklich zu O2 kommt. Und ich komme schon wieder nicht da dran. Warum eigentlich? Ach so, ich muss dann Fuse. Och Mann! Johanna, kann ich erstmal safen, weil so lange wie ich brauche. Ey! Oh! Aua! Wieso ich schon wieder? Oh, Tom ist es! Tom! Okay, ich dachte vielleicht Lena, aber es ist Tom. So, ich wechsle mal kurz meinen Akku. Okay. So, möglichst weit einfach davon weg. Okay. Du hast wahrscheinlich auch nur gewartet auf mich. Komm ich da hin? So, jetzt kann ich zu O2. Ah ja, das ist das. Okay. Jetzt muss ich ganz rechts. Ganz rechts. Ich kann halt immer nur die gleiche gerade fägen, ist halt das Problem. Warte mal, ich weiß doch. Hier gibt's doch noch das, genau. Oh, krass, 2. Und Kahn hat's schon wieder erwischt. Schade, ich wollte es ihm gerade sagen. Ja, Tom, ich kann dir die Aufgabe sonst erklären. Ja, kannst du gerne machen. Auch wenn es total schwierig ist, das zu erklären, das sind diese, sind das solche Schalter, die du nach oben oder unten jeweils auf deren Farben, also die haben so einen Scanner wohl. Ja, das Ding ist, du könntest mir halt alles erzählen, so ich kenne die Aufgaben halt eh wahrscheinlich eh nicht. Ach, okay, ich hatte jetzt Kahn, der könnte es vielleicht eher noch bestätigen, aber, oder auch vielleicht nicht. Ja, aber das klang, also ich kaufe dir das schon ab. Ich glaube, das ist so eine Aufgabe, die ich echt nicht erklären kann, weil die so komisch ist. Okay, wen gesehen? Heizraum.
wo ich das jetzt... Hey, wo ist denn Heizraum? Ich bin unter O2, okay. Ich habe halt gar keine Ahnung, wirklich. Allgemein gesagt, Johanna würde ich jetzt saven. Okay. Hey, ich habe auch wenig... Ich habe... Mia war eben noch bei mir. Die könnte ich saven. Lisa habe ich sehr oft gesehen. Da ist auch nichts passiert. Lisa habe ich gar nicht gesehen. Was hast du zuletzt gemacht, Tom? Sorry. Bitte? Was hast du zuletzt gemacht? Ach nö, ich bin rausgeflogen. Nein. Oh, Tom. Bist du noch drin? Ich bin noch drin. Och, Tom, ach, schade. Mann. Und das in dieser Runde. Ehrlich? Ehrlich? Du verrät? Ja, Tom, also es ist... Ach, Mann. Genau da, wo du Imposter bist. Ich hab's nicht schlecht gemacht bislang, fand ich. Also ich weiß nicht, ich wurde ja nicht von dir erwischt, sondern von der anderen Person. Ich habe auch schon zwei erwischt. Hast schon zwei erwischt? Oh, gut, Tom. Ich hatte schon zwei erwischt, ja. Ja, aber ich bin jetzt noch drin, Leute. Was soll ich machen? Ja, Spiel zu Ende. Die anderen sind auch noch drin. Alles gut. Ja, weil ihr zu... Ja, könnt auch ruhig weiterreden. Alles ja, gut. Ja, das macht ja sowieso keinen Unterschied. Also wir werden dir nicht erzählen, wer der andere Imposter ist. Okay. Nee. Nein, das müssen wir nicht. Ich mache jetzt aber erstmal meinen Scan zu Ende. Oh Mann. Und ich sehe natürlich niemanden gerade um mich herum. Ja, gut. Ich sag mal so, Tom, wärst du jetzt noch drin geblieben, dann wäre das eigentlich eine sichere Sache, hätte ich schon gesagt. Aber jetzt alleine ein Imposter. Alleine wird schwierig. Mhm. Ja, obwohl diese Aufgaben. So, jetzt kommen sie natürlich aber alle an, das ist schon mal ganz gut. Weil da jetzt einen Kill zu machen. So. Das war gut, nach oben zu laufen. Sie ist jetzt gerade nach oben gelaufen. Oh ja, da kam der Kill. Oh. Eigentlich müsste sie jetzt erwischt werden. Super, ich habe natürlich nichts gesehen. Oh, ich glaube, Lisa hat nichts gesehen. Aber wenn du gerade schon sagst, Lisa hat nichts gesehen, dann ist sie ja safe. Johanna habe ich für mich gesaved erstmal. Also entweder Lasura oder Mia. Ah, okay, sie hat jemanden gesehen, aber... Okay. Also, dann würde ich mal sagen, wäre ich jetzt dann mal für Mia. Entweder Lasura oder Mia. Ach Mann, das ärgert mich. Ja, Tom. Ja, es ist eine sehr, sehr verhexte Runde. Ah, du bist auch direkt hier rein. Aber warte mal, du warst sehr schnell wieder draußen oder bin ich einfach zu langsam? Sass. Okay, du bist Missas. Sorry. Nein. Okay, cool, danke. Oh, Tom ist es. Tom! Okay, ich muss jetzt vorsichtig sein. Läuft. Leute, herzlich willkommen mal wieder zu einer großen Among Us-Folge. Und wir starten, mit dabei sind, ich muss mich kurz stumm schalten, Lena, Tom und Kahn sind heute zu dritt. Ja, stell dich mal stumm, Kahn. Achso, habe ich jetzt auch diese Aufgabe? Ich weiß es nicht. Hilflos. Hallo, wir sind auch dabei. Ich bin Besatzung. Das ist sehr gut. So, okay, alle ziemlich klug. Wir sind wieder auf Polos heute. Heute mal wieder eine lange Folge. Diese Woche kommt noch eine zweite Among Us-Folge. Dort werden wir auch auf einer anderen Map spielen, aber wahrscheinlich nicht auf dem Flugzeug, sondern auf dieser anderen Map. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich weiß halt schon wieder hier nicht mehr, was ich hier machen muss. Ich kenne die Map halt auch wieder gar nicht. Ah, ich bin gleich bestimmt. Hallo, Tom. Ah, du bist auch direkt hier rein. Aber warte mal, du warst sehr schnell wieder draußen oder bin ich einfach zu langsam? Sass. So, dann wollen wir mal schauen. Oh, ja. Sag mal, wo seid ihr? Bienchen. Dein Beans. Oh. So, let's go. Dann machen wir mal hier weiter. Ah ja, moin, da geht schon wieder los. Wie komme ich hier rein? Sag mal, warum ist hier niemand? Tom? Was soll das hier? Warum standest du so komisch? Tom stand ein bisschen komisch da. Auch ready, sehr gut. Dann machen wir hier weiter. Warte, wer war das jetzt? Okay.
Alright, ich habe nichts mitgekriegt. Ja, Tom, das würde ich jetzt auch sagen. Ich war als letztes unter O2 und habe die Sauerstoffflasche gewechselt. Ich bin nur nicht, ich wurde mittendrin in der Aufgabe unterbrochen, also ich muss das gleich nochmal machen. Tom, welche Aufgabe hattest du in dem einen Raum, wo wir uns begegnet sind? In dem Raum, in welchem Raum sind wir uns begegnet? Direkter Raum unten, also wenn du quasi aus, wie nennt man es? Bei Weapons. Das Weapon Storage heißt es, glaube ich. Ja. Also ich glaube, entweder bist du es oder ist es ein Self-Report, weil also, Orange hat vor ein paar Sekunden noch gelebt. Okay. Also ich kann dir, to be honest, nicht sagen, welche Aufgabe ich da gemacht habe, weil ich es nicht mehr weiß, aber ich habe in Waffen oder halt Weapons auf jeden Fall so eine Aufgabe gehabt, wo ich so Meteoriten abschießen musste, 20 Stück. Okay, du bist mir sus. Sorry. Nein. Okay, cool, danke. Das ist schon sus. Weil du kannst auch relativ... Wieso ist das Hass? Ich kann die Aufgaben beschreiben. Mega Hass. Nein, weil ich der Meinung bin, wir hatten... Wenn, dann hätten wir, glaube ich, dieselbe Aufgabe da drin gehabt. Ja, ich weiß ich glaube nicht mehr. Also ich glaube Self. Self oder Tom? Ist ein bisschen Hass. Da ich es ja nicht bin, würde ich auch eher sagen Self. Aber wer hat denn reported? Hexe. Hexe. Also blau. Die Hexe, Hexe. Aber da kann ich noch auch kurz was sagen. Aber ja, nee, ist eh schon langsam zu spät. Aber Hexe, ich behalte die mal auch im Auge, weil ich habe eine Aufgabe noch gemacht, die sie eigentlich hätte auch machen können. Und sie hat einfach nur darum gestanden. Ich weiß es nicht. Deswegen, ja gut, vielleicht hat sie dich beobachtet und wollte gucken, ob du Fake Task machst. Es kann sein, es kann sein. Aber Tom? Tom, wir haben dich im Auge. Ja, ja, mach das ruhig. Oh Mann. Tom ist mir gerade ein bisschen zu cool. Ich weiß aber von real nicht mehr, welche Aufgabe ich da gemacht habe. Aber weil ich da keine Aufgaben gemacht habe, deswegen weiß ich das nicht. Ich bin verwirrt. Ah nee, ich bin ganz woanders. Wie komme ich hier raus? Also hier komme ich raus. Wie komme ich hier raus? So. Dann gehe ich hier rein. Was muss ich hier machen? Neustart nötig. Okay, wie funktioniert das? Warte, wer lief denn da unten rum? Ha, irgendwie lief da. Warum ist hier niemand? So, da kam Emily, warte. Ich muss sofort prüfen. Du kamst hier raus, warum? Gibt es hier vielleicht eine Leiche? Tom, du bist da unten. Ich weiß noch nicht, ob du mich sehen kannst. Nee, da ist nichts passiert. Okay. Aber ich muss hier hin. Emily macht mich ein bisschen nervös. Muss ich hier irgendwas machen? Also, White hätte jetzt gerade, glaube ich, die Möglichkeit gehabt, mich auszulöschen. Hat's aber nicht getan. Warum bist du weg? Ah, ne, das ist meine Aufgabe. Muss immer noch in Communication in den Neustart machen. Dann gehe ich da jetzt nochmal hin, I guess. Wo war das denn nochmal? Ich komme mit dieser Map noch nicht so klar. Ich habe Angst, hier echt jemanden zu übersehen. Es tut mir mega leid, Leute. Irgendwer ist jetzt da rein, oder wenn ich jetzt... Aber ich muss da rein. Wie? Kahn. Okay, zweimal Lena. Dann muss ich hier quadraten. Jo. Frech. Okay, Tom hat es erwischt. Das heißt, dich kann ich, glaube ich, auch ausschließen. Also weiß und schwarz. Beide die Möglichkeit gehabt. Beide nichts. Ist nichts passiert. Okay. Ich glaube, ich komme da oben eh nicht mehr raus. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal hier lang. Aber wo? Wo ist Tom? Schon wieder bei O2? Okay. Ach, Tom, okay, es tut mir leid, du bist raus. Oh, upsie. Aber schon wieder die Hexe, ne? Aber eigentlich für diese Runde kommt drauf an, wo relativ safe... Also... Ja, ich glaube nicht, dass es... Ich kann mir das nicht vorstellen. Emily kann ich saven. Also ich, für mich ist grün grad sass. Also ich kann weiß, also Nina und Lena 1 kann ich saven. Beide hätten die Möglichkeit gehabt, mich zu... Ist nichts passiert. Michelle kann es aber auch sein, weil sie kam von Lifelines. Und das kann diese Richtung sein auch. Aber ich glaube, dann wäre sie oben vorbei. Boah, weißt du, welcher Gedanke? Weil Hexe... Ah... Na komm, ist noch zu früh, um was... Ja, ich weiß nicht. Also diese Runde, muss ich sagen, würde ich blau rausnehmen. Ja gut, du kannst trotzdem... Also du kannst auch zweimal reporten. Das kann natürlich auch ein Imposter-Move sein. Also, ja, das glaube ich dir jetzt aber nicht.
Also, also ich bin grün ganz ehrlich, antwortet. Hexe ist mir schon sass. Ja, wie gesagt, aber diese Runde, Lena, diese Runde passt das aber nicht. Also für mich ist es grün, weil grün ist für mich auch ein bisschen zu leise. Ja, ich kann nichts sagen. Ich habe grün auch wirklich nicht gesehen. Also ich hatte, weil, ich will immer weiß sein, ich will mir die Farben nennen, Nina und Lena 1, so. Und dich habe ich einmal kurz gesehen. Ja, aber genau. Und Nee, also ich für mich muss skippen. Ich habe keine Ahnung. Michelle passt auch. Sorry. Also ich glaube, es ist grün. Also grün oder pink. Ich würde jetzt ungern skippen. Oh, warum sind wir geskippt? Das ist nicht so gut. Weil es sind noch beide da. Aber okay. Okay, wir sind noch 8 Leute. Ja, wir müssen jetzt eigentlich. Beim nächsten Mal müssen wir. Sonst wird es doch ein bisschen kompliziert. So, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ich bin schon wieder hier. Oh, nee. Oh, Hexe, das ist vielleicht auch ganz gut. Okay. Ich glaube, Lena ist es nicht. Die würde nicht den Kill die ganze Zeit da machen. Es kann halt wirklich Emily sein. Och nee, wie komme ich da jetzt rein? Hexe kommt. Und Hexe geht wieder. Aber sie ging wieder. Oh. Ah, ja, sie? Oh, oh. Hexe, du bist wieder gegangen. Oh, ich glaube, Michelle ist es. So, jetzt muss ich hier rein. So, Lena 1. Du warst auch da, alles gut. Okay. Hä, Lena 1 habe ich gerade noch gesehen. Wo? Wie heißt das? Sie war gerade noch bei Communication und ich bin jetzt unten bei Weapons. Da habe ich sie noch gesehen. Und kurz vor mir war Hexe da, ne? Ja, aber ich habe hab Kabel verbunden. Ja. Wer? Michelle. Weil sie ist bei den Toiletten vom Van gekommen. Aber wir müssen mal langsam voten. Wir können nicht die ganze Zeit skippen. Also für mich ist es immer noch grün. Oder ist es, weil sie hatte das auch schon und ich hatte auch Kabel. Ich glaube, es ist Michelle. Ja, jetzt hier voten alle. Ja, es ist eine sehr, sehr verhexte Runde. Oh, warum skippen wir denn wieder so viele? Och Mann, das ist echt nicht gut. Weil wir müssen uns einigen. Sonst bringt's auch nichts. Also die ganze Zeit skippen finde ich jetzt nicht so cool, aber es ist okay. Also ich bleib mal hier bei Admin. Es ist sowieso purer Stress schon wieder für mich hier, die ganzen Aufgaben zu finden, Hexe. Hatte ich nicht die Aufgabe gerade? Aber okay. Ich würde jetzt mal Hexe ausschließen, weil jetzt... Wer kommt jetzt von Weapons? Okay, oben. Da würde ich sagen, safe. Oh, oh. Oh, okay. Ich sehe jetzt. Ja, okay, ich würde auch erstmal sagen, die beiden sind safe. Ich weiß es doch. Oh. Hä? Ja. Direkt bei den Camps. Sind die bei Security? Oben links ist das. Also ich glaube, es sind... Boah. Also Michelle kann es immer noch sein. Und ich meine, es ist Michelle, weil die kam, also wenn du sagst, es ist oben links, da war auch Michelle. Hexe war auch in der Nähe, aber ich glaube, Hexe kann ich mittlerweile ausschließen, weil es gab mehrere Gelegenheiten schon, mich zu... Ich sage, es ist jetzt Michelle. Wir müssen jetzt auch mal auf jemanden drauf. Ja, Hexe war auch in der Nähe. Hexe, Michelle und ich. Und ich sage, ich gehe jetzt auf Michelle, weil wir müssen jetzt langsam. Also wenn es Michelle nicht ist, tut es mir natürlich leid, aber es könnte auch die Hexe sein. Ich glaube, danach ist es für mich. Es gab so viele Möglichkeiten. Oh, ich weiß, ich war also auch wenn, die Hexe. Wenn es von der Hexe, wenn die Hexe ist, dann wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ja, dann wirklich sehr gut. Weil es gab mehrere Möglichkeiten. Oh! Nein! Nein! Wirklich? Dann ist es Hexe. Es muss Hexe sein. Nein, oder? Ah! Ich bin verwirrt. Ich wusste, es war ein Fehler. Ich bin so verwirrt. Oh nein, ich habe nur noch eine Aufgabe. Aber komm, die mache ich. War dann jetzt die Person noch im Van, frage ich mich. Wohin will ich jetzt? Hexe und Weiß stehen da. Also Hexe bleibt auch stehen, meine ich. Oh Mann, oh Mann. Was muss ich machen? Also Hexe ist geblieben, so. Ja, Grün ist aber weiterhin sass. Grün war jetzt auch gerade an den Camps. Also ich wollte jetzt die eine Aufgabe mit der Handfläche machen und Nina kam dazu, aber... Ja, das ist ja die Sabotage. Genau. Es kam ja aber jetzt auch der Emergency-Ruf hier. Ja, du bist natürlich auch noch nicht ganz safe, muss ich sagen. Obwohl, doch, du hast die Aufgaben geschrieben. Also ich glaube, entweder ist es grün und blau oder grün, also
Ja, ich weiß es nicht. Gut, also es könnte die Hexe sein, es könnte dann ja Amy sein oder Nina. Aber ich glaube, in der ersten Runde würde ich jetzt mal auf grün gehen. Also ich, ganz ehrlich, ich schließe Hexe aus. Guck, und ihr wisst schon, wie ich als Imposter spiele. Das ist blöd. Also grün ist es auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher. Ja, dann lass uns jetzt mal... Wir müssen uns jetzt erstmal entscheiden. Wie gesagt, Hexe ist für mich jetzt eigentlich safe. Ja, also wenn das jetzt wirklich jemand ist, dann würde ich auch sagen, ist Hexe safe? Ja, okay. Ja, okay. Und ich glaube, es ist Nina. Safe. Safe. Wir müssen auch hier Emergency. Oh, nicht during Crisis. Nein! So, wir müssen jetzt. Ja. Ich würde jetzt auch auf weiß gehen. Wenn dieser Emergency Call nicht gekommen wäre, ich würde davon ausgehen, dass Nina mich dann erwischt hätte. Nina hat mich gerade... Okay. Ja, aber ich glaube, es müsste eigentlich das sein. Es war, ich konnte ja zuerst den Button nicht klicken, weil ja ein Crisis war. Wolltest du jetzt eigentlich auch Emergency machen oder was wolltest du? Ja, aber es geht ja bei mir nicht mehr. Bei mir, ich hatte ja schon meinen Emergency Call. Ich konnte das ja nicht mehr machen. Ich hatte ja schon meinen. Ja, aber. Für wen hast du jetzt eigentlich? Nina! Ist doch klar! Ey, wenn es Nina nicht ist, sorry, dann. Oh, jetzt mach! Wenn es Nina nicht ist, bist du es. Ich bin's nicht. Oder du bist es, Lena. Das wäre natürlich jetzt krass. Ja! Ja! Sehr gut. Sehr gut! Oh. Ey, ich war so sus. Ich war so sus. Ich war so sus. Ja, Tom, komm, entspann dich. Jetzt mach mal hier nicht einen auf beleidigt. Ich fand aber grün, also grün hätte ich vorher schon, glaube ich, voten können. Aber bei, also sonst, bei, also den zweiten Imposter hätte ich jetzt nicht rausgefunden. Ja, blau hat schon sehr gut gespielt, aber war auch ein bisschen sus, war sehr aggressiv. Gut, wir starten mit der zweiten Runde. Bitte kein Imposter, bitte kein Imposter, bitte kein Imposter, bitte kein Imposter, bitte kein Imposter. Danke, danke, danke. Nicht auf dieser Map. Nicht auf dieser Map. Das ist... Ja. Ah. Ja. Crewmate. Crewmate. Das ist mir zu stressig. Das ist mir really zu stressig. So, warte. Ich sehe nichts. Da läuft... Ich glaube, das war Tom. Leonie, du warst hier. Okay. Kahn läuft da rum. Achso. Och, wieso? Wer ist es noch? Oh! Okay, beide Imposter waren bei mir. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Michelle, was machst du? Warum kann ich denn von da jetzt nicht rein? Oh nein, wie komme ich da jetzt wieder durch? Entschuldigen. Hallo. Wie komme ich da durch? Ah, ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Warum kann ich auch nicht hier draufklicken, wenn du da dran bist? Dann gehen wir mal nach Weapons. Das ist doch hier, oder? Warum findet mich denn keiner? Gut, aber das ist natürlich ein Spot, wo man auch nicht so oft hingeht. Aber gut, es hat ein paar erwischt. Okay, zwei. Oh, es hat Kahn erwischt. Ja, mein Herz. Lasura habe ich eben noch gesehen in O2. Aber es ist jetzt auch noch nicht, also es ist jetzt nicht super kurz her. Also ich bin noch in der Nähe von O2. Draußen vor Office. Wo ist das denn? Muss ich erstmal gucken. Ah, da. Nee, also dann ist es eine ganz andere Richtung. Ja, wie gesagt, es ist schon ein bisschen her, dass ich sie da gesehen habe. Ich könnte dich eigentlich auch saven, weil wir uns ja gerade noch bei O2 über den Weg gelaufen sind. Ja, ich habe dich gesehen, ich habe Michelle und ich habe hier Jackie, also die in Türkis. Die habe ich gesehen. Deswegen würde ich jetzt alle mal saven fürs Erste. Aber mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Könnte halt safe sein. Nora habe ich nicht gesehen. Aber keine Ahnung, das sind gerade blinde Spekulationen einfach. Nora, die war aber auch in O2. Oh, wie heißt das? Die mit diesen, wo man das Schiff da, diese Dingens langfahren muss. Beschreib's einfach irgendwie. Wo man das Raumschiff den Weg langfahren muss. Irgendwie so. Ich hatte aber auch Aufgaben. Wo man halt diese Koordinaten da langfahren muss. Irgendwie so. Ich skippe jetzt. Ich muss auch erstmal skippen. Keine Ahnung. Es tut mir leid, ich habe echt wirklich. Das war eine andere Richtung. So. Ich mache dann hier jetzt erstmal den Upload. Dann gehe ich zu Weapons rein. Ach, Quatsch. Da ist Weapons.
Wo kam der her? Ja, moin, lasst mich alle im Stich. Okay. Wer war das hier jetzt? Leonie war das. Also ich kann zumindest Lena 1 wieder mal saven. Ja, dich auch. Ja, Karacho habe ich bis jetzt nur ein einziges Mal gesehen. Ist zwar jetzt nichts passiert, muss aber auch nichts heißen. Aber schon wieder Skip, das ist immer so, oh. Also die Runden sind jetzt immer irgendwie gut. Ich würde, oh, ja. Ich sehe halt aber auch wirklich nichts. Also ich bin immer woanders halt. Aber okay, jetzt ist erstmal Karacho, mal gucken. Das ist falsch. Das ist falsch. So, Nora. Oh nein, was läufst du mir wieder hinterher? Dann wird hier verdrahtet. Let's go. Ja, Lena 1 kann ich definitiv... Oh, oh nein, wer ist da gerade gekommen? Nora. Hier muss ich noch verdrahten. So, meine letzte Task. Aber ich glaube, die Imposter machen das hier schon ziemlich gut. Mann, ich muss aber auch ständig gucken, wohin. Das ist mein Problem. Ich habe das Gefühl, ich verpasse hier irgendwas. Ich glaube, die werden die Runde auch gewinnen. Würde ich jetzt mal behaupten. Schauen noch mal, wie viele Leute sind noch da. Okay. Lena ist noch da, das ist gut. Ja. Oh. Ja, sehr gut gespielt. Sehr gut gespielt, muss man sagen. Super, und ich habe Nora gerade noch quasi gesaved für mich. Ja, ja. Guck mal, dann war es wirklich ein Save wahrscheinlich bei Nora. Ja. Also ich muss sagen, die beiden haben das wirklich sehr, ihr habt das sehr, sehr gut gespielt, muss ich sagen, ihr beiden. Absolut. Also Nora, die war gar nicht mehr auf meiner Liste. Das war wirklich mal was Gutes. Ja, aber die Map, die macht es halt nicht so einfach, ne? Nee, die macht es überhaupt nicht. Und ich muss halt ständig drauf gucken, wohin ich jetzt gehe. Ja, ist bei mir genauso. Ich bin auch nur, ich glaube nur rum mit der Map offen. Aber ohne Witz, die Community ist richtig stark diesmal. Ja, super. Also ich habe das Gefühl, bei dieser Map sind die noch stärker. Bitte, kein Imposter. Ich kann die Tasks nicht mal beschreiben. Thank you. So, wahrscheinlich Imposter und ich werde es jetzt voll vermasseln. Crewmate, okay. Mit Besatzung, mit Besatzung. Nein, nein, nein. Nein. Okay. Also mit meiner ersten Crewmate-Runde war ich eigentlich zufrieden. Mit der zweiten... Na gut, da bin ich ja auch direkt gestorben. Pink, warum kommst du nicht dahin? Okay, aber ich muss da eh ran. Weiß, da ist irgendeiner mit Hütchen wieder raus. Ich weiß jetzt schon nicht, welche Aufgabe da oben war. Das war dumm. Ich muss es leider noch mal riskieren, hier rein. Schon wieder Pink. Haben wir dieselben Aufgaben vielleicht? Wohin muss ich? Mal den Download. Boah, das ist hier natürlich sehr, sehr schwer. Oh, das war knapp. Wenn ich hier den Download machen muss. Ja, aber Tom, du bist auch direkt losgelaufen. Wie komme ich da hin? Hier, verdrahten geht immer. Okay, da ist eine Hochlinie. Ah, okay, schon wieder durch. Moin. Weiß gar nicht, wo man hier hinkommt. Okay, gut. Ich sag, wie es ist. Ich habe überhaupt nichts gesehen. Ich auch nicht. Ich war gerade in O2 beschäftigt, habe die Flaschen gewechselt und habe verdrahtet. Also ich war rechts in diesem, ja, sehr, ich sag mal, verlassenen Raum. Wo war es jetzt ganz zuletzt, Tom? Ich bin gerade zu Electric hoch. Gut, das ist bei Weapons. Könnte natürlich sein, wärst da jetzt natürlich nicht raus. Also Tom habe ich gesehen. Der kam auch aus O2 raus. Ich habe leider überhaupt nichts gesehen. Dementsprechend skippe ich auch und ich glaube auch erstmal keinen. Ich habe halt auch keine Vermutung. Ich habe nichts mitgekriegt. Ich muss erstmal bei den O2 weiter was machen. Was denn? Was machst du denn bei O2? Weiß ich nicht. Ich will da jetzt hin. Ja. Das hat sich aber für mich so angehört, als wärst du schon bei O2. Ja, aber noch nicht an der Aufgabe. Ja, dann beschreib sie mir mal gleich, wenn du noch lebst. Okay, gerne. Oh. Es ist ganz schlimm. So, dann machen wir mal weiter. Und ich habe überhaupt keine Ahnung.
Jetzt will ich mal kurz gucken, ob Lena auch wirklich zu O2 kommt. Und ich komme schon wieder nicht da dran. Warum eigentlich? Ach so, ich muss dann Fuse. Och Mann! Johanna kann ich erstmal safen, weil so lange wie ich brauche. Ey! Oh! Aua! Wieso ich schon wieder? Oh, Tom ist es! Tom! Lena, warum rennst du weg? Okay, ich dachte vielleicht Lena, aber es ist Tom. So, ich wechsle mal kurz meinen Akku. Okay. So, möglichst weit einfach davon weg. Okay. Du hast wahrscheinlich auch nur gewartet auf mich. Komm ich da hin? So, jetzt kann ich zu Otto. Ah ja, das ist das. Okay. Jetzt muss ich ganz rechts. Ganz rechts. Ich kann halt immer nur die gleiche gerade fägen, ist halt das Problem. Warte mal, ich weiß doch. Hier gibt's doch noch das, genau. Oh, krass, 2. Und Khan hat's schon wieder erwischt. Schade, ich wollte es ihm gerade sagen. Ja, Tom, ich kann dir die Aufgabe sonst erklären. Ja, kannst du gerne machen. Auch wenn es total schwierig ist, das zu erklären, das sind diese, sind das solche Schalter, die du nach oben oder unten jeweils auf deren Farben, also die haben so einen Scanner wohl. Ja, das Ding ist, du könntest mir halt alles erzählen, so ich kenne die Aufgaben halt wahrscheinlich eh nicht. Ach, okay, ich hatte jetzt Khan, der könnte es vielleicht eher noch bestätigen, aber, oder auch vielleicht nicht. Ja, aber das klang, also ich kaufe dir das schon ab. Ich glaube, das ist so eine Aufgabe, die ich echt nicht erklären kann, weil die so komisch ist. Okay, wir haben gesehen, Heizraum. Wo ist das jetzt? Hey, wo ist denn Heizraum? Ich bin verliebt. Unter O2, okay. Ich habe halt gar keine Ahnung, wirklich. Allgemein gesagt, Johanna würde ich jetzt saven. Okay. Hey, ich habe auch wenig. Ich habe. Mia war eben noch bei mir. Die könnte ich saven. Lisa habe ich sehr oft gesehen. Da ist auch nichts passiert. Lisa habe ich gar nicht gesehen. Was hast du zuletzt gemacht, Tom? Sorry. Bitte? Was hast du zuletzt gemacht? Ach nö, ich bin rausgeflogen. Nein. Oh, Tom. Bist du noch drin? Ich bin noch drin. Och, Tom, ach, schade. Mann. Und das in dieser Runde. Ehrlich? Ehrlich? Du verrät? Ja, Tom, also es ist... Ach, Mann. Genau da, wo du Imposter bist. Ich hab's nicht schlecht gemacht bislang, fand ich. Also ich weiß nicht, wurde ja nicht von dir erwischt, sondern von der anderen Person. Nee, ich hab auch schon 2 erwischt. Hast schon 2 erwischt? Oh, gut, Tom. Ich hatte schon 2 erwischt, ja. Ja, aber ich bin jetzt noch drin, Leute. Was soll ich machen? Ja, Spiel zu Ende. Die anderen sind auch noch drin. Alles gut. Ja, weil ihr zu... Ja, könnt auch ruhig weiterreden. Alles gut. Ja, das macht ja sowieso keinen Unterschied. Also wir werden dir nicht erzählen, wer der andere Imposter ist. Okay. Nee. Nein, das müssen wir nicht. Ich mache jetzt aber erstmal meinen Scan zu Ende. Oh, Mann. Und ich sehe natürlich niemanden gerade um mich herum. Ja, gut. Ich sag mal so, Tom, wärst du jetzt noch drin geblieben, dann wäre das eigentlich eine sichere Sache, hätte ich schon gesagt. Aber jetzt alleine ein Imposter. Alleine wird schwierig. Mhm. Ja, obwohl diese Aufgaben. So, jetzt kommen sie natürlich aber alle an. Das ist schon mal ganz gut. Mal da jetzt einen Kill zu machen. So. Das war gut, nach oben zu laufen. Sie ist jetzt gerade nach oben gelaufen. Oh ja, da kam der Kill. Oh. Eigentlich müsste sie jetzt erwischt werden. Super, ich habe natürlich nichts gesehen. Oh, ich glaube, Lisa hat nichts gesehen. Aber wenn du gerade schon sagst, Lisa hat nichts gesehen, dann ist sie ja safe. Johanna habe ich für mich gesaved erstmal. Also entweder Lasura oder Mia. Ah, okay, sie hat jemanden gesehen, aber... Okay. Also, dann würde ich mal sagen, wäre ich jetzt dann mal für Mia. Entweder Lasura oder Mia. Hm.
Ach Mann, das ärgert mich. Ja, das Tom, schade, weil ich glaube, dann hättet ihr jetzt schon gewonnen. Wahrscheinlich. Ich war aber wieder extrem nervös, als es kam. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, meine Reaktion war einfach nur so, nein, nein. Ja, weil egal, was man macht und sagt, man ist das. Ja. Oder man kommt sich so vor. Ja, Glückwunsch. Ja, oh, super. Das ist richtig. Okay. Ja, aber ich glaube, sie muss, Mann. Also ich fand, sie hat das aber trotzdem ganz gut gespielt. Und Tom hat sie ja im Stich gelassen, ne? Ja, genau, absichtlich. Okay, eine letzte Runde für heute. Okay, auf zur letzten Runde. Komm schon. Okay, ich muss jetzt vorsichtig sein. Komm schon, ich darf nicht nervös werden wie Tom. Ja. Love it. Yes. Ach, ich muss den einfach nur zur Seite. Ja, warum joggt mir doch niemand? Ja gut, ich muss es mir selber sagen. Okay, ich kann direkt. Ich bin direkt hier. Keine Panik auf der Titanic. Khan und Lena 1. Gut, ihr seid wieder da. Okay, ich bleib jetzt erstmal ein bisschen an den Cams. Lena 1 ist nach unten. So. Labor, wo ist das? Ah, ich kann erstmal in Communication hier. Ach, nicht schon wieder das. Das habe ich nicht verstanden. Oh. Wo bin ich hier? Oh. Das ging schnell. Über Electrical. Du warst doch gerade noch bei mir, ne? Ja, und warum bist du nicht. Und warum bist du dann nicht losgerannt, als der Alarm losging? Was für ein Alarm? Wie, was für ein Alarm? War da gerade ein Alarm? Ich bin gerade in Communication Tom, rein und hab das WLAN Antwort, neu gestartet. Gute Antwort, mach dich jetzt nicht gerade. Ja. Was für ein Alarm, mein Lieber? Ich habe auf jeden Fall gerade in Communication das WLAN neu gestartet. Das was? Das WLAN neu gestartet heißt der Task. Nein. Doch. Ja, stimmt. Also was mir aufgefallen ist, eine Person hat die Schlüsseltask nicht gemacht und die ist eigentlich von uns allen. Die habe ich direkt als allererstes gemacht. Ja, die ist für uns alle. Ich kann euch auch gerne beschreiben, was ich noch für Tasks gemacht habe. Tom, ist okay. Ist in Ordnung erstmal. Okay. Achso, okay. Ja, okay. Ja, man muss ihn auch nur einmal zur Seite. Also, Lena, hast du jetzt jemanden da gesehen oder nicht? Nein, niemanden gesehen. Gut, dann muss ich skippen erstmal. Könnte auch Self-Report sein. Kann. Ja, das stimmt. Aber ich sag jetzt mal. Bei einer Person nicht. Ist mir das hier noch ein bisschen. Oh ja, jetzt glaube ich dir das, Lena. Kannst du gerne. Hast mich überzeugt. Okay, vor allem der sagt, welcher Alarm. Oh, guck mal, hier sagt jemand auch Self, aber ist okay. Mhm. Das Problem hier. Hauptsache für Khan wird gestimmt. Ja, das ist Prinzip-Vote. Ich sag am besten nächste Runde einfach, Khan ist das. Einfach aus Prinzip. Prinzip-Vote. Ja. Dann ist Khan direkt draußen, aber dann würde ich mich ja auch ein bisschen verdächtig machen. Ich weiß halt for real nicht, welchen Alarm sie meinte, lol. Wenn die das jetzt wirklich machen, ne? Also eigentlich muss ich jetzt Lena erwischen, weil sonst. Ich hatte dieses Mal echt Glück, auch diese Aufgabe, ne? Die macht mich ja wirklich ganz kirre. Aber sie ist ja eigentlich einfach. So. Ich muss nach oben. Habe ich gerade was gesehen und das nur nicht wieder gecheckt? Anscheinend nicht. Wir sind. Och nee, wartet. So. Du! Du! Tom! Ist! Mr. Tom! So. Boah, du! Du! Es ist mit ziemlicher Sicherheit hier pink-lila Ellie. Okay. Warte mal, wieso? Wo? Weil sie daneben stand. Okay. Warte mal, wo ist das? Ja, aber sie Labor hat auch hat sie nicht reported? Nein, du hast reported. Ach so, nee, okay. Ich habe reported. Okay, ja, gut, dann ist natürlich ein bisschen zart. Ja gut, kann ich meine Aufgaben. Sie stand da halt. Also ich war an den Camps nach den Lichtern, aber man sieht leider da nichts.
Ja, aber ich weiß gerade nicht, welche Aufgabe wäre das denn gewesen. Ich glaube, Temperatur aufzeichnen oder so, davor. Ich glaube, die Aufgabe ist Temperatur aufzeichnen. Da stand sie auf jeden Fall und Lena lag daneben. Ja, okay, das ist ein bisschen sus. Wir müssen auch langsam voten. Hat denn Ellie was dazu geschrieben? Nö, sie hat nichts dazu gesagt. Ja, dann. Also ich bin zwar an den Camps und hoffe, dass ich immer was sehe, weil das hier so ein bisschen unauffällig ist, aber man muss halt immer zwischendurch wechseln, die Camps. Das ist halt ein bisschen blöd. Und wenn man dann den falschen Moment erwischt, aber ich konnte die Leiche jetzt auch auf den Camps nicht sehen. Weil man kann ins Labor gucken, aber das hat man nicht gesehen. Also man sieht nur den Eingang vorne bei dieser Rakete. Ja. Ja, aber gut, wenn es jetzt... Sie sagt das, halt auch einfach nichts ja, dazu. Ja, gut, dann müsste also, es ja eigentlich sein, wenn du das jetzt sagst. Wenn sie das jetzt nicht ist, wäre halt auch ein bisschen blöd. Ja, stimmt, wenn sie es nicht ist, dann ist es natürlich... Aber sie stand halt wirklich. Ja, ich denke auch, dass es sie dann ist, wenn sie jetzt auch nichts geschrieben hat. Tom, oh oh! Hä? Ja gut, okay. Du kleine Ratte. Aber Tom, können wir bitte über diesen Moment mal muss ich noch sprechen, hin. Wo Tom wie oft an mir vorbeigelaufen ist. Hallo, lass mich das da machen. Ey, das ist... Ich fand's so geil. So, Tom. Und? Wie komm ich denn da hin? Tom, ohne Witz! Oh! Du bist manchmal... Aber der Move könnte auch so von mir sein. Der könnte einfach so von mir sein. Ja. Na gut. Tom. Tschüss. Ich guck mal nach. Ah, oh, ich könnte meine Tasks. Ich bin auch echt ein. Ich bin eine Leuchte. Ich bin echt so eine Leuchte. So, erstmal schön die Aufgaben machen. Boah, jetzt muss ich nicht mehr durch die 100 Türen hier rennen, ne? Das ist so schön. So schön, Leute. Ja, ich bin halt fertig. Es ist ein Traum, der gerade wahr wird. Och nee, nicht sowas. Danke. Also noch ein mehr hätte mein Gehirn, glaube ich, nicht mehr verkraftet. Ohne Witz. Einer, oder? Absolut. Absolut. So. Ist schwierig. Weil hier sind zwei Leute, die laufen immer zusammen rum. Okay, ich glaube, ich muss nur noch den Kill machen. Oder? Wie viel sind wir noch? Fünf. Ja, ich muss nur noch den Kill machen. Das mal schnell. Nein, dann haben wir gewonnen. Aber wo sind die, ist die Frage. Das war doch mal ein schöner Abschluss. Du Hund, ne? Super Abschluss. Ja, Lena, es tut mir leid. Hättest du das nicht gesagt mit aus Prinzip Sassen, ich musste dich einfach killen, weil du hättest es vielleicht auch gemacht. Naja, so. Gute, und ja. Ja, es war eine gute Schlussrunde, Leute. Auf jeden Fall. Und guck mal, die andere Lena hat das auch sehr gut gemacht. Also wir waren sehr geduldig und haben es sehr gut gemacht. Tom wurde auch erwischt. Und das Gute war, dass Tom auf Ellie gegangen ist. Das hat uns komplett rausgenommen.
Das war sehr, sehr gut. Das Sie Lustige stand war halt ja. Daneben. Ja, das war mein Kill, das war mein Kill. Aber Tom das ist erstmal ohne Witz 10-mal an meiner Leiche vorbei. So rechts, links, rechts. Und dann kam Ellie und dann kam wieder Tom rein. Ich glaube, weil wenn das Licht aus ist, sieht man das ja nicht so gut. Und ihr müsst halt darauf achten, dass unten dieses Report angezeigt wird. Dann weiß man es eigentlich. Okay, Leute, das war's mit dem Among Us. Es hat sich gelohnt. Schöne Runde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Okay, Lena ist die Einzige, die erkannt wurde. Und dann ja auch als Green. Lena ist safe, Sion. Bitte kein Imposter, bitte kein Imposter, bitte kein Imposter, bitte kein Imposter, bitte kein Imposter. Nein! Mann, wieso? Schon wieder ein Rainbow Friend, der mich verraten hat. Danke. Danke, Green. Ich hatte das. Ja! Was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Among Us und heute als Rainbow Friends. Wir sind Red, Blue, Green und Senior. Und also es ist so, ich bin Red, wer ist Blue? Das bin ich. Wer ist Sue? It's me. Und wer ist Green? Ich. So, und das Witzige wird natürlich sein, während ihr mit uns spielt, wisst natürlich wer ist. Und ich hoffe, dass ich vielleicht mal eine Runde überlebe. Das wäre doch mal was. Sonst bleibt es ganz normal Among Us. Also es ist kein Rainbow Friends Mod oder so. Ne? Wir sind einfach nur die Rainbow Friends. Let's go. Auch wenn noch keiner da ist, gleich sofort. Tom spürt den Stress schon wieder kommen. Ja, ich hoffe einfach darauf, dass ich Crewmate werde. Das macht mir mehr Spaß. Mittlerweile bin ich auch auf deiner Seite. Was, das stresst mich einfach zu sehr. Das macht mein Herz nicht mit. So, wir sind mal wieder Crewmate. Das freut mich, weil ich habe schon lange keine Among Us mehr gespielt. Mal gucken, ob ich überhaupt noch weiß, wie das hier geht. Alrighty. Keine Probleme. Hallo. Ah. Hä? Okay. Also gerade war nur Kamerasound wahrscheinlich. So, ich bin Red. Natürlich, ey. Direkt das mal im Postern hier nicht zu fassen. Ist ja auch echt alles nicht zu fassen. Ja, natürlich bin ich Crewmate. Als Red dachte ich eigentlich, ich bin Imposter. Ich dachte, das bringt mir vielleicht auch mal was. Und schon gibt es Ärger hier. Das ging jetzt sehr schnell. Das war sehr, sehr schnell. Ich hab's auch gesehen. Okay, habt ihr es denn gesehen? Sorry. Nee, wo denn? Das war bei Alec. War, ich hab reported, aber ich hab grad. Das war Lea, glaube ich. Ich hab grad diese. Ich glaube, es war Lea. Ich hab grad diese Task gemacht mit dem Anhalten immer. Also die ganz rechts oben bei Alec. Und deshalb habe ich es jetzt nicht so gesehen. Mhm. Ich war dann fertig und hab dann gesehen, okay. Lucky. Ich glaube, es war Lea. Wer war's? Lea. Lea, da ist auf jeden Fall jemand gewantet und ich meine, es war die Farbe, die Lea hat. Also ich habe keine Ahnung, ich war gerade rechts bei Navigation und ich glaube, wer war noch da? Boah, ich weiß gar nicht, wer noch da war. Ich glaube, eine Person war noch da, aber sorry, also ich muss skippen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Lea war. Okay, Lena ist die Einzige, die erkannt wurde und dann ja auch als Green. Lena ist safe, Sion. Also ich werde skippen. Ja, keine Ahnung. Ich vote auf jeden Fall Lea, die war das. Und wenn gleich Leute auf mich gehen, dann sage ich einfach, Blue ist Khan, geht auf Blue. Also ich glaube dir das, Tom, dass das Lea war. Aber es hätte halt auch, ich weiß nicht, Johanna sein können oder so. Sehr, sehr schnell, finde ich. Zu schnell. Aber ihr habt immer noch nicht rausgefunden. Also gut, ihr habt Sü und Danja habt ihr rausgefunden. Alles andere nicht so. So, dann mache ich mal meine Task. So, wir als Rainbow Friends können natürlich rumlaufen. Green war dann ja, ne? Also der kann ich eigentlich nicht so vertrauen. Weiter geht's. Okay, ich kümmere mich mal hier. Warum bin ich immer die Einzige, die hier runterrennt? Ich glaub's ja wohl nicht. Ich glaube, es war Lea. Ich habe den Namen halt nicht gesehen, aber die Farbe passt. Ah, Green, ja, könnte sein, muss nicht. Yellow, warum stehst du da und machst nichts? So, Red schaut mal in die Kamera. Das macht er ja sowieso die ganze Zeit. Warum bin ich die Einzige, die gefühlt hier alles macht? Boah, Danja, das war etwas. Also, Green ist ein bisschen sus. Kann auch in die Hose gehen, Leute. Boah. Es ist so schwer, ne? Es ist unheimlich schwer. Ich bin nicht gerne Imposter, Leute. Bin ich ehrlich mit euch. Bin ja wirklich echt ehrlich mit euch. Das. Unheimlich schwierig. Hä, schon wieder hier unten? Ernsthaft?
Nein, kill doch! Warum machst du kein Ich hab's gesehen. Hast du es gesehen? Mitgekriegt? Ja. Oh. Es war Lara. Also Self-Report. Ich hab's gesehen. Mhm. Ja. Okay. Okay, und Lara sagt Green also ist das. Also es kann entweder Lara oder Lea gewesen sein. Ja, aber Lea ist jetzt schon rausgegangen. Lea ist rausgegangen? Mhm. Ja, die ist gerade rausgeflogen. Ja, dann ist Lara auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Also du bist auch ein bisschen für mich sus. Na, ich sag mal so, wir können ja jetzt Lara wählen und wenn Lara es nicht war, wissen wir ja, dass es Danja war. Es könnte aber halt auch... Also sie wird die in der Runde ja jetzt nicht gewinnen. Also wenn es aber Lea war und die jetzt rausgegangen ist, wie du gesagt hast, dann könnte es ja auch sein... Ich bin mir sehr unsicher. Okay. Na, es könnte auch Lea... Also wir waren zu dritt noch. Also wir waren vier Leute da. Und aber Lea und Lara standen jetzt noch. Green hat gekillt. Ja, aber ich hab nicht gekillt. Hast du denn gesehen, dass Lara gekillt hat? Naja, ich stand halt da und hab eine Task gemacht, aber ich weiß ja, welche Leute drinnen waren. Welche Task? Ich hab die ganz, also die mit den ja, Kabeln verbinden. Okay, ja. Green ist es. Warum? Weil ich schon wieder Wortfindungsstörung hab, ganz links die mit den Kabeln. Ja, also ihr könnt mich gerne voten, dann mache ich also einfach ich bin meine zwar Tasks fertig. Nicht für die Rainbow Friends, aber du bist trotzdem ein bisschen sus. Weil ich hab dich auch in der Kamera gesehen und es war schon alles sus, was du gemacht hast. Mhm, auf jeden Fall. Ja, tschüss, ich wünsche euch viel Erfolg. Also sie stand Verräter. Was? Ihr seid Verräter. Warte, wir haben gewonnen, let's go! Das ging aber ja, schnell. War richtig Green, blöd. Warst du Imposter? Ah, natürlich war ich Imposter, sonst hättet ihr jetzt nicht gewonnen. Und wer noch? Lea. Ah, okay, ja, das ist natürlich blöd jetzt gelaufen. Ja, das war ist doch klar, dass blöd gelaufen. Das war eine erste schnelle Runde. Ich wäre dafür, wir ja, machen noch eine zweite Runde. Mann, ich wollte halt direkt einen Double Kill machen. Wolltest du mich eigentlich killen? Du warst nämlich plötzlich einmal hinter mir, bei den Blättern. Also da, wo man die Blätter so einsaugen kann. Nein, wollte ich nicht. Ich wollte einen Double-Kill machen gerade mit Lea. Mhm. Und ich glaube aber, bei ihr hat es wahrscheinlich gehakt oder so. Und dann hat das nicht funktioniert. Dann machen wir mal noch eine zweite Runde. Es ist mir auch einfach zu stressig. Es ist mir zu stressig, Imposter zu sein. Hast du auch noch reported dann, ja, ey. Um dann die Aufmerksamkeit von Lea wegzulenken. Was soll ich dazu sagen? Guilty! War es ein bisschen schnell für Greens Verhältnisse. Ja, ich wollte mal ein bisschen loslegen. Okay. Zweite Runde mit den Rainbow Friends. Also in der ersten Runde war es Green und du wurdest auch relativ schnell erkannt. Bitte kein Imposter. Nein! Komm schon, bitte. Ich brauche jetzt mal. Oh. Ich möchte doch nur einmal. Einmal möchte ich doch nur Imposter sein. Nur einmal. Let's go. Bitte nicht Imposter. Ja. Ich fand, es macht doch einfach mehr Spaß, Besatzung zu sein irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ja, jetzt bin ich jetzt weniger gestresst, muss ich sagen. Immerhin kein Stress. So, was müssen wir denn tun? Wir müssen wieder verdrahten. Machen wir das so als erstes. So, da. Ich will es nicht ganz so schnell diesmal machen. Oh, ist schon erledigt. Okay. Oh, nee. Okay, du bist es, Magdalena. Okay. Dann gehen wir mal hier hin und verraten. Zack. Zack, zack, zack. Ziehen hier die Karte. Okay, Blue kommt. Blue, wir sind Freunde! Das habe ich ja richtig gut gemacht hier. Da habe ich ja mal richtig abgeliefert. Puch, was, jetzt schon? Was ist denn hier los? Wo? In Electrical. Boah, also jemand kam gerade da, also Blue, wer war Blue nochmal? Nee. Tom, ne? Ich war gerade in Tom, Atmen. Tom, du kamst mit jemandem. Ach so. Doch, ja, so gerade eben war jemand mit so einer grade. Kiste hier, die ja, M. Danya-Team, die war hinter sus, mir. Muss ich sagen.
Aber jetzt gerade war ich bei Admin, also ich war da nicht. Ich bin es nicht. Danja, hör mal auf. Aha. Danja, warum? Mann, einfach nur so, um mich zu ärgern. Ich weiß es nicht. Okay. Boah, ich glaube... Jemand hat schon gevotet, okay. Oh, ich muss... Ich skippe erstmal, sorry. Ich auch. Ja, dann skippe ich auch. Aber, also, die mit der Kiste, die ist schon ein bisschen sus, muss ich sagen. Ja, das gehört auch zur Challenge dazu. Ihr wisst nicht, wer ist. Und das ist ziemlich gut. Weil sonst würdet ihr direkt mich killen. Aber dadurch, dass jetzt Green Khan ist, hoffentlich... Ihr habt noch nicht alle, ne? Ja, eine muss hier noch abstimmen. Hä, warum bekomme ich 3 Stimmen? Was soll das denn? Mal, warum? Hast du dich wohl unbeliebt gemacht oder so? Ich bin ein Rainbow-Friend und ich bin freundlich. Naja, freundlich weiß ich jetzt nicht. So. Weiter geht's. Wo kann ich das? Ach so, weil sie das gerade macht. Oder er. Machen wir es hier. Okay. Kein Verdacht gegen mich oder sonst wen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, 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 so. Dann, was muss ich noch alles machen? Ja, die Karte ziehen muss ich noch. Hä, Red, du bist noch dabei? Okay. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin jetzt hier mit Johanna und Hanna. Warum hast du die Aufgabe erledigt? Ich wollte doch dann jemanden... Ah! Okay. Komm, Magdalena. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Es sind Lena und Magdalena. Okay, ich wusste es nicht, aber... Mann, wieso? Schon wieder ein Rainbow-Friend, der mich verraten hat. Oh, Khan. Khan, das ist wieder nichts für dich, ne? Da wird er sich freuen. Hm, wo ist es denn? Ah, okay. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ich wollte doch nur einmal Imposter sein. So, ein Admin den Schacht putzen. Ah, deswegen wird mir das wieder angezeigt. Keiner kommt, keiner kommt. Oh. Dann ist es wohl doch nicht Khan. Hä? Ich dachte, der wäre raus. Ja, ist natürlich nach hinten losgegangen jetzt. Ich dachte, Khan wäre vorhin rausgevotet. Nee. Es wurde doch keiner rausgevotet. Oh, irgendwie habe ich es vercheckt. Sehr sass. Wo wart ihr denn? Bei O2. Ich war gerade in Admin. Sehr sass, Lena. Und hab da den Schacht sauber Antrieb gemacht. Antrieb oben? Upper Engine. Ah. Was hast du bei O2 gemacht, Lena? Die Blätter. Hattest du die Admin-Swipe-Task? Welche Admin-Swipe-Task? Ach, mit der Karte. Oder wie? Nein. Okay, Lena ist es. Warum? Ich bin mir ziemlich sicher. Wieso? Ja. Danke. Danke, Green. I am pretty sure. Mhm. Warum? Warum? Ich meine, dass ich die Admin-Swipe-Task hatte. Ich hoffe es zumindest. Ich hatte die aber auch. Ja, die hatte nämlich, wenn dann, jeder. Ah. Deshalb bin ich mir es gibt doch unterschiedliche Tasks. Mhm. Es also, gibt aber auch Tasks, die hat eigentlich jeder. Das ist eine Common Task. Und ich fand das auch dafür kenne ich das Spiel jetzt zu wenig. Sass, dass du das jetzt nicht mitgekriegt hast, dass Khan rausgevotet wurde. Ich glaube, das ist eine Finte. Ich habe es gerade wirklich gedacht, der ist rausgevotet. Sehr gut. Da waren noch 3-4 Leute, die für den gevotet haben. Mhm. Sie muss raus. Ab wie viel ist man denn raus? Das checke ich bis heute nicht. Wenn die Mehrheit für eine Person stimmt. Hä, was ist denn mit dir auf einmal los? Ab wann ist man raus? Ja, Bini schreibt da gerade schon was Richtiges. Wir sollen alle unsere Tasks machen. Mhm. Sonst kommt Lena uns holen. Ha! Oh ja, jetzt müsstest du raus sein. Ich hoffe, ich hatte das. Tschüss. Ja, was kommt davon? Ja, auf jeden Fall. Hi, Khan. Auf jeden Fall. Upsi.
Hallo. Ich glaube, du magst mich nicht mehr. Oh, ist das schön. Ab wann ist man da raus? Sorry, Magdalena. Alles hängt jetzt von dir ab. Aber warte, ich kann dir ja ein bisschen helfen. Oh, diese Runde gefällt mir. Auch wenn ich schon gestorben bin, es ist schön. Eine sehr witzige Runde. Okay, ich habe alle Tasks fertig. Sehr, sehr witzig. Ah, ich muss noch die Frage, wer ist der zweite Imposter, ne? Okay, die kamen da jetzt alle wieder raus. Die laufen als große Gruppe rum, da kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass einer von denen ist. Ach so, oh, das sind die Türen. Oh Mist, jetzt habe ich gerade die Türen zugemacht. Ah. Könnte noch Johanna sein. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, hier möchte jemand ein Emergency-Meeting. Jetzt bin ich aber gespannt. Wieso? Ich hatte noch zwei Tasks. Das ist einmal der Admin-Schacht putzen, weil das gerade abgebrochen wurde, als reported war. Und dann bin ich zur Klinik gegangen und habe mich scannen lassen. Das waren meine beiden Tasks, die ich noch hatte und die habe ich gemacht. Ich weiß nicht, ob Visual Tasks an sind, aber wahrscheinlich nicht. Oh. Haben sie dich gebastelt? Nee. Also ja, können mich gerne voten, aber ich bin's halt nicht. Ansonsten könnte es vielleicht Vini sein. Aber es kommt mir komisch vor, wenn ich so random verdächtig. Schreibt, das ist. Ich finde das auch sehr. Blue voting! Das ist auch sehr komisch. Aber naja, ich find's weird, ich wähle den. Waren du und Lena Imposter? Tschüss. Tschüss. Nein, Tom war kein Imposter. Ich glaube, darüber ist er sehr froh. Nein, das waren nicht Lena und Tom. Oh mein Gott. So. Okay, das ist jetzt echt ein bisschen. Okay, das finde ich jetzt echt ein bisschen schockierend. Tut mir leid. Sorry about that. Jetzt mach was, Magdalena. Magdalena, du musst was machen. Du musst! Oh, no. 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 No! Das war jetzt nicht so. Ah, verflixt. Verflixt. Komm. Gleich haben die ihre Tasks fertig. Irgendwas muss passieren. Etwas muss passieren. Magdalena, du darfst nicht. Du musst. Und jetzt einfach mal was rausgehauen hat. In der Hoffnung, dass es trifft. Macht eure Task! Bitte! Ja, das wird wieder nichts. Leute, ihr müsst bitte eure Task drauf machen, wenn ihr Crewmate seid. Sonst nicht fair. Können wir ja nicht gewinnen. Außer rausvoten. Hä? Ich sabotiere schon, dass das Zeug hält. I really do. Komm. Bitte. Magdalena, das wird langsam knapp. Das wird knapp. Ich sag's, wie es ist. Alles knappi knapp. Oh. Bitte. Ach Leute. Warum macht ihr das? Einer muss doch seine Task machen. Oder zwei. Habe ich meine Task? Ja, ich habe meine Task gerade. Ja. So ist das manchmal. Oh, hast du unterwegs? Ich fürchte ja nein. Nein, die Tasks sind gleich durch. Magdalena. Ich glaube, wir kriegen keinen zweiten Versuch noch. Das heißt, es ist jetzt die letzte Chance.
Ah, jetzt sind die alle im Rudel. Jetzt sind die alle im Rudel, natürlich. Ich könnte jetzt gleich noch O2, aber nee, da ist nur noch eine Task. Nur noch eine. Nee. No. I don't think so. Die Tasks sind gleich um. No. No. Ja. Das ist problematisch. Los jetzt. Och, Leute. Oh, kriegt zu viel. Guckt euch das mal an. Nur noch eine Task, glaube ich. Wer hat denn hier noch eine Task offen? Es ist schlimm. Es ist ganz schlimm, Leute. Ihr müsst auch dieses Spiel zu Ende bringen. Alter, es kann doch wohl nicht wahr sein. Wo ist denn, was ist denn das jetzt hier? Ich krieg die Krise gerade wirklich. Mann, jetzt mach doch einfach. Alter, irgendwer von euch ist es doch. Irgendwer von euch ist es. Was ist das hier noch für eine Task? Irgendeine Task. Es fehlt doch nur noch eine Task. Wer macht hier seine blöde Task? Nee, ich hab alle, oder? Nicht, dass ich selber bin. Nee, ich hab alle gemacht. Ey, es fehlt noch eine Task. Ich kriege hier ehrlich gleich die Krise. Wer hat seine Task nicht gemacht? Es ist nur noch eine. Bitte. Ich hoffe, ihr habt auch eure Task gemacht. Also irgendwer muss hier ja flunkern. Leute, ich kriege hier wirklich gleich die Krise. Es kann nicht sein. Es kann einfach nicht wahr sein. Das ist, glaube ich, die längste Runde Among Us ever. Ich vote jetzt mal, Vini. Keine Ahnung, ob es richtig ist oder falsch. Ich habe keine Ahnung. Natürlich geht keiner mit mir mit. Ich krieg die Krise. Irgendeiner votet noch mich. Oh, Hannah ist rausgeflogen. Uiuiui. Ja, ich glaube, es ist wie nie. Komm schon, Winnie. Das ist jetzt deine Chance. Ich krieg wirklich gleich die Motten hier. Das kann doch nicht sein. Ey, Leute, das ist die längste Runde Among Us seines ganzen Lebens. Wir kriegen es nicht. Wir werden es nicht kriegen. Aber bitte. Bitte, bitte. Do something. I don't know what, but do something. Oh, endlich, Alter. Wer war's? Ich. Lena mit? Magdalena. Mit Magdalena. Magdalena. Alter, das war ja die längste Runde Among Us ever. Die Runde war so lang, dass Kahn jetzt leider schon los musste, Leute. Aber ich hoffe, ihr hattet heute wieder Spaß. Und was sagt Kahn immer? Tschüss!